Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur dritten In die Tonne Challenge, der Show, in der die Kandidaten vorher nicht wissen, was sie Grässliches erwartet. Und ihr wisst es auch nicht. Schön, dass ihr da seid bei mir, Simon Kretschmer, meine Damen und Herren. Ich habe die imaginäre Tonne aufgemacht, sehr wo sich die Spieler standen jetzt in den warmen Tagen, standen die auf jeden Fall im Hof und haben sich schon ein bisschen gegärt. Ja, weil die Waschbären, die verrecken da auch drin, weil das so ja, stinkig ist. Aber die Waschbären wollten die Spiele nicht. Die haben reingeguckt und haben gesagt, boah. Und raus. Ja, wenn ihr In die Tonne nicht kennt, was ist denn eigentlich mit euch los? Das ist unser wunderbares YouTube-Format, in dem Simon und ich in schöner Regelmäßigkeit Spiele testen, die eigentlich ihre Marktreife noch nicht unter Beweis gestellt haben und vermutlich auch niemals unter Beweis stellen werden, weil Wir sind die beste Werbung für diese Spiele und wahrscheinlich die einzige Werbung, die sie bekommen werden. Ja. So sieht das aus. Aber trotzdem haben diese Spiele immer etwas ganz Besonderes. In ihrer absurden Kniffligkeit, in ihrer ungewollten Schwierigkeit und ihrer meistens auch Hässlichkeit und schlechten Programmierung haben sie dann noch irgendetwas, was einen dann doch wieder fasziniert. Ne? Meistens ist es die Unspielbarkeit, die wir heute ein bisschen auf die Probe stellen wollen und haben natürlich wie jedes Mal da Leute gefunden, die nicht schnell genug wegrennen konnten. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Sind angewiesen wahrscheinlich auf die Views und das Geld, was wir ihnen bieten. Viele verhoffen sich einen großen Durchbruch, ja. Das ist gleich in dieser Show. Wir wollen einmal reinschauen ins Studio, wen wir denn heute dazu gezwungen haben, sich diese Grässlichkeiten anzutun. Herzlich willkommen, Janina, schön, hallo, dass du da bist. Dann haben wir Michael Krogmann und wir haben den Titelverteidiger. Er hat das Kleingedruckte vorher nicht gelesen, er wusste nicht, dass er beim Sieg nochmal wiederkommen muss. Das ist verpflichtend. Ach, herzlich willkommen, Florian Will. Hallo. Dankeschön, hallo, vielen Dank für die Einladung und oder Wiedereinladung. Ja, freut mich, ich warte weiterhin zu dominieren. Eine Trash-Kanone, der Florentin. Ja. Auf jeden Fall. Bin gespannt. Ja. Wir haben nur die besten Spiele für euch heute vorbereitet. Ihr könnt euch freuen. Wie fühlt ihr euch? Wer von euch denkt, er wird gewinnen? Fang an. Ja, ich bin nur hier für den großen Durchbruch. Also mir komplett egal, wie die Spiele sind. Nein, ich habe mir heute im Stream habe ich mir noch mal In die Tolle Challenge 2, glaube ich, angeschaut, wo du nicht gewonnen hast, soweit ich weiß, Florentin Will. Und habe zwei Trash-Spiele geübt von Das geübt? Genau. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie drankommen, weiß ich halt nicht. Aber wenn eins davon drankommt. Peinlich. Das wäre nicht schlecht. Das ist unsympathisch. Wie heißt es? Minarino? Minarino hast du geübt? Von Minarino habe ich das mit dem Boot geübt, mit dem Jetski. Und was habe ich noch geübt? Mit dem Hubschrauber oder so. Und zwar so lange, bis ich schon gedacht habe, okay, jetzt gibt es langsam die Entzündung hier. Das ist ja unfassbar. Das erste Mal, dass jemand tatsächlich geübt hat, glaube ich. Peinlich. Absolut peinlich. Aber leider das falsche Spiel. Ja, aber irgendwann kommt das schon wieder. Minarino kommt immer wieder. Ja. Wie der Bumerang. Das stimmt. Ey, aber das ist hier kompetitiv, wirklich? Nein, nein, das ist hier Fall. Das ist hier eine Challenge. Darum, Florentin Will ist wieder da. Wir haben Probleme seit Beef Junior und das. Ich bin hier nur wegen des Gestanks, weil es so gut riecht. Und das ist auch richtig. Gibt es hier Beef? Fragt Michael Krogmann, der in seiner Naivität hier in dieses Format gestolpert ist und gar nicht so richtig wusste, was ihn da erwartet. Mein Lieber, der Liebe. Diese Entscheidung. Fass mir den an. Magst du eventuell bald bereuen, wenn wir dir jetzt erstmal erklären, worum es hier geht. Also, wir haben für euch vier wunderbare Trash-Spiele herausgesucht, die zum Teil, nicht alle, auch bei In die Tonne schon zu sehen gewesen sind. Und ihr spielt diese Spiele gegeneinander. Das ist manchmal so parallel nebeneinander her und dann wird geschaut, wer die besten Ergebnisse erzielt. Das kann aber auch mal nacheinander sein, ja. Direkt gegeneinander, gegeneinander im selben Spiel. Stimmt, das haben wir auch. Wir haben wirklich alles heute hier. Wir haben alles diese Varianten. Und es gibt natürlich Punkte für das erste Spiel. Ein Punkt, dann zwei, dann drei, dann vier Punkte. Das macht man in aller Regel so, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Das kann also sein, wenn ihr die ersten drei Spiele gut abschneidet, dass ihr trotzdem verliert. Alles möglich. Also im Grunde verlieren wir alle hier. Also ich meine, jeder, der hier ist, hat im Grunde schon verloren. Ja. Im großen Spiel. Sonst wäre ich hier. Lose-lose. Hammer. Lose-lose-Situation. Ja, das sind im Prinzip die Regeln. Ihr werdet erst kurz vor Beginn der Runde erfahren, um welchen Titel es sich handelt und was ihr dabei machen müsst. Habt ihr noch Fragen? Was bekommt denn der Gewinner oder die Gewinnerin? Gibt es da irgendwie eine Pizza oder Dankbarkeit. So? Dankbarkeit. Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt natürlich eine Einladung für die nächste In die Tonic Challenge. Ja, das hast du ja schon mitbekommen. Ja, aber auf keinen Fall gewinnen. Legt dir gut, Tobi. Ja, okay, cool. Wenn Florentin es richtig macht, will er diesmal gar nicht gewinnen, weil er weiß ja, was ihm blüht. Also. Wobei, nein, es gibt ein iPad. Es gibt das iPad, das neue. Ein iPad, ja. Ja. Eins hier aus der Regie, irgendein so ein altes. Ja. Dann strenge ich mich an, dankeschön. Das reicht. Ab wann darf man gehen, wenn man nicht mehr will? Du darfst nicht gehen. Wir haben so, diese Stühle haben so kleine. Shit, ja! Ja, ja, ja. Oh Gott! Was? Wann ist das passiert? Ja.
Die haben wir eingebaut für In die Tonne. So, gibt's noch Fragen? Ernst gemeinte? Ja. Nee, ne? Hier gibt's keine ernsten Fragen. Gut, dann schlagen wir doch einfach mal vor. Gibt's eigentlich eine Matz für das erste Spiel oder erklären wir alles? Liebe Regie. Weißt du es? Es gibt eine Matz. Natürlich. Das ist euer Spiel 1. Viel Spaß. Wer Indie-Tonne regelmäßig verfolgt, weiß, dass manchmal unter dem ganzen Software-Dreck auch eine Perle zu finden ist. Animal Revolt Battle Simulator ist genau so eine Perle. Arps, denn Arps, Tierrechte sind uns wichtig. Das ist, wenn man zu viel Limo getrunken hat. Arps. Auch wenn die Mischung aus Ark und Totally Accurate Battle Simulator auf den ersten Blick ziemlich billig aussieht. Die skurrilen Geschöpfe, die man in die Schlacht führt, machen das Spiel etwa unterhaltsamer als 90% der anderen Spiele. Und man kann einem Nilpferd einen Raketenwerfer ankleben. Count us in! Unsere Spielerinnen müssen heute ihre eigene Kreation gegen einen laserbewehrten T-Rex antreten lassen. Welche Kreation am längsten durchhält, gewinnt. Hier geht es nicht ums Gewinn, sondern ums nackte Überleben. Es sieht wundervoll aus, oder? Das ist möglich? Das ist möglich für Bierspiel? Das ist möglich. Das ist ja Hammer. Wir erklären doch mal ganz kurz die Regeln für euch, falls ihr das jetzt in diesem kleinen Erklärbeitrag nicht herausgesaugt habt, weil euch das visuelle Element einfach so in den Bann gezogen hat, dass ihr keinen Platz mehr in euren Hirnen hattet, irgendetwas zu verstehen, was die Regeln angeht. Ihr habt jetzt gleich 20 Minuten Zeit und ihr baut jeder für sich ein Monster. Es gibt einen Editor, da könnt ihr euch richtig austoben. Ihr könnt die Beine ändern, ob sie jetzt organisch oder mechanisch sind, humanoid oder animalisch. Das könnt ihr euch alles selber zusammenstellen. Raketenwerfer anbauen, vielleicht auch eine MG an den Kopf. Stahlzähne, Chromfelgen. Es gibt wirklich extrem viel. Ihr habt allerdings alle ein bestimmtes Kontingent an Ressourcen und je nachdem kennt ihr ja, wie ihr die verbraucht, sieht euer Wesen dann am Ende auch anders aus. Eine Sache noch, wir haben jetzt gesagt, ihr habt maximal 20 Minuten. Also, wenn ihr jetzt nach 5 Minuten alle der Ansicht seid, wir können loslegen, dann akzeptieren wir das, weil das ist ja eure Entscheidung. Aber wenn jetzt einer sagt, nee, ich muss unbedingt jede einzelne Schuppe meines T-Rexes noch manuell anmalen, dann dauert's halt ein bisschen. Ja, verstehe ich. Das heißt, wir kämpfen gegeneinander oder gegen den Laserdino? Nein, ihr kämpft gegen den Dino. Also ihr habt jetzt alle ein Budget von $10.000. Mit diesem Budget könnt ihr euch dann so ein Wesen zusammenklopfen. Und wenn ihr dann, wie Simon sagte, fertig seid, spätestens nach 20 Minuten müsst ihr fertig sein. Dann starten wir parallel jeweils einzeln einen Kampf gegen einen T-Rex und derjenige, der am längsten durchhält oder eventuell sogar als erstes diesen laserbewehrten T-Rex besiegen kann, der bekommt die volle Punktzahl für diese Runde. Ihr könnt jetzt in Ruhe drüber nachdenken, ob ihr noch eine Frage habt. Wir machen einen klitzekleinen Spot und dann gibt's hier gleich die erste Runde, eure Kreation gegen den Super-Rex. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0, immer ein Bit frischer. So sieht das aus. Kleinen Fehler, ich habe, glaube ich, gerade gesagt, parallel, aber sie spielen nacheinander und gucken dann, wer quasi am besten abschneidet im Kampf, aber das ist ja nur eine kleine Korrektur. Wir schalten zurück in unser Studio, wo unsere Kontrahenten jetzt immer noch in Schockstarre verharrt sind. Florentin. Das heißt, können wir unsere Kreation inzwischen drin mal testen das als Testlauf oder müssen wir sozusagen blind in den Kampf gegen den T-Rex gehen? Gute Frage. Ich würde sagen blind. Es gibt keinen Test. Okay. Genau. Das Leben. Das kann ja schnell gehen dann. Ja. Ich sag mal so, auf den ersten Blick hat der Herr jetzt nicht allzu viele Schwachstellen. Kann man mal auf unser Bildschirm schauen? Vollendetes Wesen, habe ich das Gefühl. Aber gut, kriegen wir hin. Ja, wir können es ja gerne mal kurz zeigen, was ihr denn als Ausgangsgrundlage habt. Okay, das ist zugegebenermaßen schon ziemlich cool. Da bin ich auch ein bisschen überrascht. Das ist ja schon Mecha-Godzilla. Ja. Furchtbar. Aber ist das der Feind? Ist das der, gegen den man kämpft? Ne? Also das wird schwer, würde ich mal behaupten. Exakt. Das ist sehr, sehr schwer. Aber ihr wisst ja, vielleicht hat der auch eine Schwachstelle. Wir wissen ja, so ein Mac-Rex. Wo hat er seine Schwachstelle vielleicht? Hacken muss man den. Man muss ihn hacken. Ja. Oder EMP. Irgendwie. Irgendwas in der Richtung. Atombombe irgendwo oben zünden. Komm, ich mach zwei. Ob ihr sowas findet in eurem Baukatalog. Oder das WLAN. Das WLAN kaputt machen. Wenn der Router kaputt ist. Satelliten abschießen, die quasi in Kommunikation mit den Laserkanonen stehen. Irgend sowas. ihr habt natürlich nur die Unit Creator.
zur Verfügung. Aber der ist umfangreich. Der ist sehr, sehr umfangreich und $10,000 sind ja auch eine Menge Geld. Macht man den wieder weg? Und ein iPad. Rechtsklick. Ich würde mal sagen, bevor ihr jetzt schon anfangt zu bauen, wir starten das mal mit einem von Simon eingesprochenen Countdown. Meine Damen und Herren, gehen Sie an Ihre Dinosaurier. 5, 4, 3, 2, 1. Nimmt man jetzt mehrere Einheiten? Ja, ne? Du, ich hab echt. Ihr könnt alle, vielleicht Regie, sagt das den Leuten nochmal, dass sie alle Punkte aufbrauchen können. Wie sie das machen, Scheiße, ist jetzt erstmal ihre Sache. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, ich raff's nicht, diese Aufgabe anzugehen. Ich finde Florentin super, weil er einfach total ganz anders rangeht. Er versucht, den Gegner einzukreisen erstmal. Habt ihr Fragen, liebe Menschen? Nein, wir müssen jetzt erstmal 15 Minuten brauchen wir, um das hier zu verstehen. Ja, habt ihr noch 5 Minuten, um dann schnell Einheiten reinzu. Wir können ja nebenbei viele Einheiten erzählen. Also, die Jury sagte uns eine Einheit. Es ist natürlich theoretisch möglich, dass ihr auch innerhalb dieses Budgets mehrere Einheiten baut. Da muss jetzt die Regie noch mal was dazu sagen, ob das auch gestattet ist, weil in der Regel steht eigentlich ein Monster. Grundsätzlich funktioniert es so, ihr habt halt unten rechts euer Budget. Da müsst ihr natürlich dann maximal 10.000 haben. Wenn ihr mehr habt, müsst ihr was abbauen. Wenn ihr dann in den Editor selber geht, das sehen wir jetzt ja zum Beispiel bei Krogi, glaube ich, gerade eben, da könnt ihr dann eben aus verschiedenen Tieren auswählen oder okay, Regie sagt nur ein Monster. Und da seht ihr bei Limbs, genau, wo Krogi gerade ist, da könnt ihr, wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr eben verschiedene Gliedmaßen, Hände, Füße und so weiter. Und dann fangt ihr am besten mit einer Basis an. Also die Beine, die tragen das ja. Es gibt theoretisch auch Roboter, die ihr nehmen könnt. Und dann müsst ihr eben zusehen, wie ihr das am besten bastelt. Ja, ich wollte nur noch hinzufügen, dass wir wirklich kurz mal eine Info brauchen, ob es um eine Kreatur geht, weil man ja beide Wege gehen kann. Oder ob es sogar egal ist, vielleicht der eine baut an einem Monster rum und der andere baut eine Armee. Beides. Es geht um ein Monster. Okay, das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung, weil der eine oder andere von euch ja schon so ein bisschen mehrere Einheiten hingebaut hat. Ihr könnt ja allerdings die Einheit dann auch vergrößern und dann noch Sachen dranpacken. Ihr müsst aber mit einer Einheit arbeiten. Okay, okay. Das ist wichtig. Das Vergrößern, habt ihr schon rausgefunden, wie das geht mit dem Vergrößern? Ja, Mann, schau dir mal an! Hat das gerade gemacht. Vielleicht ist sie ein guter Kollege und sagt, wie es geht. Wie hast du das gemacht? Nee. Ist dein gutes Recht. Ist dein gutes Recht. Ist dein gutes Recht, ja. Also es ist eigentlich relativ selbstverständlich, alt gedrückt halten und Mausrad. Also ein Klassiker. Ah, ja, das ist wirklich ein Klassiker. Okay. Ja. Aber das war jetzt mein einziger Vorteil, den ich euch geschenkt habe. Wird das wieder nicht teurer? Doch, wird, glaube ich, teurer. Aber ich verstehe doch nicht, wie man da jetzt Sachen ranpappt und so. Moment. Verwirrend. Ich finde, am besten macht das im Moment noch der Florentin, weil der baut eine ganze Geschichte. Ne? Der hat gerade so ein Märchenbuch, eine Märchenwelt erschaffen, Moment, in der Alps jetzt Scroll? Dieses Abenteuer und dann zum Reinen spielt. Aber die Scale macht es nicht größer. Er macht es nicht teurer. Ich glaube, du musst ihn einmal vorher auswählen noch. Oh Gott, der kann umkippen. Okay, Florentin packt jetzt die Flügel des Drachen mit. Ich nehme an, das sind Raketenwerfer. Janina den dreiköpfigen, fünfköpfigen Drachen immer größer macht. Wie viele Köpfe hat er denn? Fünf. Sechs. Nee, sechs, okay, ich sehe schon, es werden immer mehr. Was, ich hab Geld. Ich weiß halt nicht, was man sonst macht, was so viel Schaden macht. Glases, die also machen auf jeden Fall Style. Ist aber wirklich viel, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Ne? Ja. Da kannst du ja wirklich eine Menge dran basteln. Da sind 20 Minuten Bauzeit eigentlich fast schon optimistisch. Sonnenbrille. Aber der Gegner hat natürlich auch mächtige Waffen. Also der hat auch ein großes Budget zur Verfügung gehabt. Wir sehen natürlich jetzt bei Janina, sie hat dort noch diese ganzen kleinen Schlüpflinge daneben gesetzt. Das ist natürlich jetzt eine, verboten. Genau, eine Armee, das ist verboten. Es geht um eine einzelne Einheit. Und vielleicht noch auch für euch, es geht um den ersten Kampf. Ihr werdet also nicht mehrere Möglichkeiten haben, sondern einen Hut vielleicht. Man kann es gar nicht einschätzen. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen der Spaß, ne? Dass wir am Ende gucken, wer hält am längsten durch oder gewinnt sogar. Okay. Wie kann man das denn drehen? Oh, cool. Der Krogi macht das auch sehr interessant. Schau mal, der Krogi macht hier eigentlich nur eine Basis für diverse Waffensysteme. Mhm. Auch unterschiedliche Ansätze, ne? So, Florentin fusioniert, Krogi rein technisch und was? Ja, Nina, ich weiß immer noch nicht, was das sein soll, aber du bist so ein bisschen biologisch. Du bist so Dr. Mabuse oder du machst genetische Frankenstein-Mutationen. Irgendwas blutet da auch schon immens. Was ist da eigentlich passiert? Ja, der ist mir runtergefallen. Beißen die sich gegenseitig die Köpfe fest? Nee, also der ist mir runtergefallen. Es gibt ja so ein Gesetz der Biologie, dass gewisse Lebensformen nicht größer werden können, weil irgendwann das Gewicht nicht mehr
getragen werden kann. Aber kann der jetzt nicht mehr angreifen? Wieso setzt denn der seine Sonnenbrille nicht mehr auf, sag mal? Es sieht so aus, als hätte er zu viele Köpfe. Wenn er sie nicht heben kann, Janina, dann ist es maximal ein. Ich kann es nicht mehr löschen. Doch, du kannst es rückgängig machen. Rechtsklick geht nicht mehr. Oben links siehst du Pfeile, ja, immer Pfeil auf die Pfeile. Genau. Ich lösche jetzt alles dann. Nee, du löscht nur das also, Letzte, was du gemacht hast. Der hat ja viele Köpfe. Wenn du das so startest, sieht es für mich aus, als ob ihn das Gewicht der vielen Köpfe einfach nach unten reißt. Ja, das ist das auch mein. Das siehst du genauso. Es gibt ja schon eine gewisse Physik-Engine in diesem Spiel. Es muss machbar sein. Okay, alles klar. 13 Minuten Bauzeit. Habt ihr noch ein kleiner Tipp? Auch nur als Idee. Oh, was macht der Krogi? Macht tolle Sachen da. Aber dieser Mecha-Godzilla, der hat diese vier Laserwaffen. Jetzt frage ich mich gerade, wir haben ihn ja noch nicht in Aktion gesehen. Mhm. Wenn der schießt, vielleicht die Kamera noch nicht so haut das ja dann die eigene Einheit ganz nach hinten oder so. Vielleicht braucht man etwas gegen diese Waffe, damit die einen nicht so wegballert. Ich bin mir nicht sicher, wie die gleich sich zeigen wird im Kampf. Ja, das wissen wir alle nicht. Man Raketen muss ist eine sich gute Idee. Auf das Unbekannte einlassen. Wir sehen ja auch bei Krogi wieder zwei Einheiten. Also du musst dich natürlich auf dann auch eine wieder entscheiden. Ja, ich mache die hier unterschiedliche. Genau, okay. Das ist okay. Ich guck, was geht. Ja. Das ist okay. Eine muss am Ende übrig bleiben, dann auch kurz ist es okay. Testen. Also sehr interessante Ansätze, finde ich. Ja, insbesondere die Raketen, die auf den Boden zielen. Man kennt das von 12. Johnny Gucker. Janina hat sich einfach für den großen, nackten Mann ich im Tanga entschieden. Das ist okay, aber vielleicht da jetzt noch ein paar Sachen so dran. Richtig wieder. Ja, aber wie verstehst du es mit den Sachen dran noch nicht so? Florentin macht ja was Smartes. Und zwar baut er natürlich erstmal ganz klar eine Lore auf. Also das ist ein bisschen der Hobbit-mäßig. Der Drache sitzt in der Burg und umzingelt von schönen Bäumen. Und was er natürlich jetzt macht, ist, dieser T-Rex kann natürlich nicht aus seinem steinernen Gefängnis, aber Florentin hat eine Flugeinheit, die könnte natürlich theoretisch über diesem T-Rex kreisen und einfach ihre tödliche Fracht abwerfen. Ja. Ob das funktioniert, Simon? Es könnte funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Bauwerke aushalten, ob sie sich wehren können. Ne? Ob sie ihn in diesem Gefängnis halten können. Nee. Theoretisch könnte man auch drüber diskutieren. Ich würde es aber gerne so lassen, aber man kann drüber diskutieren, ob dieses Platzieren der ganzen Gegenstände nicht auch in gewisser Weise regelwidrig ist. Ich persönlich würde aber sagen, das lassen wir durchgehen, weil es keine aktiven Waffen sind, sondern einfach nur Deko-Elemente, die zufälligerweise dem Kampf im Weg stehen. Ja, aber also die Kreativität ist ja auch eine Waffe und wenn Florentin diese einzusetzen weiß, was spricht denn dagegen? Ich habe es laut ausgesprochen, Janina. Janina fängt jetzt aber auch an, eine Mauer zu bauen. Wollte ich gerade sagen, sie macht den Walter Ulbricht jetzt, sie baut einfach das arme Geschöpf ein. Aber auch, also da ist die Mauer einfach nicht hoch genug, würde ich sagen. Das ist schon. Ist hoch genug. Die ist hoch genug. Das haben schon andere gedacht. Niemand hat die Mauer eine Absicht zu errichten. Okay. Und, oh, da wackeln die Flügel jetzt. Er hat zu viele Raketenwerfer auf den Flügel des armen Flugdrachens draufgehauen. Das gibt eine Begrenzung. Das haben wir bei den Köpfen ja gesehen, beim Drachen und Janina. Und vielleicht wird's auch Krogi, ernsthaft. Was? Ja. Was? Nein, was soll das? Ich kann's nicht verraten. Ich habe einen super Plan. Ich darf's nicht verraten. Ich kann's nicht verraten. Es sieht obszön aus. Ich kann es nicht verraten. Okay. Krogi macht irgendwas ganz Seltsames, aber es sieht interessant aus. Baust du da ein MMORPG, Florentin? Er investiert die Hälfte der Bauzeit in Bäume. Ja. Oh nein. Bäume und Burgen. Ich bin sehr gespannt, ob das eine Taktik ist, ob das eine Winning-Taktik ist oder ob wir gleich einfach sehen, wie dieses Vieh sich mit einem Schuss befreit und dann Janina und Florentin eigentlich die Zeit falsch investiert haben. Aber sagen wir mal ehrlich, bei Krogi sieht es auch nicht so aus, als ob der irgendeinen Plan verfolgt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber es ist schon, sagen wir ehrlich, es ist ein gigantischer Kopfpenis. Wir brauchen auch nicht drum herum reden. Oh, jetzt hat er noch. Was ist denn da noch dran? Mann, jetzt wachst zusammen! Du baust einen Anker. Kann das ich auch sag's drehen, dir. Drehen, ey, irgendwie? Kann man die Kamera drehen? Okay, ich weiß, was seine Idee ist. Er möchte diese Monster verbinden, sodass sie als eine Einheit zählen. Verdammt, das ist eine gute Idee. Kannst du die Kamera drehen? Ist das regelwidrig oder kann man das durchgehen lassen? Also, du kannst diese Monster natürlich verbinden. Das Problem ist, ich glaube, er hätte früher damit anfangen müssen. Und du kannst ja dann auch, wenn du eine Basis setzt. Das geht theoretisch. Ich muss sagen, ich halte es für eine der genialsten Betrugsversuche, die wir hier hatten bisher. Weil wir könnten ihm wahrscheinlich nichts gegen sagen, wenn er das jetzt schafft.
Der Krogi, meine ich. Was er jetzt macht, das ist das, was ich meine. Ah. Also du kannst natürlich mit so einer Basis die dann auch verknüpfen. Ich würde gerne mal die Gedanken des T-Rexes hören, der jetzt dabei zusieht, wie sein Gegner entsteht, was der sich dabei denkt, ob er sich kaputt lacht oder wirklich schon Sorgenfalten auf der Stirn hat. Also bei beiden sieht er ja nichts. Bei dem einen sieht er den Baum voll lauter Wäldern nicht und rechts wird die Mauer langsam hoch. So muss sich der Osten damals gefühlt haben. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Mauer kann schon zerstört werden. Moment, was wird denn jetzt von Janina noch auf die Mauer gebaut? Was das ist eventuell regelwidrig. Was ist hier regelwidrig? Baust du da, sind es ein Boxhandschuh? Versuchst du da Boxhandschuhe auf die Mauer zu bauen? Nein. Also ganz kurz nochmal für euch, ne? Wenn der T-Rex besiegt wird, dann gewinnt natürlich derjenige, der ihn am schnellsten besiegt hat. Wenn ihr den T-Rex jetzt einbaut, und das geht insbesondere an Florentin und Janina rein, dann kann das natürlich sein, dass ihr vielleicht überlebt, aber ein Krogmann, der jetzt vielleicht sagt, ich stelle mich dem Kampf, der hat dann schon recht zügig auch gewonnen. So. Kann das gar nicht einschätzen irgendwie so, weil wenn man keinen Testlauf hat, ich weiß überhaupt nicht, was ich da sind bauen soll. Ob das nur mehr verhindert, als dass es hilft. Wir werden es erleben. Aber Florentin, füllst du jetzt einfach den Rest mit Kürbissen? Nein. Halt mal auf zuzugucken. So. Naja, wir müssen es ja auch ein bisschen kommentieren. Es sieht aus, als ob du Käse verteilst in dem Land. Aber gut. Währenddessen hat Janina jetzt aber auch sich wieder an den Mac gemacht. Was baust du da gerade ran? Weil ich kann das Machine Gun. Machine Gun, okay. Ja. Der hat schon zwei sehr kleine Beine, ne? Da wird immer noch drauf gehauen. Das ist wie wenn du schon. Ja, was soll ich machen? Irgendwas muss ich ja bauen. Das wie, so sieht der Paketmann, der bei mir sich immer weigert, die Pakete hochzubringen. So sieht der teilweise aus, wenn der die ganzen Sachen in der Hand hält. Hat auch von Death Stranding ein bisschen was. Jetzt auch vorne noch so ein Riesending. Entschuldigung. Wir wissen halt, was du da gedacht hast. Nee, der ist vielleicht ein bisschen zu viel auch. Oh, vielleicht mehr so klein. Aber er steht. Also den Stehtest hat Janina, die komische Kreation, die sie da gebaut hat, schon mal bestanden. Wohingegen sieht man bei Florentin gar nichts mehr. Der und steht immer. Krogi, hast du das mittlerweile geschafft, was du wolltest? Nein. Was zum Teufel aber macht Florentin da? Neue Idee. Was ist der Plan? Weil er hat ja wirklich nur einen Drachen hingesetzt, hat dem da einfach absurd viel Feuerkraft auf die zarten Flügel gewämst. Ob der fliegen kann überhaupt? Nee, der denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, die Natur hat mich doch schon an die Grenze des Machbaren konstruiert. Wie soll ich denn das jetzt noch tragen? Mir fällt auf, dass Florentin so viel bauen könnte, wie er will, weil das nichts kostet. Ja. 7.400 hat er ausgegeben und es wird ihm kommt nichts dazu. Hör auf jetzt. Guck hier nicht hin. Er will natürlich jetzt ganz klar, also seine Taktik ist Zeit. Aber ich sag's nochmal, das kann natürlich funktionieren. Man muss darauf hoffen, dass Janina und Krogmann dann den Kampf nicht gewinnen. Weil wenn jetzt Krogmanns fantastische Kreation mit einem Pimmelhieb den T-Rex tötet. Hey, das ist wie so ein Kopftentakel. Was baust du da ran immer? Was Plasma, sind das für? Plasmakanonen. Ja, jetzt frage ich mich, wie sie sich bewegen können, die Plasmakanonen. Wie können die zielen? Das weiß ich auch nicht. Du musst ja davon ausgehen, dass die auch irgendwo treffen müssen. Aber es ist interessant. Jeder hat seine eigene Art zu betrügen. Und ich hätte das nicht erwartet. Sparkles! Noch knapp 6 Minuten noch übrigens für euch. Ihr müsstet dann natürlich auch fertig sein. Nochmal ganz kurz, wir müssen dann ja auch streng sein. Wenn ihr mehr als eine Einheit habt, wenn der Timer auf Null ist, habt ihr natürlich verloren. Ihr dürft dann gerne den Kampf noch starten, aber außerhalb der Konkurrenz. Deswegen auch nochmal der Hinweis, insbesondere an Krogi, wenn das jetzt nicht funktioniert. Musst du rechtzeitig. Ich hab eine Einheit. Schau, es ist eine Einheit. Wie zoomst du ran? Das ist gut. Ich finde auch die Chronologie so gut. Janina baut die Mauer und Krogi hat eine Einheit. Ich kann nicht ranzoomen. Findet ihr meinen T-Rex? Den habe ich bestimmt, ja. Wobei man sagen muss, bei Krogi, guter Einheitsgag übrigens, aber bei Krogi, er baut ja fast die Mauer aus Köpfen. Also er baut auch eine Mauer, aber er baut den Feind einfach mit der eigenen Einheit ein. Er mauert ihn ein. Also es ist total interessant zu sehen, oh, jetzt kommen die Raketenwerfer noch, wer vor allen Dingen auch die meiste Kohle ausgibt. Bisher scheint 7.500 ungefähr die Grenze zu sein. Mehr passt einfach scheinbar nicht auf die Wesen drauf. Krogi hat noch richtig Zeit. Also Geld. Krogis Taktik ist wirklich ganz interessant. Er versucht natürlich durch diesen seltsamen Aal den Feind einzumauern und dann aber Schlangenkopf, okay. Ja. Ai, ai, ai. Und
Und dann kann er natürlich von allen Seiten feuern. Er feuert natürlich auch auf sich selbst, dann ist ja klar. Aber Kroi, also nur, ja? Also, du musst, wenn du den Schlangenkopf an den Schlangenkopf machst, dann kann der zweite Schlangenkopf ja nicht mehr aufgehen, weil der ja schon einen Schlangenkopf hat. Nee, aber die Basis ist da. Die Basis ist da. Der hat einen guten Rücken. Ich bin gespannt. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, dass sich das bewegt, um ehrlich zu sein. Aber wir wissen es auch nicht. Ja, ne? wir wissen nicht, was passiert. Es kann alles passieren. Ich liebe es, dass es drei komplett unterschiedliche Ansätze sind. Völliger Wahnsinn hier. Aber ich guck's mir auch gerne an. Hättest du denn schon sowas wie einen Favoriten? Könntest du einen Favoriten aus diesem Chaos wählen? Also, es ist unglaublich schwer zu sagen. Ich glaube, dass Florentins Drache einfach nicht abheben kann. Ich glaube auch das. Das ich, wird eng. Ich kann mir vorstellen, dass der Kampf von Krogi innerhalb von 2 Sekunden vorbei ist. Und bei Janina bin ich mir nicht ganz sicher, was passieren wird. Oh. Ich glaube, der einzige Kampf, der wirklich so lange geht, dass man keine Zeitlupe braucht, um zu verstehen, was geschehen ist, ist Florentin, weil einfach die ganzen Bauteile werden durcheinander gewirbelt werden und unter einem riesigen Schutthaufen wird irgendwas passieren. Das Einzige, was Florentin in die Knie bringt, ist die Framerate. Da sind uns, glaube ich, alle einig. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Janina macht es ja irgendwie eigentlich ganz gut mit diesem großen Mac, der ja steht. Der scheint zu stehen, der scheint zumindest sich kurz drehen und ballern zu können. Und er ist auch größer als also von der reinen Größe würde ich sagen, sie hat eine Chance. Bei Krogi hängt es echt davon ab, ob diese seltsame Geschichte sich überhaupt bewegt. Es kommt aber halt nicht auf die Größe an, das wissen wir, ne? Ja, aber du hast schon Technik an auch. Ja, du hast auch Technik. Ja, aber da, Thema Technik, das ist halt bei dir, Janina, du hast, glaube ich, den Mac halt so ein bisschen weggedreht. Du bietest dem T-Rex Flanke an. Ich kann ihn nicht mehr drehen. Nein, ich weiß, das ist natürlich direkt zu Beginn gemacht worden, dieser Fehler. Du hättest natürlich ihn einfach anders ausrichten müssen. Das ist wie wenn du so einen Mac in einem Hangar baust und dann merkst, fuck, wir kriegen den nicht zur Tür raus. Einfach, wir haben den falsch geplant. Ja, da muss der Hangar gehen. Ja, ich bin fertig. Gut, die anderen haben noch 2,5 Minuten. Janina sagt, sie ist fertig. Du kannst natürlich jetzt noch ein paar Bäume bauen oder generell einfach. Ich habe schon ein bisschen dekoriert auch. Sehr schön. Oh, ich krieg gerade eine sehr interessante Info. Oh, das könnte sehr interessant werden. Und zwar, Moment, der Florentin. Der spielt hier gerade in Team 2. Ich bin mir nicht sicher, ob das gewollt ist oder ob das ein Fehler ist. Denn wir sind ja eigentlich im Team 1. Und Team 2 ist ja der Gegner. Also, es kann aber sein, dass Florentin ja auch gerade die Gebäude baut. Wichtig wäre, wo ist das Vieh? Sind nicht alle bei Team 2 gestartet? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich dachte Team 1. Das müssen wir auf jeden Fall kurz klären, weil sonst könnte es natürlich sein, dass Florentin quasi gar nicht mitspielen kann, weil. Ja, da müsst ihr mal bitte einmal ganz kurz unten rechts auf das Dropdown-Menü da oder Drop-Up-Menü. Genau. Da kannst du draufklicken, ja. Da müssen wir einmal wirklich gucken. Da weiß ich nicht genau, was die Regie eingestellt hat. Das müssen die Zugehörigen. Also, es geht ja nur um Florentin. Bei den ganzen Gegenständen ist es ja nicht schlimm, dass die vielleicht noch Geld zum Team 2 gehören. Aber bei dem Drachen würde ich dann schon vorsichtig sein. Florentin, bist du sicher, dass dein Drache in Team 1 ist? Nein, ich bin überhaupt nicht sicher. Ich habe nichts verändert von den Einstellungen. Du hast doch nichts geändert. Das ist schwierig jetzt. Hat die Regie den Drachen auf Team 2 oder auf Team 1 gesetzt? Weil das wäre auch nicht deine Schuld, aber wir müssen es. Ah, okay. Gut. Okay, das heißt, Florentin muss jetzt einmal auf Team 2 gehen. Und so wie es war. Team 2? Geh mal auf Team 2, bitte. Okay, es scheint mir so, als wenn du den Drachen da, also dieses Fluggerät, schon auf Team 2 gebaut hättest, nehme ich mal an. Das heißt, du hast vermutlich einfach zwischendurch einmal in deinem Bauwahn das Team gewechselt. Das kann sein, ja. Könnte man denn nicht einfach den Gegner zu Team 1 machen? Damit man beide gegeneinander ganz normal kämpfen. Also, warte mal, wenn du jetzt auf Team 1, geh mal auf Team 1. Wir werden das auf jeden Fall beheben können. Kann auch sein, dass das. Ach, das. Okay, ist alles gut, Florentin. Du hast nur in 2 Teams gebaut. Ja. Nee, also doch, Team 2 ist ja der Drache. Könnt ihr erkennen? Nee, ich glaube, Team 1 ist der Drache. Team 2 sind die Gegenstände. Was? Genau. Ach, Team 1 ist der Laser. Du musst einmal, Florentin, einmal auf Team 1 gehen, bitte. Genau. Und einmal. Zur Verständigung, wenn einmal Krogi oder Janina, wenn ihr auch einmal ganz kurz auf Team 2 switchen könntet, dann würde man wahrscheinlich sehen, ihr habt da eine andere, da könnt ihr wieder zurückgehen. Ich wollte mal sehen, ob ihr die gleiche Zahl habt wie Florentin, aber es ist nicht die gleiche Zahl. Nee, aber ihr habt ja eben auch unterschiedliche Wege gebaut. Wichtig ist nur, dass wir kämpfen können. Sollte es jetzt nicht gehen, werden wir uns noch darum kümmern, dass das bei Florentin dann fair verläuft. Sollte es jetzt nicht gehen. Aber wir probieren es jetzt mal aus, wer von euch am längsten überlebt, sofern das Spiel überhaupt startet.
Andersrum, Top. Oder? Wer am schnellsten killt. Wer am schnellsten, ja, am längsten überlebt, nee, ist ja im Grunde das Selbste. Wer am schnellsten killt. Ich glaube, ihr werdet ihn, keiner von euch wird ihn killen. Come Frage on. Ist, wer überlebt. Come on. Will noch mal vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt, will noch jeder einmal kurz seine Strategie erläutern. Gerne. Vielleicht, Florentin, fängst du mal kurz an. Ein Satz zum Meisterwerk. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass solche Geländesachen kein Geld kosten. Deswegen dachte ich, ich baue den einfach ein, sodass er sich nicht bewegen kann, sodass ich zumindest schon mal am längsten überlebe. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, wenn er sich nicht bewegen kann, wie kann ich trotzdem Schaden machen? Natürlich aus der Luft mit vielen Raketenwerfern. Nils, ich habe deine scharfe Kritik gehört. Allerdings, was vielleicht für mich spricht, ist, dass ich hier Triebwerke hingebaut habe an den Drachen. Leider weiß ich nicht genau, ob die in die richtige Richtung zeigen, weil ich leider so gut wie keine Kontrolle habe über Zoom und wo genau die hin zeigen. Aber da stand Uplift, von daher dachte ich, vielleicht ist es eine Möglichkeit. Ich habe eine Menge Raketenwerfer. Mal schauen, was passiert. Sehr, sehr interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade so ein bisschen im völligen Blindflug, weil ich hatte nämlich irgendwie das Gefühl, als ihr gestartet habt, dass da Team 2 bei euch allen stand. Deswegen war ich sehr verwirrt und wusste nicht, wer jetzt wie umgeschaltet hat. Regie sagt, Drache ist auf Team 2, dann müsstet ihr auf Team 1 bauen, damit die auch gegeneinander kämpfen. Ich hoffe mal, das passt. Janina, was hast du dir denn gedacht bei deiner Konstruktion? Ich habe ja am Anfang ein bisschen rumprobiert und bin dann gegangen auf weniger ist mehr. Das heißt, ich habe den Boss-Mechatron hingestellt, den auf das Höchste, was geht, gescaled und noch ein paar Sachen rangebaut, damit er noch steht, damit er funktioniert. Dann habe ich es ein bisschen Halloween-hübschig gemacht, den anderen eigentlich nur so minimal, so ein bisschen kleine Traps, wahrscheinlich läuft er durch. Aber dass es so ein bisschen hakelt, weil ich brauche ja nur eine Sekunde, man sieht es eigentlich gar nicht so richtig, was ich dran gebaut habe, weil hier sind Sachen auf Sachen, Feuer. Und um den anderen ein bisschen so zu harassen und herunterzureden, habe ich ihm eine Weihnachtsmütze und eine Sonnenbrille aufgesetzt, damit das Teamgefühl für ihn runtersinkt. Dass er sich denkt, Mann, sau peinlich. So kann ich mich nicht zeigen vor 10.000 Live-Zuschauern auf Rocket Beans TV. In der Zeit wurde er zermalmt. Ist eine gute Idee, ist natürlich aber ein Eingriff in die gegnerische Anatomie. Das ist eigentlich nicht erlaubt. In dem Fall dürfte es keine Änderung im Gameplay hervorrufen. Aber ansonsten wäre das natürlich ein Ausschlusskriterium. Ja. Gut. Dann haben wir natürlich noch den Krogi, der hat, wie heißt dieser Film hier, Human Centipede, hat er versucht nachzubauen. Allerdings in der Vin Diesel-Action-Version. So sieht's aus. The Rock als Human Centipede. Ich habe daran wirklich ein bisschen gedacht. Ursprünglich hatte ich vor, ihr habt ja gesehen, dass ich mehrere Basen habe und die dann verbinde. Das ging aber nicht. Und dann ist mir die Idee gekommen, Mensch, ich könnte doch einfach mit Köpfen und mit Masse so viel bauen, dass ich einfach genug Fläche habe, um dieses Monster zu umzingeln und dann einfach mit geballter, ja, Waffenkraft vielleicht zu zerstören. Hier, das ist eigentlich meine Geheimwaffe, hier die Faust. Einfach die Faust von unten, dass er hochgebumst wird und dann die Raketen von unten ran. Vielleicht reicht's. Also einfach viel, habe ich mir gedacht. Okay. Wir müssen jetzt mal ganz kurz Folgendes einmal nochmal überprüfen, damit wir vor dem Kampf jetzt auch sicher sind und da nichts Falsches passiert. Mir ist es ein Bedürfnis, wirklich nochmal einmal zu gucken, ob die Teamzugehörigkeit auch stimmt. Nochmal, hat im Chat gelesen. Ich hatte vorhin irgendwie das Gefühl, ihr wart alle zu Beginn Team 2. Möglicherweise habt ihr durch das Zurücksetzen oder so dort irgendetwas verändert. Lasst uns das einmal der Reihe noch bitte einmal kurz überprüfen. Vielleicht können wir, während ihr da versucht, das rauszufinden, vielleicht gibt es auch jemanden, der euch noch helfen kann aus der Regie, der inhaltlich involviert ist. Und dann können wir jetzt anfangen mit Florentin, der also sein Flugdrachen namens Florentin? Paul. Namens Paul, der Flugdrache. Namens Paul mit diversen Enhancements ausgestattet. Cyberpunk Paul. Und der Kampf findet in dieser sehr statisch realistischen Fantasy-Welt, kann man schon sagen. ganz wichtig jetzt, es kann in Sekundenschnelle vorbei sein, also die Regie muss schnelle Finger haben und den Kampf dann dementsprechend auch stoppen, wenn er vorbei ist. Ich würde einfach mal sagen, los. Auf die Plätze, fertig, los, Routine. So wie es ist, drücke ich auf Start, okay? Ja. Hallo, sorry. Zurück. Entschuldigung, ich wollte mir nur so mal sicher gehen. Zähl noch mal ein, dann drücke ich auf Start, wenn du das Signal gibst. Er hebt doch nicht. Und los. Was? Ja, okay. Nee. Ja, nein. Aber für den T-Rex. Der T-Rex hat gewonnen. Aber ganz kurz.
Der T-Rex hat gewonnen. Das ist insofern völlig in Ordnung. Das können wir so gelten lassen, weil du hast jetzt einfach nur auf Seiten des T-Rexes gekämpft. Aber wir haben ja gesehen, was passiert ist. Für dein Ego ist es okay. Aber der Flugdrache ist zerschellt. Aber das ging auch schnell. Da hat ein Schuss und eine Salve gereicht. Hast du gedacht, dass das so passieren wird? Also ich bin stolz, dass er überhaupt abgehoben ist. Das hätte ich erstmal nicht gedacht. Ich glaube, da sind auch einige Schüsse gefallen in die richtige Richtung, aber leider nicht so ideal gelaufen. Ey, du baust ja noch. Wenn du jetzt noch, ich baue nicht. Florentin, wenn du jetzt noch was ändern könntest beim zweiten Mal, was wäre jetzt daraus dein Learning? Was mehr Triebwerke, noch mehr Höhe, damit ich mehr Schaden von oben machen kann. Okay. Aber man lernt nicht aus. Nächstes die Evolution Mal. Hat auch mehrere Milliarden Jahre gebraucht. Das ist wahr, das war Versuch 1. Ja, genau. Von, okay. Gut, wer traut sich denn jetzt? Was war das jetzt? Ich muss den T-Rex neu bauen. Ja, 5 Sekunden. Okay, 5 Sekunden. Bisschen mehr als 5 Sekunden. Ja, der Chat hat mich gerade gesagt, einfach den T-Rex löschen und im Team 3 oder 4 oder 5 neu spawnen. Der ist hier. Ey, aber steht doch eigentlich ganz gut. Ey, steht super. Okay. Wir können meinetwegen starten. Okay, ja? Moment, Vollbild und dann kannst du gerne starten. Wir zählen dich ein. Nils, möchtest du? 3, 2, 1, Start. Okay. Was ist das schon wieder? Oh, das waren 3! Das waren 3 Sekunden! 3 Sekunden! Warte, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Ich habe das Gefühl, dass sich dein Wesen hat sich selbst irgendwie umgebracht. Ich glaube auch. Es ist implodiert, explodiert, hat sich ausradiert. Das ist ja absolut enttäuschend. Ja. Also wahrscheinlich, wenn du einen Kaktus dahingestellt hättest, hätte der länger überlebt. Ja, absolut enttäuscht. Als das, was oh hier Gott, gerade. Oh mein Gott, das ist eine Täuschung. Alter. Okay. Und schon zeigt sich, dass Tini den Gegner so vollgestellt hat. Hat sie wie in so einem, in einem vollgestellten, zugemüllten Raum. Ja. Da kannst du auch nicht gut kämpfen. Ne? Nee, hat das sich direkt bewahrheitet. Ich glaube, krass. Ich weiß nicht, wann also die Regie die Zeit gut gestoppt haben. Auf jeden Fall liegt Florentin vorne jetzt mit 5, noch was Sekunden. Da brauchen wir so eine Libelle als Richter, die das wirklich genau sagen kann, weil das so schnell geht hier. Okay, damit bleibt ja nur noch Janina. Hast du denn das Problem? Ich glaube, wir haben es gelöst. Okay. Also ich habe ja einmal Hilfe bekommen und jetzt wurde der T-Rex neu gesetzt in Team 2 und deswegen. Okay. Okay. Ah. Moment. Ja. Willst du da noch was bauen oder? Nein, der hat mir wurde es weggeklickt und ich habe das Fenster wieder hier. Als ob dir diese Panzersperre jetzt helfen würde. Okay. Hallo. Dann würde ich sagen, zähle ich dich ein. Ja. 3 runter. Bei 0 kannst du drücken. Okay. 3, 2, 1, 0. Bin ich aufgeregt. Wow, what? Was da? Oh, ist er komplett? Yeah. Sogar noch weniger. Das war 1,2 oder 2,8 oder so. Er hat ja nicht mal angefangen. Da rollt der große Kürbis auf dem Bild. Hammer. Ich check das überhaupt nicht. Das ist ja nur wundervoll. Was? Was für eine Verschwendung von Lebenszeit hier. Oh, wie gut. Hä? Drück ruhig nochmal. Genau. Ah, okay, es wird ja, einfach. Der lasert dich instant weg. Alter. Ja, okay. Das ist ja also, nur geil. Das ist ein meine scheiß Gegner. Mauer hätte geholfen. Da hätte man wahrscheinlich einmal wirklich gucken müssen, wie krass der Laser eigentlich ist. Ne? Weil das ist, das kann ja keiner berechnen. Aber irgendwie ist es cool. Wir haben einen klaren Gewinner mit mehr als 2 Sekunden Vorsprung. Wieder mal. Er hat es wieder mal gecheased. Herzlichen Glückwunsch für einen Punkt aus Runde 1. Wir wollen noch mal ganz kurz auch die Zeiten nebeneinander stellen. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr könnt gerne ruhig noch weiter starten und durchlaufen lassen. Ja, macht das aus Spaß. Macht das ruhig mal. Das sieht immer wieder gut aus. Ich würde ganz gerne einmal noch mal die finalen Zeiten auch zwischen Platz 2 und Platz 3 einfach, dass wir mal sehen, wie da die weiteren Plätze noch sind. Ich glaube, wir hatten bei Krogi noch ein bisschen mehr Zeit als bei Janina oder war das andersrum? Alter, ich glaube, am besten wäre es gewesen. Gleichzeitig, ne? Ah, Janina hatte 3,4 und Krogi 3,6 Sekunden. Das heißt, der zweite Platz geht an Krogi. Ich glaube, das Beste wäre gewesen, sich einfach nur hinter den T-Rex zu verstecken. Ja. Also, einfach dadurch, dass sie sich konfrontativ gegenüberstehen, ist schon direkt ist das Spiel sofort entschieden worden. Ja, das wäre smart gewesen, die Positionierung direkt am Beginn mit einfließen zu lassen. Das sehen wir nämlich bei Florentin im Grunde genau das. Der T-Rex guckt nach rechts. Aber der Drache kommt von links. Und das sind die entscheidenden 2 Sekunden gewesen. Ja. Wisst ihr, was ich mache? Ich place da jetzt mal ganz viel von anderen Units. Es ist zu spät. Du musst aufgeben. Ich weiß doch. Ich meine doch nur so fürs Gucken. Also, wir halten fest, Florentin gewinnt Spiel 1. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist nur der erste Aufgalopp. Denn wir nehmen jetzt richtig Fahrt auf und wir haben noch lange nicht entschieden,
wer hier heute gewinnen wird, Simon. Nee, wir haben natürlich auch noch weitere Spiele. 3 an der Zahl, freut euch drauf. Jetzt aber erstmal kurz Werbung. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier mit Tow Truck Simulator. Bis dann. Herzlich willkommen zurück in die Tonne Challenge, Ausgabe 3, heute mit Florentin, Janina und Krogi. Nach Spiel 1 steht es 1:0 für Florentin. Richtig. Mit 2 Sekunden nur, also wirklich ein Herzschlagfinale, das wir da gesehen haben. Wie fandest du's? Ich fand's fantastisch. 20 Minuten Vorbereitung für 5 Sekunden, so ist mein Sohn entstanden und so entstehen auch große Siege wie der von Florentin. Ich gratuliere, aber ob was? Ready. Regie ist ready, wollen sie dir sagen. Okay. Ready! Ready. Ready für Spiel 2. Das ist schön, dass ihr das sagt. Wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten, um was es sich dabei handelt. Das ist Spiel 2. Berufssimulationen erfreuen sich seit einiger Zeit reger Beliebtheit. Doch wir lassen unsere Kandidaten nicht etwa Spielplätze reinigen oder Farmen in den Ruin treiben, sondern sie werden heute zu den Robin Hoods der Straßen. Abschleppwagenfahrer. Du mir sagst, danke Schwein, Robin! Ja, vielleicht. Ein Mercedes steht auf dem Gehweg oder ein Sportwagen ist auf dem Behindertenparkplatz. Was ist das? Da kommen unsere SpielerInnen ins Spiel, die sich wagemutig in ihren gelben Wagen schwingen und gegen das Unrecht kämpfen. Naja, wären da nicht die Grafikprobleme, die fiddelige Steuerung und das Problem, überhaupt ein Auto zu finden, was auf den Anhänger passt? Wird schon irgendwie. Wer am Ende die meisten Autos abschleppt, gewinnt. Immerhin verschwinden die Autos, sobald man sie auflädt. Wer hat sie, die Abschlepperfahrung? Also mir wurde diverse Male bereits das Auto unter dem Arsch weggeschleppt. Mhm. Und es stimmt, es verschwindet, sobald es da oben drauf steht. Und aus dem Portemonnaie auch. Wenn ich was abschleppe, erst am nächsten Morgen. Ja. Was ist denn so eure Abschlepperfahrung? Ja. Samstagabend oder? Nee, also ich dachte noch an Autos, aber ihr könnt auch. Also mir wurden sehr oft schon mal die Reifen zerstochen. Und dann bin ich mit dem netten Personal vom ADAC zur Werkstatt gefahren, sehr oft sogar. Einmal ist mir auch ein Reifen auf der Autobahn zerplatzt. Und dann bin ich auch mit dem ADAC mitgefahren. Und es war immer sehr angenehm, sehr angenehme Gespräche. Und ich habe sehr viel Aufladeerfahrung gesehen. Also nicht selber durchgeführt, aber ich habe es mir angeguckt. Also so schwer kann es eigentlich nicht sein. Boah, ich glaube irgendwie, Stadt Hamburg ist auch reich geworden durch mich, bis ich jetzt entschlossen habe, ich gebe mein Auto ab. Es reicht. Bis dahin haben die ganz schön Schotter gemacht mit mir, glaube ich. Ja. Gut. Dann könnt ihr jetzt einmal die Perspektive wechseln und heute seid ihr selbst dafür verantwortlich, Parksünder oder auch Payback. Einfach normale Autos abzuschleppen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es Parksünder sein müssen. Es gilt, glaube ich, nur ums Abschleppen. Wir werden sehen. Ihr habt 20 Minuten Zeit, so viele Autos wie möglich abzuschleppen und ich glaube, hey Simon, das könnte sie, ja. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, das habt ihr gerade nicht mitbekommen. Wir hatten große Probleme, dieses Spiel überhaupt zu starten. Das gehört mit zu einer Challenge. Das in 16:9 zu haben. Klickt nicht auf Vollbild, dann stürzt es ab. Oh. Ah, okay. Mhm. Okay. Plumpt, kurze Frage noch. Also jetzt, wenn ihr sagt, das Auto verschwindet auf dem Ladebereich, heißt das, wir müssen es gar nicht zurückfahren irgendwie zu einem Sammelpunkt, sondern einfach nur aufgreifen, hinten drauf und dann haben wir den Punkt sozusagen und dann zum nächsten Auto. Ja. Mhm. Okay, gut. Wichtig ist noch, dass ihr die Steuerung euch anzeigen lassen könnt mit F1. Das werdet ihr wahrscheinlich brauchen. Okay. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, können wir euch die nicht beantworten, denn wir kennen das Spiel auch nicht. Seid ihr bereit? Ja, sollen wir auf Reiniger klicken? Born oder ready. Auf was? Ja, born ready. Reiniger, Zeit, Spiel auf Zeit oder freies Spiel? Spiel auf Zeit. Und dann wird das Spiel aber sofort starten. Also lasst uns das zeitgleich machen, wenn es geht. Willst du runterzählen? Ich habe kein fieses Messer, der Knopf starten, Nils. So machen wir das. Macht eure Haken bereit zum Abschleppen. In 3, 2, 1, schlepp, schlepp. Woo! Okay. Wow. Ah, da fahren sie aus dem Park. Ja, Janina zeigt hier ganz kurz mal die Komplexität der Steuerung. Geil. Und daran erkennt man, glaube ich, auch, dass es doch nicht so einfach ist, abzuschleppen. Wenn ich das richtig sehe, muss man ja auch eine Standfestigkeit bewahren seines Fahrzeugs beim Abschleppen. Das heißt, man muss diese Poller links und rechts ausfahren. Da sollte was angezeigt sein, glaube ich. Ja, ja. Aber es ist abgeschnitten.
Und schade, dass der das Zaun heißt, sich nicht so einfach durchbrechen lässt. Ich hätte sonst auch einfach gesagt, querfällt ein, let's go for it. Aber Florentin hat dir gezeigt, dieser Zaun ist sehr wehrhaft, ähnlich wie der Tyrannosaurus. Man muss direkt gegenfahren. Regulär aus dem Hof hinausfahren. Ich glaube, er hat einfach komplett die falsche Richtung eingeschlagen, während Krogi quasi schon mitten auf der Straße ist. Der erste Challenge ist schon mal vom Hof zu kommen. Ja. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das wird Florentin später Probleme machen. Die Zeit, die er jetzt verliert, wird ihm beim Abschleppen dann fehlen. Die Aussichten sind völlig hoffnungslos. Geil. Ich kann nicht umdrehen. Ist das geil, dumm. Ich meine, mein Truck fährt nicht rückwärts. Ah, doch. Ja, da hadern sie natürlich noch mit der doch etwas komplexeren Steuerung. Mit dem Ausgang, oder? Ja, total. Das hätte ich jetzt offen gesagt nicht erwartet, dass nur einer bisher überhaupt schon dem Hof gefunden hat. Die Frage ist, könnte man eigentlich auch die Autos abschleppen, die bereits auf dem Hof sind? Das wäre natürlich jetzt etwas, was Florentin, glaube ich, sich auch fragt. Würde ihm helfen, ja. Ja, er denkt, ich meine, wir kennen ja Florentin, er denkt auch, wie kann ich gewinnen? Und also ich würde direkt mal probieren. Ich würde es auch probieren. Könnte ich mir da vielleicht direkt einen schnappen? Ich frage mich aber auch, ob das irgendwo noch angezeigt wird, wo man gleich ein Auto findet oder so. Ob das nicht eventuell irgendwo leuchtet oder so. Kannst du vielleicht einfach ein Auto von der Straße einfach direkt nehmen? Guck mal, Krogi hat eins erwischt direkt. Der ist ganz offensichtlich dort auf so einem komischen Seitenstreifen geparkt. Also das wäre für mich aber jetzt auch ganz schön kompliziert. Du musst diese Stützen ausfahren mit 3, 4, 5, 6. Und dann kannst du die auch noch steuern und quasi... Also absichern, nenne ich sie mal, ausfahren. Und dann guck dir mal diese ganzen gelben Tasten an. Das heißt, wenn man 2 gedrückt hält, kann man dann den Kran steuern. Das ist halt irgendwie auch nicht, ne? Ich finde es. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Warum? Weil er nur einen Arm hat. Ja. Ich habe irgendwas weggeklickt, aber ich weiß nicht was. Guck mal, Florentin hat einen gefunden. Oh, er bockt auf. Oh, das ist die echte 4. Ist das die normale 4 hier? Ich weiß, was du meinst. Das ist irgendwie. Warte, hier unten müsste man noch irgendwas sehen, bestimmt. Ja. Aber es ist abgeschnitten. Da sehen wir sie. Okay, das sieht doch interessant aus. Aber wo stand Enter hier? Ich kann das nicht. Gut, also ganz kurz, ich frage mal jetzt die Spielenden, ihr dürft euch das selber aussuchen. Wollt ihr von der Stelle jetzt weiterspielen oder wollt ihr neu anfangen am Hof? Neu anfangen. Gut, dann macht das einmal. Ihr startet neu. Und dann geht's los. Gibt der schon? Ist der schon vom Boden? Ja, das ist einfach live. So, wir können mal direkt wieder zurückschalten. Entschuldigung, ich glaube, die starten das Spiel jetzt neu und da wird nochmal geguckt, ob alles sitzt. Ich glaube, alle sind ready. Dann gehen wir mal auf Spielstart. 20 Minuten ab jetzt. Spiel auf Zeit und Florentin fährt schon los. Ja, du hast jetzt gesagt. Ja. Na, ist okay. Nein. Florentin macht alles richtig. Ich habe gesagt, ab jetzt alles gut. Ja, der will die Beförderung. Florentin will die Beförderung. Weil er direkt weiß, wie es geht. Ist direkt schon, der ist als erster vom Hof und als letzter wieder da. Guck und seine Autoquote, die muss aber ja wirklich, da muss man aber, kann man holla. Hab ich gehört. Ja. Mal gucken, ob es jetzt wirklich so ist, aber er ist engagiert bei der Sache. Ja, und die haben ja natürlich jetzt alle schon so ein bisschen. Ich hab noch nie gespielt. Krogi kommt diesmal nicht vom Hof. Ja, aber glaubt ihr das? Ist egal. Und Florentin sucht sich hier diesen gelben, Falschparker, das finde ich gut, dass das auch wirklich ein Auto ist, was da nicht hingehört. Das hat es auch verdient, ja. Glaubst du, die Farbe macht einen Unterschied? Glaubst du, er hat einfach, gelb ist mehr so eine abschleppfähige Farbe? Weil davor hatten sich alle auf den roten versteift und Florentin wollte ein weißes Auto abschleppen. Jetzt ist es das gelbe. Ja. Jetzt kommt die Der Bus da mal kurz weg. Kralle dran. Das ist ja vielleicht so ein bisschen wie diese in Spielhallen, diese Krallenautomaten, wo du dann dieses komische Ding steuern musst. Die Autos fallen auch in 89% der Fälle fallen die auch wieder runter. Ja, weil da so wertvolle Sachen drin sind. Darf nicht passieren. Okay, jetzt sind wir hier gerade bei Florentin, der zumindest die Kralle schon ausgerichtet hat. Jetzt nehme ich an, versucht er gerade mit dem Numpad das. Ach nee, er macht die Stützen. Siehst du, er macht die einzelnen Stützen. Er ist aber sehr nah dran an dem Auto. Also wahrscheinlich könnte er mit den anderen Stützen das Auto sogar beschädigen. Da gibt es aber keinen Abzug, nehme ich an. Nö, also das ist ja auch dann die Schuld des Falschparkers. War schon so, ja. Muss man in Kauf nehmen, den Schaden, ist einfach so. Er hat das Auto nicht mehr. Diese Konzentration. Wieso fährt das Meinst du rückwärts? Gar nicht mehr. Oh, Krogi hat, glaube ich, nicht getankt. Wieso fährt das Auto? Das würde mich nicht wundern, wenn das möglich wäre. Fahr doch bitte. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Krogi, du bist gerade auf Kran, glaube ich, eingestellt. Es ist vorbei. Kann es sein, dass du auf Kran gestellt hast bei dir, weil der Kran blinkt. Jetzt kannst du ja auch nicht mehr fahren, weil der Eumel rausfährt. Ja. Ich verstehe nicht. Aber vielleicht kann er ja trotzdem von hier aus mit dem Kran hebeln.
Pack den Eumel wieder ein, Mann. Ja, also so jetzt so. Da kann man nicht dem Truck die Schuld geben, sondern da muss man dem Truckfahrer auch die Schuld geben. Man kann natürlich nicht gleichzeitig fahren und den Kran bedienen. Das geht nicht. Auch sicherheitstechnisch ist das bedenklich. Das ist nicht erlaubt. Also, ich würde auf jeden Fall eure Karrieren nicht aufgeben, hier bei Rocket Beans. Weil das wird. Aber wie hebt man den an? Nichts mit dieser Arbeit. Da, Florentin hat das Auto, hat sich angepirscht an das Auto, hat die Hand schon ausgefahren. Eigentlich so ein Ladetruck ist ja auch wie so ein Riese mit so einem, mit einem einzigen Arm. Das wäre vielleicht. Ja, das stimmt. Ja, weil also ich würde diese Kralle mehr wie eine Hand designen. Das ist mehr wie so eine, King Kong, ja, so eine King Kong Kralle. Können wir noch mal sehen, die unterste Leiste. Die Leiste da unten? Da gibt es immer noch Probleme mit der Steuerung. Hier ist die Leiste. Vielleicht, ich glaube, F2 bis F5 ist die Perspektive, die man damit wechselt. Das hilft nicht viel. Und ansonsten scheint es sich nur ums Numpad zu drehen. Ich wollte gerade sagen, ey. Quizfrage, wie nennt man ein Abschleppunternehmen, was Autos klaut? Was Autos klaut? Ich weiß ja, dass da ein guter Gag dahinter ist. Deswegen will ich den jetzt gerne. Ein Abschleppunternehmen, das Autos klaut. Nee. Einarmiger Bandit. Das ist gar nicht so schlecht. Wie? Ja, schön. Bitte. Holen Sie jetzt die einarmigen Banditen. Wir finden jedes Auto. Oh, Florentin hat das Auto. Mein Gott, der Florentin, heute mit Minimaleinsatz kämpft er sich nach oben. Er hat wirklich, er muss nicht viel machen, um hier zu gewinnen im Moment. Einfach das erste Auto, es wird geliefert. Ja, oh, ist das schön. Und ich mag das. Das ist einfach Proof of Concept. Das heißt, das zeigt uns jetzt, und das war uns auch wichtig, dass es theoretisch und auch praktisch funktioniert. Das heißt, die anderen können sich nicht mehr beklagen. Das stimmt. Ich würde die Schuld aber auch ein bisschen auf diese Steuerungshilfe legen, weil ich glaube, dass die nicht so gut zu sehen ist. Hier sehen wir das Problem, wenn man die Stützen nicht ausfährt. Mhm. Was der Florentin aber auch nur halb gemacht hat, was er nicht konnte wegen dem Auto. Bei ihm funktioniert's. Also richtig Spaß kommt bei mir noch nicht auf bei dem Spiel. Das soll ja auch nicht Spaß machen. Also Spielspaß, du meinst. Bleibt ein bisschen auf der Strecke. Finde ich völlig unnötige Kritik in diesem Moment. Vor allen Dingen haben sie offensichtlich keine einzige Folge in die Tonne gesehen, weil Spaß, wir haben da viel, aber Spaß wahrscheinlich Spaß am wenigsten. Ist nicht das Spielziel. okay, das war interessant jetzt zu sehen, inwiefern die Stützen sich auswirken. Alter, ey. Währenddessen ist Krogi leider immer noch am Kämpfen mit der Steuerung. Geht das Drehen bei Krogi vielleicht einfach nicht, oder was? Es sieht so aus, als würde er nicht umschalten können auf die Kralle. Das dreht sich sehr langsam alles, ne? Das ist alles sehr träge. Das ist wirklich sehr langsam. Ja, aber es ist realistisch, ne? Also bei mir schleppen die innerhalb von 3 Sekunden mein Auto ab. Einmal falsch weggeguckt, schon ist die Karre weg. Jetzt wird's langsam eng, weil die Janina schafft es tatsächlich jetzt vorher abzuschleppen. Über die Geschwindigkeit bei mir durch die Straße. Eigentlich muss Florentin aber nur noch nach unten. Nur noch nach unten. Das sieht doch schon richtig aus. Janina kämpft noch ein bisschen mit der Parallelität der Reifen. Das muss ja auch irgendwie draufpassen. Aber guck mal, er macht das, also er macht das wundernswert. Ja, wirklich wahr. Also, ich meine, also er hat keine gute Quote. Es dauert sehr lang, aber souveräne Arbeit. Ja, und das Auto ist ja nicht mal beschädigt, das Gelbe. In wenigen Stunden haben wir hier unser erstes Auto. Da ist es verschwunden. Florentin hat den ersten Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Wow. 1:0. Janina versucht den zweiten, versucht jetzt auch den ersten Punkt aufs Tableau zu bekommen. Das schafft sie. Und damit hätten wir nämlich Gleichstand 1:1, während Krogi immer noch mit dem orangefarbenen Auto, aber er hat die Kralle richtig ausgefahren. Ja, immerhin. Er muss sie aber zusammen. Ist doch gut. Drücken. Warum geht er nicht dran? Was ist denn jetzt bei Janina los? Warum ist das Auto nicht weg? Es ist drauf. Das stimmt tatsächlich, ne? Bei Janina ist das Auto drauf. Ja, vielleicht wegen der. Was hat er denn? Es ist kein Falschparker. Es ist kein Falschparker. Oh mein Gott. Es ist kein Falschparker. Die Regeln doch auch nicht. Was hat er denn? Es ist kein Falschparker. Wir wollen mal kurz ins Studio schalten. Ich weiß nicht, ob ihr uns gehört habt. Also. Ihr seid Abschlepper, ihr könnt nicht wahllos irgendein Auto abschleppen, es muss schon ein Falschparker sein. Florentin hat ganz klar einen Falschparker identifiziert, ist dort angehalten und hat den abgeschleppt. Janina, du hast einfach ein Auto geklaut. Mann, ich habe extra gefragt, ob es egal ist. Ja, Janina, wir haben gesagt, wir wissen es nicht. Also, du hast das alles gut gemacht, aber das Problem ist... Leute, die Zeit. Abschlepp, abschlepp, abschlepp. Ja. Oh, was?
geflogen. Da hat Florentin es geschafft, das Spiel Winkel kaputt zu machen. Winkel ist rumgefallen. Ja, Winkel ist zu groß. Du hast, ich bin Game Over. Nein, darfst, spiel ruhig nochmal. Du darfst weiterspielen. Du darfst weiterspielen, du musst nur wieder vom Hof fahren. Okay. Winkel ist zu groß. Ey, kann ich auch neu starten? Ja, darfst du. Auto du nicht darfst mehr. Auch das neu darfst starten. Das ob dir das hilft, weiß ich nicht. Ja. Hättest aber auch so fahren können, wahrscheinlich von da aus. Nee, man kriegt es nicht mehr losgefahren. Ihr dürft alle so oft neu starten, wie ihr wollt. Heute ist einfach Neustart, Donnerstag. Wir schmeißen mit Neustarts um uns rum. Parker abgeschleppt, ich komme nicht klar. Hat für den Beinen das Stoppschild mitgenommen. Aber kann ich das Auto jetzt nicht dann trotzdem mitnehmen? Ist doch egal, dann erfindet man halt was. Dann starte ich auch neu. Ja, ne? Starte ich auch neu. Sollte man eigentlich sagen, dann erfindet man irgendwas. Ja, mach, starte ich neu. Woher wollen die nachweisen, wo das Auto stand? Vor allem das Geile ist, durch ich bin einfach so umgefallen, ohne irgendein Zutun. Ja, das sagen sie immer. Jemandem. Einfach so umgefallen. Ja. Das baut man dann. Ja, ich glaube, ich habe mich mit meinen eigenen Abstützpfeilern. Alter, ich bin unterirdisch. Boah, warte mal, es gibt man nicht mal eine Kamera, die da unterirdisch lang geht, sondern bist du in der Kamera oben drüber. Stark. Unnötige Kritik an einem großartigen Spiel, wie ich halten finde. Halten Sie wohl an! Janina will sie jetzt jagen. Aber besser ist doch die falsch parken einfach. Ich glaube, das da, naja, wobei links, wäre das für dich jetzt falsch geparkt? Das sieht eigentlich irgendwie noch normal aus, oder? Aber na, aber da ist auch, guck mal, da ist auch schon diese blaue. Ist sie nicht immer? Weiß ich nicht. Das ist der Kollege. Aber Janina, ist das, sie nimmt. Mein Versuch ist wert, ne? Sie ist gut parallel eingeparkt, das muss man sagen. Jetzt muss ich, aber sie macht denselben. Ne, ich will nicht sagen Fehler, aber. Wo hast du diese Drecks? Das ist ein Fehler. Das Spiel der Hölle ausgegraben. Sie muss ja auch eigentlich die Dämpfer wieder ausfahren. Mhm. Und wenn sie es nicht macht, wer weiß, vielleicht funktioniert das dann einfach schlechter und dauert länger. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder das Auto ist gedämpft oder die Freude. Hier wahrscheinlich. Ein bisschen beides. Da wird der Kran. Nennt man die denn überhaupt Dämpfer? Ich weiß nicht. Ich Poller, ja, ausfahrbare Pollerstützen. Würde ich sie nennen. Stützräder, aber es sind keine Räder. Sind Dämpfer nicht eher so Stoßdämpfer, die den Aufprall dämpfen? Ich glaube, dass die Dinger auch dämpfen wirken. Nur wie man dann weiterfährt. Ist noch ein du stellst sie ja erst, also was man ja eigentlich macht, ist, du fährst sie aus seitwärts und dann fährst du sie nach unten nochmal. Und, und da muss man dann eigentlich damit den eigenen Truck sichern. Das macht hier aber keiner richtig. Also Florentin hat zumindest die vordere Hälfte hingekriegt. Was sehen wir gerade? Ich glaube, Krogi macht's richtig. Es sah zumindest eben so aus, als ob er vorne die Dämpfer ausgefahren hat. Vielleicht reicht's ja auch. Wir sind alle keine Abschlepper. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es sieht hier bei Krogmann sehr gut aus. Janina hat, ja, du hast richtig analysiert, leider die Stützen nicht ausgefahren. Und was macht Florentin? Der blockiert einfach die Straße. Mhm. Er bringt die Autos zum Falschparken. Sehr aggressives Abschleppen. Und jetzt kommt der Kollege und nimmt sie dann direkt mit. Aber das ist, glaube ich, da hat er den richtigen Wagen gefunden. Mhm. Würde ich sagen, dass das Blaue parkt schon ziemlich schief. Ja, das ist schief. Er ist auch super eingepackt. Also wie er da rückwärts rangiert ist und dann da so parallel. Das ist schon super. Die heißen offiziell übrigens Umkippverhinderer, sagen die Abschlepper in unserem Chat. Ja, wären wir auch drauf gekommen. Ja, die UKVs. Klar, das kennt man. Komm, dreh dich den. Hast du die UKVs ausgefahren? Ah, nein. Wer bist du denn, deppert? Wir haben noch 7,5 Minuten, also da kann noch so einiges geschleppt werden. Oh, Florentin, ein Auto vielleicht noch. Er lässt die Autos durch, das ist nett, aber nur eins. Ah, nee, doch beide. Ja, bei Janina sieht's gut aus, sie hat jetzt den roten an der Angel und Krogi ist auch fast so weit, also das könnte auch gleich einen Triple-Unentschieden geben. Es dauert aber auch bei Krogi ganz enorm lange, dass sich dieser Kran bewegt. Ich bin mir nicht sicher, ob er da eventuell einfach das beschleunigen könnte noch. Janina hat das Auto fast abgeschleppt, damit wäre sie dann gleich mit Florentin beide einen Punkt. Krogi könnte auch noch, wie du gerade gesagt hast, auch noch mitziehen. Aber dafür muss er erstmal hochziehen. Was sie natürlich nicht wissen, ist, wenn es unentschieden steht, gibt es ein Stechen, es geht dann einfach nahtlos weiter. Und wer das erste Auto dann hat, gewinnt. Das kann ja noch eine halbe Stunde dauern. Das kann im Idealfall noch mal länger dauern. Bis man die abgeschleppt hat. Was ist das, wenn man da so eine 8 Stunden Arbeitszeit hat? Du kriegst ein Auto abgeschleppt in der Zeit. Und es ist immer meins gewesen. Was meinst du, warum das so teuer ist, Janina? So, jetzt wird gedreht. So sieht man doch mal die Arbeit, die dahinter steckt. Filigranes nicht mehr. Fühlen mit dem Kran. Es ist Filigran, was sie da macht. Filigran. Oh, sehr schön. Das gefällt mir gut. So. Jetzt habe ich das Spiel kaputt. Setzt sie das rote Auto ab. Und nach allen Regeln des Abschleppens müsste es dann sofort verschwinden.
Oh, da was ist denn Control überhaupt für eine Taste? Es rollt ja, Steuerung. Control ist Steuerung. Ich glaube, das ist STRG. Ja, eigentlich muss man die Vorderreifen weiter vorne setzen, damit es nicht nach hinten rollt. Siehst du die Stützen? Ja, genau. Du musst das Auto vor diese Dinger setzen, sonst rollt es hinten rüber. Hilfe! Es ist nur auch, es ist ja nicht überraschend, dass die Stützen, die einem gegeben werden, auch notwendig sind. Eventuell hat einfach Janina wieder keinen Falschparker. Bei mir ist der verschwunden. Aber der sah schon vielleicht aus, steht er nicht ganz auf der Ladefläche. Aber Janina hat jetzt auch den Kran aber noch nicht abgeschlossen. Muss sie den nicht noch abtrennen? Mann, ja, wahrscheinlich schon. Die Kralle. Und das Auto parkt auch ein bisschen komisch. Es ist schwer zu sagen, woran es jetzt liegt. Aber ich würde fast sagen, ja, sie macht es aber schon gut. Sie macht es gut, aber nochmal, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Falschparker war. Der stand da halt alleine rum und man möchte ihm unterstellen, dass er ein Falschparker ist. Aber dann nochmal also, glaube ich, immer den Haken betätigt. Das Schlimme ist, ich würde ihr gerne den Punkt geben. Ist doch egal, aber ich glaube auch, Fläche. Sie hat wieder. Aber guck mal, sind da nicht so Markierungen für die. Der Wagen ist laut Chat nur einfach nicht in der Abschleppposition. Das heißt, ich fahre einfach nochmal raus, wie vorhin gerade. Vielleicht kann dir aber Janina nochmal sagen, dass sie die vielleicht ein bisschen nach vorne bringen muss. Ach, muss der vor der Markierung sein? Ich verstehe gar nicht. Ich weiß es auch nicht genau. Du hast es doch vorhin gemacht. Ja, da war viel Glück mit dabei. Also der muss ja, die Reifen müssen ja auf diese Platzierung drauf. Ja, auf die Platzierung. Naja, Janina, wir nehmen es an. Das ist doch ein Stopper, damit das Auto nicht hinten rüberrollt. So weit hinter geht der Haken nicht. Ja, das ist ja der Haken. Ah, plus minus, und Janina. Nee, habe ich schon bis zum Anschlag. Okay. Ja. Hm. Ich bis zum Anschlag. Mhm. Außer du musst den zur Seite und dann einfahren, aber das hattest du ja auch nicht gemacht. Du hast den auch gerade hinten gehabt, ne? Hat Krogi sein Auto abgeschleppt jetzt eigentlich? Ja. Ah, okay, also haben wir 1-1-0. Aber Janina ist so kurz davor, dass man jetzt eigentlich davon ausgehen müsste, dass sie das noch hinkriegt. Ja, aber es liegt. Ja, wir sehen es ja und wir verzweifeln ein bisschen mit dir. Die Überlegung wäre, probier doch mal, wackel mal ein bisschen rum. Das steht ein bisschen schräg. Vielleicht kriegst du es noch gerade hin. Da sieht, guck mal, das sieht auch ein bisschen bei dem Schaubild oben rechts. Sieht man ja ein bisschen. Aber das sieht gut aus. Es sieht eigentlich gut aus, ne? Kannst du den Kran loslassen? Oder vielleicht musst du hinten noch die Poller, die Umkippverhinderer ausfahren oder so. Aber das hatte der Florentin auch nicht vorhin. Nee. Irgendwie fehlt wahrscheinlich der Knopf, um es loszulassen. Es ist so random. Aber es war Enter eigentlich. Du hast Enter gedrückt, als das Auto drauf war, oder? Ja. Oh Mann, ich hasse diese Drecksspiele. Es ist so schlimm. Können wir nicht was Gutes spielen? Okay, nee, da bist du in der falschen Reihe. Wir hören jetzt von der Regie, dass es vielleicht dann doch das falsche Auto ist. Vielleicht kannst du, ja, wir können es dir leider auch nicht sicher sagen. Vielleicht schaust du noch mal schnell, ob du noch eins findest. Oder vielleicht doch noch mal ein Stück nach vorne ziehen. Man weiß es nicht. Tut uns leid natürlich, Janina, ist ein bisschen unfair jetzt für dich. Währenddessen geht aber das Duell um den Platz 1 immer noch weiter zwischen Krogi und Florentin. Beide haben sich ein Ziel gesucht. Aber was will da der Krogi abschleppen? Was willst du denn da abschleppen, Krogi? Wie kommst du aus dem fucking Fahrmodus raus? Ich weiß doch nicht. Es doch auch aber du bist auf dem Haken oben. Wie hast du das geschafft? Ja, weiß ich doch. Guck dir das an. Das erinnert mich sehr. Mann, ey, wie geht das? Das erinnert mich an den Landwirtschaftssimulator. Zählen lassen, es ist bei Haus an Haus. Ich fühle mit unseren Kontrahenten. Das ist eine schwierige Situation. Das ist doch schon wieder Beef Junior hier. Ich schwitze. Ich bin sauer. Ich habe keinen Spaß. Wie gesagt, ich erinnere mich sehr an Haus an Haus. Gerade. Ich fühle mit ihnen. Ich kann das Auto nicht weiter vorfahren, Chat. Es geht nicht weiter vor. Der Kran hat ein Ende. Also er versucht sich noch mal mit Lautstärke. Ja, die Wut muss raus. Kranbedienung durch Schrei. Imitation. Mann, komm schon, ey, vorhin ging das so gut. Die Verzweiflung ist fühlbar. Also man kann sie mit einem Messer schneiden, man kann sie mit einem Kran hochheben. Die Enttäuschung, ja. Verzweiflung. Ich nehme es einfach mit. Hä? Also, so schnell. Der Chat ist sich auch uneins. Sie sind sich eigentlich alle sicher, dass Janina einen echten Falschparker hat. Aber wir sehen ja, es scheint nicht zu funktionieren. Janina, wir würden dir den Punkt ja auch geben. Trotzdem denn so schnell auf wärst du dann jetzt auf einer Hast Ebene du die miteinander. Reifen hinter den Bollern da gehabt? Hinter den Dingern da? Hier? Weiß ich nicht. Ja, man kann natürlich jetzt weiter versuchen, das Offensichtliche nicht zu ignorieren und zu sagen, ja, das Schicksal ist gegen mich. Oder man nutzt diese eine Minute noch und versucht ein wirklich illegales Parkvergehen auch zu ahnden.
das Auto, der Truck ist umgefallen, da hat jemand die Umsturzverhinderer nicht aktiviert. Ah, Umsturzverhinderer, man nennt es Geheimdienst. Trottel, wie die hier parken. Come on, Leute, ist das euer Ernst? Also da sind teilweise wirkliche Falschparker dabei, auch wo der Flow und die gerade vorbeifährt. Aber ich würde jetzt auch keinem mehr trauen. Ich traue jetzt nur noch absolut sicheren Falschparkern. Das hattest du auch, Florentin, ne? Ja. Hattest du vorher dein Auto abgegeben oder danach? Davor. Okay, also sind wir immer noch gleich auf, alles klar. Das sieht aus wie ein Falschparker, der rote da, oder? Ich bin froh, wenn ich hier nicht mit dem Herzen rausgehe. Ja, versucht's Florentin also, mal. Noch 30 Sekunden und Janina muss jetzt jemanden abschleppen. Das ist wirklich schon... Das ist so Wochenende, 4 Uhr morgens. Ja, es muss jetzt. Die Diskothek spielt schon Reinhard May. Gute Nacht, Freunde. Alles ist ein Falschparker. Eindeutig auch ein Falschparker, oder? Ja, es ist schwer. Ne? Man sieht ja alles dann mit dem Augen eines Wer ein Abschleppwagen fährt, sieht überall Falschparker. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht will man das nur. Nicht. Ich habe auch lächerlich lange gebraucht. Das Fahrzeug ist zu schwer. Wir schalten uns einmal kurz ins Studio. Guten Tag. Hier spricht die juristische Instanz. Wir geben Folgendes bekannt. Janina hat leider miserabel schlecht abgeschleppt. Das konnte man sich ja kaum mit ansehen. Und deswegen musst du leider mit 0 Punkten dich bereits verabschieden. Du darfst natürlich aus reiner Freude noch ein bisschen weiter abschleppen. Sie ist disqualifiziert. Nein, die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Und wir befinden uns jetzt in einer Sudden-Death-Situation. Bedeutet, wer von euch beiden, Krogi und Tini, den ersten Wagen abschleppt, der ist hier der Sieger des zweiten Spiels. Und wir sehen, dass ihr viel Spaß habt. Leider nicht mehr in den Modus. Ich würde gerne mal ganz kurz, leid. Ganz kurz mal. Es geht einfach nicht mehr. Ganz kurz Janina Vollbild. Das ist nämlich, das ist das in die Tonne Gesicht. Ja. Das ist eigentlich der Look, den wir hier brauchen. Mhm. Okay, und Tini und Krogi können jetzt nochmal neu starten. Ein letztes Mal, wer das erste Auto verschwinden lässt auf seinem. Krogi, der hat gewonnen. Ja. Wir starten neu. Starten neu. Ich muss da hin. Wie darf ich eigentlich, warum darf ich eigentlich Spielstart, gar nicht mehr mitmachen? So? Warte. Ist okay. Spielstand, okay. Die Zeit war vorbei. Nils, willst du einzählen? Ja, ich zähle sehr gerne ein. 3, 2, 1, schlepp. So. Schlepp. Und jetzt? Ja, war gut. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich frage, ob ich nach Hause kann. Nein, leider noch nicht. Nicht nach Hause. Aber bald. Du kannst dir einen neuen Spitznamen überlegen, zum Beispiel Johnny Schlepp. Ja. Janina Skille. Ja. Sowas zum Beispiel. Warten auf den nächsten Titel. Also, du hast ja gleich nochmal eine Chance. Janina, wir sind definitiv auf deiner Seite. Es war unfair und du hast trotzdem getan, was ging. Ach, und Simon, ich finde. Ne, aber wirklich, wir saßen ja hier und du hast dieses Auto abgeschleppt. Wir wissen nicht hundertprozentig, woran es liegt. Weil es ein Drecksgame ist, Simon! Ja, aber das ist doch die Basis dieser. Ich meine, das wissen wir alle. Das ist keine Überraschung. Es sind alles Drecksspiele hier. Okay, währenddessen kannst du ja mal gucken. Vielleicht bei Florentin, der pirscht sich gerade wieder. Das ist exakt dasselbe Auto, oder? Ja. Der pirscht sich ran, da macht er wahrscheinlich die Stützen gleich runter und so, die Umsturzverhinderer und was weiß ich noch alles. Ich verstehe das Spiel jetzt. Es tut mir leid, ich komme nicht in den Modus. Es geht einfach nicht. Abschleppmodus? Ich habe 2 gedrückt. Komm nicht rein. Enter, einfach mal random Enter gedrückt. Ah, okay, da jeder nutzt Taste. Krogi die Verwirrung. Hm. Und Florentin, um seinen eigenen Kran auszufahren. Ja, Tini kommt nicht in den Abschleppmodus. Meistens liegt das an den Türstern. Heute. Oder am Alkohol. Am Spiel. Der Krogi, guck mal, der Krogi macht's gerade. Vielleicht sieht man jetzt nämlich, was bei dir schiefgelaufen ist. Gerne. Vielleicht muss er. Man dreht es richtig genau. Und das dann war bei dir auch. Ja. Krogi, versuch's doch mal weiter nach vorne. Ja. Das ist so ein. Auto diese vor Anzeige dem war noch nie bei mir. Hier, da steht Auto vor dem Ausklinken. Da unten war eine Anzeige, die dir quasi sagt, was nicht richtig war. Okay. Das hatte ich nie schon mal. Aua. Versuch doch mal ein fahrendes Auto abzuschleppen. Das wäre aber gut gewesen jetzt. Wenn er das ist der Weiße da. Der darf doch da nicht so sein. Da ist auch der Blaupause. Der ist doch auf dem Truck. Den kann er sich holen. Der ist doch sowas von auf dem Truck. Das stand bei mir nie da, diese Tipps. Vielleicht waren das einfach auch keine. Doch, ich hab's doch extra geguckt. Jetzt geht's. Fuck, da auf muss dieses Maps blaue Ding erst zu sehen sein. Jetzt wird's spannend, denn eventuell holen die jetzt Florentin auf. Er hat die Logik dahinter jetzt verstanden, verinnerlicht. Frage aber, kann er den Kran auch schnell bedienen?
Ah, das ist doch auf dem Truck, meine Fresse. Ja, vielleicht weiter nach vorne, Krogi. Wir hatten bei Janina die Frage nämlich, weil vorne sind die Poller für die Reifen. Vielleicht muss es weiter nach vorne. Ja, der Eumel will nicht. Das ist die Chance, Florentin jetzt hier. Macht er hier eine gerade Leistung? Eine sicher geglaubte Niederlage noch in einen Sieg umzuwandeln. Es sei denn, das Spiel erbarmt sich. Und vielleicht kann man auch einfach rote Autos nicht abschleppen. So wie deins, war das nicht auch rote Rakete oder war, so? Ja, ja, der Raude. Der war unabschleppbar. Der war unabschleppbar, ja, das stimmt. Wie der Mann so sein Auto. Nicht schlecht. So, jetzt dreh. Man denkt immer, er hat's, aber dann fehlt doch ein kleines bisschen. Der Florentin kriegt's hin, aber der Krogi kämpft. Das ist komplett random. Mach doch fertig, ey. Das macht doch, der steht doch gut. Der kommt halt nicht da vorne hin. Ist der vielleicht hier zu hoch aufgebockt? Ach, nee, ich würde sagen, Krogi hat das mit dem Hochbocken schon richtig gemacht. Wir sehen bei Florentin jetzt, was passiert, wenn man die nicht ausfährt. Aber vielleicht reicht's ja trotzdem. Mm. Jedenfalls hat es Krogi aber auch nicht geholfen. Vielleicht steht er auch einfach falsch. Da, auf Straße oder Truck platzieren. Ja, mehr Auto Truck. Vor dem Ausgang auf Straße oder Truck. Ja, das ist eigentlich keine wirkliche Hilfe. Muss man sagen, ja. Es ist wirklich muss man sagen. Ich drehe die Karre jetzt einmal komplett. Ja, Baron. Das ist, finde ich, eine interessante Idee. Einmal die Karre andersrum aufsetzen. Also, aber meinst du auf dem Kofferraum, oder? Ja, genau. Nee, einmal hier so. Die Nummer hier. Janina geht heim. Janina hat wahrscheinlich die Adresse der Entwickler gegoogelt. Dreh doch weiter! Kannst du nicht weiter drehen? Kann er nicht. Okay, dann geht das nicht. Jetzt hat der Teenie da. Ach, du hast das aber. Ja, okay, du hast es so rum. Teenie, es kann klappen. Ja, wir werden es jetzt sogar gleich sehen, ob das eventuell die Lösung ist. Vielleicht müssen solche Autos ja auch so stehen. Vielleicht ist es so eine Regel, die wir nur nicht kennen. Es gibt Teenie, so viele klappen, geheime Regeln der Abschleppergilde. Ja. Da kommt es auch ganz schwer rein. Nee, wirklich wahr. Das ist ganz schwierig. Das ist wie so eine Bruderschaft, so eine Studentenvereinigung oder sowas. Jetzt kommt es eventuell. Was ist das bei für eine Florentin zum Finale? Was ist das? Oh, nee, bei ihm geht's auch nicht. Ich drück das Auto da jetzt rein, ey. Ja, sie wollen es wirklich sehr. Sie wollen den Job. Ist das hier peinlich vom Auto? Der Chat sagt, dass das rote Auto immer weiter nach hinten rollt. Klar, weil natürlich der Truck auch ein bisschen schief steht. Ja. Aber ich habe ja auch keine Hinterräume. Habe ich mir hier auch schon überlegt, was daran liegt. Man kann den Hauptarm vom Kran anheben und dann den kleineren einziehen. Dann kommt man näher ran ans Führerhaus. Das ist ein Scheißspiel. Da habe ich natürlich jetzt auch keine Ahnung von. Das klang, als wäre es ein guter Tipp. Ja, man muss das ein bisschen weiter nach hinten noch kriegen können, das Auto auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Aber man muss an dieser Stelle nochmal ganz klar das Spiel auch in Schutz nehmen. Das liegt nicht am Spiel, das liegt an der Unfähigkeit der Spielenden. Ich weiß es nicht. Denkst du? Ja, zu 100%. Also du würdest dich jetzt quasi schützend vor das Spiel werfen? Ja, auf jeden Fall. Hast du die ganzen vielen roten Daumen bei Janina gerade gesehen, die das Spiel bekommen hat? Was war denn, Janina, du hast doch nachgeguckt. Was waren denn die Hauptkritikpunkte? Hatte das vielleicht sogar was mit dem Abschleppen zu tun? Alles. Es war alles. Okay. Also, ich habe es hier offen, es ist alles. Lies doch mal eine Sache vor, was hier kritisiert wird. Wir können das nur so halb lesen. Warum ist das denn so? Positiv, relativ reale Physik, Schatten, abwechslungsreiche Umgebung, sehe ich nichts davon. Kollision, negativ. Kein Kollisionsdamage, etwas gewöhnungsbedürftige Steuerung, wenige Automodelle, auf einem Friedhof ist mehr los, keine Passanten gesteuerte Fahrzeuge etc. Ich persönlich würde es nicht weiterempfehlen. Habe es für 40 Cent in einen Keystore gekauft. Nicht mal die waren es wert. Ja, die Mühe des Eintippens und Runterladens ist es eigentlich nicht mal wert, scheinbar. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Das möchte ich. Ja, okay. Also ich habe das Gefühl, dass wir hier also vielleicht sogar einen Standoff haben, den wir nicht lösen können. Wollen wir einfach beiden einen Punkt geben? Ich meine, sie schaffen das ja nicht. Sie schaffen es nicht. Also wenn, dann muss ja Nina den Punkt kriegen. Aber an der Stelle, ich frage mich gerade, Florentin hatte eigentlich schon gewonnen und jetzt stellt er das Auto wieder zurück. Ich glaube, ihm gefällt die Farbe nicht. Ja. Ach, doch nicht.
Wie behutsam er das auch. Ich kann das nicht einfach ausklinken und sagen, ich. Das ist fein. Oh, Janina hat den einzigen positiven. Ja, aber weißt du, was da steht? Ja. Bei mir startet das Spiel, aber ich kann es nicht starten. Damit ich fahren kann, ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte. Daumen hoch. Empfohlen. Empfohlen. Aber so fällst du halt auf, ne? So fällst du halt auf, das einzig positive Mal ist den Strom. Es ist so, du wirst direkt wahrgenommen. Sei einfach froh, dass es nicht funktioniert. Also, ey, das ist doch nicht möglich. Was, Steffen besitzt dieses Spiel? Kurz nochmal ein Tipp von uns, nee, kein Tipp. Wir werden jetzt noch eine Minute oder so abschleppen. Und wenn dann keiner von euch, dann bekommt ihr beide einen Punkt. Und damit würde ja trotzdem Florentin im Moment noch führen. Für Janina natürlich jetzt ein Worst-Case-Szenario, weil natürlich jetzt beide von denen belohnt werden für ihre Unfähigkeit. Vielleicht kann man auch noch eine andere Möglichkeit finden, sodass sie miteinander kämpfen oder sowas. Also ich würde dieses Spiel gerne reduzieren aufs Wesentliche. Und das bedeutet auf nichts. Und weiß nicht, ich sehe hier nicht den spielerischen Wert. Mm. Janina könnte von mir aus auch gerne den Punkt kriegen, so wie alle anderen. Weil sie hat ja, finde ich, gezeigt, dass sie den Kran bedienen kann. Krogi, ich glaube, du musst dich auch selber noch mal ausklinken. Vielleicht jetzt auch noch mal deine, die Ausklinkung einfach noch mal durchführen. Ja. Kann ich nicht. Mehr Falschparker kann ich nicht, er muss auf dem Truck sein, aber er ist doch auf dem Truck. Ich kann es nicht. Ich kann ihn nicht. Das ist exakt das Problem, das ich zweimal hatte. Ich hatte zwei Autos exakt so auf der Laderampe, nichts passiert. Ja, das Spiel ist ein echter Mother Trucker, aber wir können es jetzt nicht ändern. Ich würde sagen, also gib mir eine Chance, bitte. Genau, der Florentin kriegt noch eine Chance. Ja. Der Krogi hat, glaube ich, aufgegeben. Nein, oder? Also es sieht nicht aus, als ob da noch was passiert. Da mache ich auch noch mal so einen Florentin-Move. Ja, dann mach das doch jetzt. Ja, okay. Und der Nina kriegt auch noch mal die Chance. Why not? Ich hätte schon die ganze Zeit. Ist eh alles egal. Alle kriegen eine Chance. Wenn ihr jetzt das Spiel noch kauft und installiert, dann bekommt ihr auch eine Chance. Don't do it. Don't do it. Das ist übrigens ein Spiel aus deutschen Landen. Das wundert mich. Wo wir doch eigentlich führend sind im Technologiebereich. Perfekte Info. Ja, die haben sich nur auf die Autos konzentriert, nicht auf das Spiel. Ach. Wer packt jetzt falsch genau? Das ist mir zu risikoreich. Hier ist ein roter Punkt. Es könnte der sein, weil der nicht in der Linie ist. Es könnte der sein, weil der zu weit vorne steht. Das ist mir aber zu risikoreich. Der Krogi macht's eigentlich. Krogi hat einen neuen Service erfunden. Umparken. Also die schleppen nicht ab, sondern die stellen dein Auto einfach nur richtig hin. Ich wurde mal abgeschleppt, ist noch gar nicht lange her. Da wurde ich auch einfach umgepackt. Oh, was ist das? Du wurdest wirklich einfach umgepackt. Ich war umgepackt, von vier starken Bodybuildern. Nein, die haben das Auto. Ich krieg dir nicht mehr vom Eumel runter. Einfach zwei Kilometer weit weg irgendwo geparkt. Wirklich? Das ist irgendwie auch nicht. Man musste sich da zu Fuß hin und gewundert. Hä, musstest du zahlen oder so? Ich musste natürlich auch zahlen, ja. Okay. So, ja, das machen die. Ja, das manchmal, ist doof. Wenn der Autohof voll ist, wahrscheinlich. Aber das ist mir auch lieb gewesen, weil der Autohof ist 50 Kilometer weg und so konnte ich da zu Fuß hingehen. Hm. Finde ich auch viel fairer. So, jetzt, aber der Close-Up zeigt es. Es könnte. Oh, das ist die Reifenprüfung. Ob das. Oh, no, nein, no, da rutscht. Rutscht noch ein Stück rüber. Ich sehe schon, das Ding wird gleich umfallen. Ah, nee, er hat die Stützen ausgefahren. Okay. Das hat er gut gemacht. Krogi ist immer noch da am. Ich kann ihn halt auch nicht auf die Straße mehr abgeben. Ja, wir sehen es. Ist, die Ketten wollen nicht loslassen. Nee, du hängst einfach zu sehr an dem Auto. Das ist so wunderschön. Das jetzt noch einmal. Das ist die Bon Jovi Edition, ich liebe sie. Stimmt, das gab es ja auch mal. Eieieiei. Wenn jetzt ja Nina am Ende noch einen Punkt holt, ich gönne ihn ihr. Ich würde dir sogar zwei dafür geben. Wir können ja sagen, wenn Janina das jetzt noch schafft, dann gewinnt sie das Spiel. Ich habe einfach auch eine halbe Stunde nichts gemacht, außer eine Beschwerdemail zu schreiben. Ja, also aber damit hast du das einzig Wichtige getan. Du hilfst anderen. Ich glaube auch, vielleicht steht man so dran. Man sieht es aber auch. Sie alle kämpfen mit dem Ableger. Der steht doch. Wie hat es Florentin beim ersten Mal überhaupt geschafft? Wie hat er das geschafft? Wir alle nicht. Ja, das ist jetzt nicht das mehr. Das sieht doch richtig aus. Warum geht denn das nicht? Ne, der wackelt da doch noch, das sieht man doch. Da, jetzt sind die, da! Ja, da waren, ja. Jetzt sind sogar die Krallen unten richtig, nee, aber er rollt einfach runter. Oh, Mann, ja, ey. Aber da ist doch der Kranführer schuld einfach. Hallo.
Also laut unserem Chat, eine Person in unserem Chat sagt, es liegt daran, dass sie ihr auf dem Bordstein parkt und deswegen schiebt. Exakt. Seid. Genau deswegen wollte ich das Auto auch wieder absetzen und umparken. Aber man kann es nicht loslassen. Nein, man kann es nicht loslassen. Man kann es nicht mehr loslassen. Ja, tatsächlich. Verliebt. Ne? Es ist wahr. Es ist, wie so bei so Papageien, die sich finden und fürs Leben immer zusammenbleiben. Mann, da steht doch! Ich wollte dich nur abschleppen und dann hast du mich nicht mehr losgelassen. So ist es, ne? So entstehen Familien. Vor allem, warum haben wir keine Hinterstützen? Die sind hier aufgemalt, ne? Aber sie sind nicht da. Die sind nicht da, was sollen das? Beim linken Truck sind sie grafisch da, beim rechten Truck. True. Moment. Haben wir den falschen Truck? Ey, ich mach das jetzt noch einmal. Einmal noch. Ei, ei, ei. Was passiert hier? Wer, was? Dass ich das überhaupt noch anfasse, das Spiel, das grenzt an einem Wunder. Ich bin auch von eurer Ausdauer am meisten beeindruckt. Ja, ich auch. Ich kann den ganzen Boden. Was geht? Hä? Was? Was ist das? Was? What the fuck? Janina, eine Sache nur. Du solltest jetzt einmal, aber das ist schon zu spät. Du hast diese Kranstützen nicht ausgefahren. Doch, doch, da vorne. Ah, okay, schon. Aber den hinteren kann man halt nicht. Ja, okay, aber wenn du sie ausgefahren hast, dann ist das ja schon mal richtig. Dann, aber vielleicht ist es schief, weil die von hinten nicht ausgefahren werden. Weißt du, es rollt immer nach hinten. Ja. Wäre logisch. Vorne die Stützen, hinten rollt's runter. Die hinten gehen halt. Also warum sind die hinten nicht? Es klingt plausibel, aber vielleicht ist auch die Physik-Engine nicht so perfekt, wie das teilweise in den Kommentaren geschildert wird. Hier steht ja übrigens auch Schlepperautos, ob die auf der Karte rot markiert sind. Aber man darf einfach neu starten, oder? Ja, selbstverständlich. Ja. Du darfst jederzeit neu starten. Ja, geil, Leute. Das habe ich auch mehrfach gesagt. Ihr dürft so oft neu starten, wie ihr wollt. Ich muss jetzt mal die Regie fragen. Ich meine, wie lange wollen wir dieses Drama denn jetzt noch weiterziehen? Ich bin auch bereit für Gleichstand. Ich auch. Ja, also finde ich jetzt schon ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Also, ach, Nils, bitte alle drei. Also müsst ihr entscheiden. Janina nicht, das ist ja klar. Also wenn Janina, kriegt den Punkt noch. Wenn Janina jetzt hier abschleppt, kriegt ihr den Punkt. Aber ihr müsst trotzdem noch einen zweiten holen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das so lange laufen. Also die finden noch nie ein Auto. So. Man weiß es nicht. Der muss jetzt hier Janina, hoch. Ja, gib mir jetzt nochmal Mühe. Nimm dir ein Vorbild an Claudia Schleppstein. Ja, und hau nochmal richtig jetzt einen raus. Wie ist denn der denn überhaupt so schräg schon wieder hoch? Das ist das erste Spiel, wo ich wirklich beim Zugucken auch Krämpfe kriege, die man normalerweise nur beim Spielen hat. Ich fühle mich selbst, ich bin Teil, ich schleppe mit ab. Also wir können ja, liebe Spielende, was würde euch denn am besten gefallen? Sollen wir nochmal eine Minute einen Countdown machen oder sollen wir abbrechen? Lass mich das absetzen doch noch, Kurs. Oder wollt ihr schlipp, schlapp, schlupp? Oder wollt ihr das haben wir ja schon gemacht. Wir können es auch nochmal machen, von vorne starten. Nee! Also wenn dann die gesamte Challenge, also dann muss Janina auch nochmal eine Chance bekommen, dann würde ich sagen, wir fangen nochmal mit... Jetzt lass mich dieses Auto einfach nur noch abstellen. Mit einem 20-minütigen Countdown... Nein, Nils, auf gar keinen Fall. Ich habe Zeit, Freunde, mir ist egal. Ja, ich aber egal. Nicht. Ich werde das zur Not, stelle ich das privat ab. Ich will dieses verdammte Auto noch kriegen. Ich will es auch haben, ey. Ich will das jetzt auch haben, das Auto. Aber ich liebe diesen Ehrgeiz. Weißt du, es ist immer noch ein kompetitives Spiel. Und nichts ist schlimmer als Leute, die dann irgendwie den Sieg nicht mehr wollen. Und das so. Und ich liebe das. Ja, aber schon mal, der Florentin hat es als erster geschafft. Wenn wir jetzt die Regeln so interpretieren, der hat als erstes einen abgeschleppt. Ja. Dann muss ich sagen, hat der Florentin definitiv gewonnen. Oh mein wieder Gott. Mal. Das wird was. Leute, das wird was. Ich sag's, wie es ist. Danach können wir aufhören. Das ist mir scheißegal. Ich will aber wir haben ja auch noch zwei weitere Spiele, die vielleicht. Ach so, wir haben noch Spiele. Ja. Besser. Ach so, ich dachte, das wäre das finale Spiel. Nein! Nee. Dann unentschieden. Hier, wir haben Punkte. Fertig. Nächstes Spiel. Jetzt das pass auf. Du, ne? Jetzt pass auf. Und plötzlich will keiner mehr gewinnen. Ich muss noch weitermachen. Okay. Was hast du denn gemacht? Wie ging's? Oh mein fucking Gott, ich weiß es nicht. Ich habe exakt das gleiche gemacht wie vorher. Das ist doch nicht dein Ernst. Dann ist es vielleicht wirklich, weil du richtig stehst. Weil du nicht schräg am Bordstein... Ich habe mich noch nie mein Leben so gefreut. Alter. Okay, das nächste Auto zählt aber jetzt. Bitte auch. Och nee, jetzt muss ich nochmal... Du bist schuld. Ja, wirklich. Wir hatten schon abmoderiert, aber jetzt geht's in die neue Runde. Ich mach's mir jetzt hier bequem. Ich lege jetzt hier die Füße auf den Tisch. Und ich kann diese Spannung auch lange nicht, aber nicht mehr. Aber warte mal, da müssen wir alle von null nochmal. Nein, einfach das nächste Auto zählt. Na gut. Das nächste Auto zählt. Dann fahre ich nochmal von wirklich. Das, man kriegt's nicht mehr zum Fahren, wenn man einmal abgeschleppt hat. Ist einfach so. Oh mein Gott. Aber das freut mich auch. Das ist natürlich.
für die Gesamtwertung irrelevant, aber dass sie auch diesen persönlichen Triumph nochmal hat für sich. Weil sie hat sich schon zu Recht auch sehr schlecht gefühlt. Diese Versagensgefühle. Aber das Ding ist, die stehen halt jetzt schon neben dem Auto, neben dem ja, ich hätte weitermachen sollen, von Anfang an. Also, wir haben jetzt hier in einer Stunde, glaube ich, insgesamt 3 Autos abgeschleppt. Du hast noch Zeit. Ja, ich hätte weitermachen sollen, aber das ist dumm, weil ich check ja, wie es geht. So, das hat man doch jetzt auch gesehen, dass ich weiß, wie es geht. Ja, aber das haben wir vorher auch bei Krogi gesehen und er hat wieder dasselbe Problem. Ja, also, es ist doch nicht so einfach. Und ich bin mir sicher, ist Tini nicht doch wieder schräg? Steht der quasi wieder schräg? Also, er steht natürlich jetzt nicht auf der Straße, aber ich glaube, er ist nicht schräg. Ich glaube, die einzige Gefahr sind die Hinterreifen. Dass der linke hintere Reifen eventuell schon unterhalb des Kannsteins ist, das wäre natürlich ein Drama im Prinzip, was sich hier abspielen würde. Ein fast schon olympisches Drama. Ich sag euch noch mal was aus dem Chat. Der Kran hat 3 Knickpunkte. 3 Elemente, die man ein- und ausfahren kann. Und bei euch waren nur 2 benutzt. Das ist, glaube ich, das Problem. Es ist komplett random. Also ich habe auch einmal alles benutzt und einmal nur 2 Sachen benutzt. Es ist ein Dreckspiel und von außen sagt man das natürlich leicht. Vielleicht geht's auch einfach nicht. Aber ich dachte, ich gebe es mal weiter. Jo. Also wir machen jetzt Folgendes. Das nächste Auto, was steht, ist das Siegerauto. Ist das Siegerauto, weil man weiß nicht so hundertprozentig, wie das Spiel das jetzt interpretiert. Da steckt man einfach nicht drin. Also, das Wegploppen ist jetzt nicht mehr notwendig, sondern das Stehen. Weil dann wäre Florentin nämlich. Das ist die Haupthürde in diesem gesamten Spiel. Ja. Dass das Auto verschwindet. Das stimmt wirklich. Na gut. Ich kann das verstehen, auch dass Krogi sich nicht drauf einlässt, weil er hat natürlich jetzt noch kein Auto an der Angel. Ah, da hat er was. Da hat er gerade was gefunden auf dem Fahrradweg. Und das mag ich auch. Weißt du was? Ich hasse das. Ich hasse das, wenn irgendwie Competition ist und Leute sind so, ja, ist doch super, ja, lass sie doch gewinnen. Und so ist doch, weißt du, nee. Die wollen es noch. So, ich will, dass die Leute auch, das gehört einfach dazu. Ich teste das nur mal ab. Ich glaube, das Spiel wächst auch an einem. Also sie haben jetzt langsam das ein bisschen verstanden. Mhm. Jetzt fängt es eben auch, glaube ich, an, dann wieder fast sowas wie Spaß zu entwickeln. Ja, es ist echt so, Simon. Spaß ist ein großes Wort. Ja, es ist echt so. Sind wir noch nicht. Es ist echt so, Simon. Nicht. Genau richtig. So, jetzt bin ich gespannt. Also Florentin ist tatsächlich mit dem Hinterreifen auch auf diesem, was ist das? Großsteinbereich? Stein eher auf dem Pflaster. Ich hole mir das Auto jetzt, Leute. Das sieht aber gut aus eigentlich. Man, sogar die Ausrichtung ist richtig, er fährt den Kran richtig ein. Man sieht es, er kann es. Ist das the way to glory? Oh nein, komm bitte. Ist das Thunder Road? Oh. Weiter noch einziehen. Kannst du noch ein bisschen einziehen? Nee, geht nicht weiter. Florentin, währenddessen Janina. Jetzt, er geht runter, verschwindet er gleich. Oh Gott, ist das fucking spannend. Oh Mann, oh Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja! Ich hätte weiter spielen sollen. Verdammte Scheiße. Mann, war das spannend. Wow. Ey, aber irgendwann hat man es so. Es ist der Bordstein. Der Bordstein hat uns beide einfach zerstört. Das Gerät gebrochen. Und wir haben es beide nicht gerafft. Meint mich auch. Meinst ja, dich auch, natürlich. Janina, aber du warst auch gut. Ihr habt das echt gut gemacht. Nee, es ist echt, ich mach das jetzt noch zu Ende. Moderiert ruhig weiter. Mach das zu Ende, super. Wir machen eine klitzekleine Pause. Oh. Herzlichen Glückwunsch an Florentin. Das war wirklich mehr als verdient. Zwei weitere Punkte gehen an dich. Du führst 3:0. Und Janina und Krogi. Ich hole mir das Auto. Ja. Ich mag euren Ehrgeiz. Ich mag, dass ihr diese erneute Niederlage als Ansporn und nicht als Demoralisierung seht, die braucht ja auch diese Moral, denn im nächsten Spiel geht es dann um 3 Punkte und wenn ihr gewinnt, könnt ihr gleichziehen mit Florentin vorm letzten Spiel. Also wer auch immer das nächste Spiel gewinnt, kann noch Gesamtsieger werden. Es ist in jedem Fall sehr, sehr spannend und wenn ihr dieses Spiel vielleicht nicht so genossen habt wie wir, dann würdet ihr es vielleicht zurückgeben, wenn ihr könntet. Man könnte sagen, refund me if you can. Und da sind wir schon beim Titel des nächsten Spiels und das sehen wir nach der Werbung. Das nächste Spiel, Refund Me If You Can, hat bei mir direkt Bilder ausgelöst. Und zwar
du kriegst einen Elefanten geschenkt und musst ihn wieder loswerden. Als Beispiel. Ja. Ich nehme an, das wird's nicht sein. Aber es wird wahrscheinlich darum gehen, dass das Spiel so schlecht ist, dass man es gerne wieder zurückgeben würde. Wir lassen es aber nicht dazu kommen. Nein. Heute muss gespielt werden. Es steht 3-0 für Florentin bisher. Jetzt kann noch mal alles anders werden, denn 3 Punkte stehen zu gewinnen und dann wäre es hier wieder gleich. Ja. Wer jetzt verliert, so viel kann man sagen, und keine Punkte hat, der wird es auch in der nächsten Runde schwer haben. Ja, aber es kann natürlich noch passieren, dann, wenn du das letzte Spiel gewinnst, dann hast du 4 Punkte. Und dann, das, was natürlich jetzt nicht passieren darf, ist, dass Florentin gewinnt. Wenn Florentin gewinnt, hat er erneut in die Tonnen-Challenge siegreich zu Ende gebracht. Wenn jetzt Janina oder Kogi gewinnen, dann kann dann der jeweils andere noch 4 Punkte und dann 4-3-3 gewinnen. Ja, aber wir alle haben Beef gesehen. Und wir wissen, wir alle wissen, wie Florentin eigentlich wie er arbeitet. Und der wird jetzt hier alles abrocken, glaube ich. Der hat einfach, der ist hungrig. Der ist hier, das ist seine Paradedisziplin. In die Tonne ist seine Welt. Und das nächste Spiel wird hoffentlich sein Spielfeld und das der anderen. Refund me if you can. Seid ihr bereit? Wisst ihr grob? Nee, wisst gar nichts. Ne? Deswegen schicken wir euch jetzt hier noch mal kurz in die Welt des Spiels. Und dann könnt ihr gucken, was da eigentlich gemacht werden soll. Wir wissen es auch nicht. Wir sind gespannt. 10 Minuten geht das Spiel. Hier sind die Regeln. Was passiert, wenn man Alt-F4 mit einer noch furchtbareren Optik und Ragdoll-Physik kreuzt? Ja, es wird noch furchtbarer. Oh my God! Refund me if you can. Dabei ist dein Name Programm und Herausforderung zugleich, denn dieses Spiel kommt wahrscheinlich aus den untersten Tiefen der Videospielhölle. Also genau das Richtige für unsere Kandidaten und Kandidaten. Die Regeln sind simpel. Wer es in 20 Minuten am weitesten schafft, gewinnt. Natürlich gibt es keine Checkpoints und wer fällt, muss von vorne beginnen. Also ein ganz entspannter Abend. Herausfordert. Hast du Alt-F4 schon mal gespielt? Nee, aber gesehen. Ja, wir alle wissen, was es ist. Ein Jump, nee, nicht Jump'n'Run, doch irgendwie einfach ein Crap-Spiel, wo man eigentlich nur mit seinem furchtbaren Charakter durch eine schlimme, schlimme Welt kommen muss. So ein bisschen wie Fall Guys, nur halt in sehr, sehr miserabel. Ja. Und jetzt also noch schlechter. Also jetzt noch nicht mal mit Spaß im Spiel. Mhm. Da bin ich gespannt. Schauen wir mal rein auf unsere Kandidatinnen, auf unsere Kandidatin und unsere weiteren Kandidatinnen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr immer noch motiviert seid. Ja, ihr habt gerade den kleinen Film gesehen. Fühlt ihr euch bereit für so eine Art Spiel jetzt? Wir wissen alle, wie es laufen wird. Florentin wird ab einer bestimmten Stelle stehen bleiben, macht den Florentin chill und wartet, dass alle anderen aber sterben. Genau, das ist meine Frage. Das ist meine Frage. Wenn wir bis zu einem Punkt voranschreiten und dann sterben, resetten wir wieder zum Startpunkt. Das ist richtig. Was wird gezählt? Die Position, an der wir sind, sobald das, der Counter beendet ist oder soweit wir gekommen sind und da ist es quasi das Maximum, was wir wie beim Weitspringen geschafft haben, also, sozusagen. Gute Frage. Soweit ihr gekommen seid. Okay. Also ihr müsst nicht stehen bleiben, wir müssen nicht die Beef-Strategie von Florentin wählen bei Getting Over It. Ihr könnt einfach versuchen, so weit zu kommen. Also die Regie wird sich das merken. Es sind auch sehr markante Stellen. Also wir sehen dann schon, wie weit ihr es geschafft habt. Alright, okay. Ihr werdet es aber nicht weit schaffen. Ich hoffe, ihr könnt den Soundtrack hören. Er ist fantastisch. Okay, bitte. Ja, es ist wirklich großartig. Wir freuen uns sehr. Ich glaube, mit dieser Musik kann ich alles schaffen. Also, bevor es gleich losgeht, wir schauen uns noch mal einen einzigen Spot an. Dann sind wir gleich zurück. Und dann beginnt das vielleicht schon vorentscheidende Spiel 3. Refund me if you can. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0, immer ein Bit frischer. So, willkommen zurück in die Tonne Challenge, Ausgabe 3. Wir sind bereit für Spiel 3. Wir können den Countdown machen, lieber Simon. Ihr seid auch fertig im Studio? Yes, ja. Okay. 10 Minuten Zeit. 3, 2, 1, 0. 10 Minuten. Tutorial Level 1? Level 1, sag ich mal. Wir wissen es auch nicht. Nehmt mal Level 1. Level 1. Wichtig ist eine Sache, mit der rechten Maus scheiße, könnt ihr. Hört ihr uns überhaupt? Nee, die hören uns nicht. Also man kann diese Ragdoll-Elemente aktivieren, indem man die rechte Maustaste drückt. Aber wichtig ist Springen
und eigentlich das Timing, oder? Oh, an den Waffen vorbei. Schnee? Ah, wunderbar. Man sieht bei Florentin wunderbar, wie schlecht die Kollisionsabfrage ist. Genau sowas will man. Janina fällt die ganze Zeit an irgendwelchen Hindernissen um. Aber auch das gehört dazu. Und sie rettet sich damit ja auch von Plattform zu Plattform. Wie sieht's bei Krogi aus? Krogi kämpft noch mit dem Anfang. Und sie liegt. Aber Janina ist eigentlich bisher am weitesten. Ah, da hat sie einen Schritt zu weit gewagt. Der berühmte Schritt. Zu viel. Zu viel. Okay, ich raff nix, aber ist geil. Irgendwie ja, ne? Es scheint ja durchaus zu funktionieren. Ja. Also Alt-F4 ist hier das große Vorbild, wo man mit dem Ritter man kippt nur durch eine ähnlich komplexe, schwierige Hinderniswelt. Ein bisschen wie Takeshis Castle auch. Oh, und nochmal gekeilt. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn man einfach vorsichtig agiert und sich vor allen Dingen hier bei dieser Plattform, ne? Da muss man, glaube ich, ganz filigran springen, weil da ist jetzt Janina auch schon 4-5 Mal gestorben, die anderen kamen noch nicht mal so weit. Wenn sie da einfach schneller ist jetzt, kann sie sich einen guten Vorsprung erarbeiten. Wir müssen natürlich jetzt ganz besonders drauf achten. Mit dem Kopf durch die Wand. Da kommt man rüber, ne? Jetzt. Wir müssen ganz genau darauf achten, wer jetzt wo schon war. Ne? Das ist die Herausforderung, wirklich dann zu gucken, okay, wer war denn am weitesten? Bisher glaube ich wirklich Janina, weil sie ist an diesem an der grauen Plattform bisher hängen geblieben. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern man nach dem Springen noch diese Ragdoll-Physik aktivieren muss durch den Rechtsklick. Ja. Um vielleicht sich noch ein bisschen zu retten. Ja. Nach weiter vorne. Das mit Sicherheit braucht man die irgendwann ja mal. Au. Der Fußfeger. Der Boden, unter den Füßen weggezogen. Janina hat es fast wieder geschafft. Es ist, man muss das, glaube ich, zusammen benutzen. Springen. Autsch. Okay, jetzt. Florentin sieht gut aus, wenn er jetzt einfach nur. Ja. Also man kann nur springen, laufen und sich gefallen lassen, ne? Das ist alles, was sie so kann. Leider. Und Pause. Es scheint schwierig zu sein, hier an der Kante entlang zu laufen. Man, es scheint einfach nicht so. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, wie es aussieht. Ich mag die Synchro so gerne einfach. Hey, ich komme nicht mal mehr darüber jetzt. Das war von easiest. Die Idee ist dann, dass sie eine Puppe ist, oder was? Fast so schlecht. Gegengestolpert. Ja, Krogi macht's jetzt. Und wenn Krogi jetzt einen weiterspringt, ist er genau da, wo Janina auch war. Und wenn jetzt ein weiterkommt, ja, aktueller Führender ist Krogi. Ey, es ist ein Baum mitten im Sprung. Und jetzt hängt, guck mal, er hängt da jetzt. Hallo. Chillt da einfach easy. Ich glaube, ja, er kommt da nicht mehr so richtig raus. Ja, das ist so ein Zwischenlager, eine Basiscamp, wenn du irgendwie... Okay. Falsches Timing da. Janina kommt vorbei. Das ist gut, ja. Sie sind alle ein bisschen zu schnell unterwegs, glaube ich. Gerade. Sie laufen alle immer irgendwo runter. Das erinnert mich ein bisschen an Minerino, so dieses Gehüpfe und. Die schöne Musik. Die Musik auch. Ja. Ganz toll. Wir haben das Spiel ein bisschen eingekürzt jetzt, weil die Stunde so fortgeschritten ist aufgrund des Spiels von zuvor. Eigentlich waren 20 Minuten geplant. Ich hätte mir auch gut und gerne 30 davon angucken können. Ich liebe ja sowas. Es ist schön, wenn man anderen dabei zuguckt. Ja. Sie overvoiced sich irgendwie selbst, ne? Jetzt kann Janina gleichziehen, aber nein. Aktuell, das war Krogi. Entschuldigung, Krogi ist immer noch führend. Jetzt kann Janina tatsächlich hier. Ja. Ja, also sie hat. Das ist besser bisher. Ja, ich glaube, sie führt, ne? Ja, sie führt. Ich frage es. Was kommt man da jetzt? Lang? Ja, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich durch das Loch. Ja, Spring und Ragdoll. Spring und Ragdoll. Das war ein guter Versuch. Springen und Ragdoll hätte geholfen. Oh, währenddessen ist Florentin jetzt auch vorne. Oh, aber das war nicht ganz so weit, oder? War das? Nee, nicht ganz so weit. Ich würde sagen, Janina führt noch. Die kam bis zum Loch. Nein. Und ich glaube, das war das bisher weiteste. 5 Minuten noch. Hälfte der Zeit ist durch. Dachte sie. Oh, ja, der Chat sagt, es fehlt eigentlich nur noch die leicht schräge Kamera von Minerin, durch die man die Sprünge so schwer abschätzen kann. Scheiß Soundkulisse! Also die wissen ja eigentlich nicht, wer jetzt vorne liegt, ne? So ich das. Knapp, ruhig. Und jetzt Ragdoll. Ich glaube, sie hat zu spät. Sie ist erst gegen den Ring geknallt und dann hat sie die Ragdoll-Taste gedrückt. Ja. Man weiß es nicht.
sie oh Gott, ja, stöhnen die ganze Zeit. Aber sie scheitern auch alle immer an diesen Doppelsäulen, auch weil der Baum immer in die Optik reingeht. Also der macht die Kamera immer kaputt, kurz vor dem Sprung. Ich bin mir sicher, ob das so gewollt ist oder ob es einfach ein glücklicher Zufall ist. Diese Kamera ist einfach aus Mordor, ey. Bei diesem Baum da, ne? Ja, exakt die. Oh nein. Oh, ein bisschen zu fröhlich ist sie da rumgehüpft. Hat den Tunnel schon? Und stirbt, wenn man ihn berührt. Das habe ich verstanden, aber warum genau? Ah, das hat ja Nähe gut gemacht. Es sind diese. Wenn man so verletzt wird und dann so umfällt, da rollt man oft einfach noch zu weit. Au. Sie scheitern wirklich alle an diesen großen Sprüngen bei den zwei Säulen. Der Einzige, der bisher ein bisschen weiter gekommen ist, oder wohl, war das jetzt Krogi oder Janina? Der ist durch das. Nee, ans Loch war Janina, oder? Ja, das war Janina. Und Krogi hat die zwei. Ist, oh, man kann zwei Säule geschafft. Schleudern lassen. Ich wette, es gibt auch hier wieder ganz viele Möglichkeiten, um sie einfach nur zu katapultieren. Ja. Durch die Feinde sozusagen einfach beschleunigen zu lassen. Mhm, das denke ich auch. Man stirbt ja nur, wenn du runterfällst, oder? Wenn ich das richtig sehe. Jetzt zum Beispiel bei Janina. Oder auch hier bei Krogi. Oder gleich auch bei Florentin. Ja. Ach, der Fußfeger da bei Florentin. Da ist er zu früh. Hält auch sehr langsam. Können wir vielleicht allen nochmal das mit dem Rechtsklick am weitesten gekommen erklären? Dass sie die 3 Minuten vielleicht nochmal definitiv nutzen können. Könnt ihr uns hören? Ja. Ihr könnt mit dem Rechtsklick euch quasi, ja, wie nennt man das? Die Ragdoll-Physik aktivieren. Das kann man nach einem Sprung benutzen, um zum Beispiel durch dieses Loch zu kommen. Vermuten wir. Das ist nicht so, dass wir das Spiel entwickelt hätten. Ihr habt das Spiel entwickelt. Wir haben damit nichts zu tun. Das Valentin Herre und Doom Design programmiert haben, möchte ich, dass sie entlassen werden. Oh, ja, und der will aber der Arzt. Wie du weißt, erfüllen wir dir jeden Entlassungswunsch. Ne? Ja, machen wir. Wir können dir gar keinen Wunsch abschlagen. Du weißt ja, eigentlich heißt du ja auch Nina, aber da wir dir keinen Wunsch abschlagen können, hat sich der Name geändert. Also. Oh, jetzt holt vielleicht hier in den letzten Minuten der Florentin nochmal den Gleichstand. Ah, shit. Wenn jetzt beide. Oder also mehrere Leute einen Gleichstand haben. Könnte man ja sagen, jeder kriegt ein Leben, wie weit er mit diesem einen Leben kommt. Das nur so schon mal an die Regie als Tipp. Da, Krogi ist jetzt nämlich auch beim Loch. Und jetzt kommt die Ragdoll-Geschichte. Das muss man noch mal denen sagen. Man muss das denen wirklich noch mal erwähnen. Ich das Tutorial denkt gebraucht. Bitte an die Ragdoll-Geschichte. Bei dem Mann, jetzt steh auf! Okay, nicht so doll aufstehen vielleicht. Oh, diese dämlichen Baumwipfel. Erkennst einfach nichts. Oh, so knapp. Krogi war so knapp davor. Das ist lost hier wohl jetzt. Also bisher haben wir Krogi und Janina interessanterweise gerade der Florentin, der ja eigentlich bei so Getting Over jetzt. It so viel bewiesen hat. Nein. Hat's noch nicht geschafft. Also weißt du was, aber das ist so ein klassisches Ding, so Florentin, die ganze Zeit fummelt er da irgendwie rum und dann am Ende hat das analysiert und dann kommt er jetzt noch im letzten Run am weitesten das, oder so. Das kann sein. Das ist so ein Florentin-Ding. Ah, und da Krogi, sie alle scheitern am Sprung durch das Loch. Vielleicht muss man da auch gar nicht durch, vielleicht muss man da unter durch. Ja, bei Alt-F4 gab es durchaus verschiedene Möglichkeiten. Aber eigentlich immer nur, wenn du die Engine irgendwie ausgetrickst hast. Mhm. Also viel mehr ist es ja auch nicht. Das sieht eigentlich so einfach aus, aber ich glaube wirklich, das ist es nicht. Okay, wir haben die letzte halbe Minute. Aktuell führen immer noch Janina und. Aber jetzt siehst du, jetzt kommt nämlich die letzte große Chance oh mein von. Gott, ah, bitte da nicht. Verkackt. Warum tut sie das? Entschuldigung. Janina, warum tut sie das? Oh, ah, nein, Mann, das muss so schwer sein, da so drauf zu kommen. So, jetzt zählt es aber wirklich der letzte Versuch von allen. Einmal noch weiter. Also den habt ihr alle noch. Nein, das war's für Florentin leider. Da ist er raus, das war's. Krogi ist auch raus. Jetzt haben wir nur noch Janina mit ihrem letzten Nebel. Ah, ist auch raus. Ach, sie eine gewischt bekommen. Was ist das letzte? Wir machen das jetzt so. Wir haben zwei Leute von euch, ihr wisst ja welche, die es weit geschafft haben, nämlich bis zu dem Loch. Du, dass die das wissen? Ja, weil vielleicht auch nicht. Also, gelesen hab. Aktuell Krogi und Janina. Ihr beide, wenn ihr jetzt mal kurz wartet, wartet mal bitte am Anfang. Lasst euch umbringen und wartet am Anfang. Guck mal, Florentin, ganz kurz, guck mal, Florentin. Oh, mein Leid.
leider zu spät, er zählt aber auch nicht mehr. Aber er hat bewiesen, dass das kann. Ja. So, wenn jetzt eventuell mal kurz Krogi sich nach uns richten könnte. Ich war zuerst da. Fall noch mal kurz runter, Krogi. Ist vorbei, oder? Ja. Nein, ja, also fall noch runter. Du sollst zum Anfang gehen. Wir wollen euch beide noch mal sehen. Okay. Ach so, ihr beide habt nämlich es bis zum Loch geschafft. Ach so, jetzt höre ich euch. Und deswegen habt ihr jetzt beide ein Leben. Und egal, wie weit ihr jetzt kommt, das ist euer Beststand. Und dann gewinnt einer von euch beiden. Okay. Okay? Okay. So. Lasst euch also Zeit. Naja, das ist bei dem Spiel halt nicht so einfach. Also wer muss machen? Wir beide. Nein, nein, ihr beide, genau. Und Krogi, du und Janina. Ihr beiden habt. Nicht um Zeit, es geht jetzt, wer am weitesten kommt. Okay. Und wenn ihr beide gleich weit kommt, dann entscheidet, wer als erstes da war. Okay? Okay. Also Moment, ich muss mal ganz kurz, bevor ihr anfangt. Der Chat ist sich uneins. Die sagen, Tini hätte es noch geschafft. Ich bin natürlich versucht, das in zu glauben. In der Zeit? Sie sagen, er hätte es mit seinem letzten Leben noch geschafft. Ich glaube es ihm. Ernsthaft? Dann habt ihr alle drei jetzt noch mal ein Leben. Oh, okay. Das ist jetzt aber euer einziges Leben jetzt. Oh Mann. Aber ganz kurz, nur weil zwei, drei Leute im Chat das sagen, muss fair bleiben. Ich habe das auch, ich habe ja Tinis Versuch noch beobachtet. Ja, aber da muss man jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Also ganz kurz, ich erinnere mich so, dass während meines Runs die Zeit abgelaufen ist. Die Frage ist, ob der letzte Run dann noch zählt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Der letzte Run zählt, wenn die aus ist. Oh, das haben wir bei anderen ja auch gemacht. Okay, guck mal, der Chat ist nämlich 50-50. Ja, aber der, weißt du, der ist immer so unsicher. Wir müssen entscheiden. Mach einfach, aber ist doch egal. Ich weiß es auch nicht genau, ob ich noch Zeit hatte, als der letzte Run war. Ich weiß es nicht. Ich fand, du hast noch Zeit gehabt. Wir reden hier von ein, zwei Sekunden. Auch wenn es nicht stimmt, finde ich es immer noch. Fände ich es lustig. Du hattest 3 Sekunden davor gesagt, da, im Chat. Er war in der Zeit. Komm, wir können es jetzt nicht, wir können es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich finde, das wäre schon fair. Ey, mach einfach. Er hat ja den letzten Run vorher schon angesagt. Ja, aber das haben sie, ja, das stimmt, aber das haben sie nicht gehört. Das stimmt schon. Okay, dann machen wir das jetzt so im Zweifel für Florentin. Ihr habt jetzt alle noch eine Möglichkeit für euren Run. Und derjenige oder diejenige, die am weitesten kommt, beziehungsweise wenn ihr gleich weit kommt, als erstes da war, bekommt dann diese Punkte. Für die Sendung wäre es schön, wenn es nicht Florentin ist. Ja, das wollen wir. Aber mal gucken. Wer weiß. Mach's für die Sendung. Mach's für die Sendung. Nein, 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 nein. Wenn er jetzt gewinnt, dann hat er es auch absolut hat das verdient. Also, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, go! So, jetzt ist wirklich die Frage, wer zuerst komplett failt, weil jetzt, man möchte jetzt nicht als Erster rausfallen. Ne? Man kann sich auch Zeit lassen. Sowas. Die Wolken eigentlich. Was machen die Wolken? Die waren hier schon. Nur, ja. Die Wolken, jetzt kommen die Wolken. Würdest du eher warten, bis die anderen dran sind und gucken, wie weit sie kommen, oder wärst du einer, der losstürmt? Und das wie Ding Ray ist, Johnson. Ich glaube, wenn man so. Das war Alter, du, Florentin, das schon. Doch nicht. Florentin, war das mit Absicht? Erster Sprung. Okay, so. Oh, da! Okay. Oh Gott. Das war's für Krogi. Janina, du musst den ersten Sprung aber nur schaffen. Da ist er! Ja! Sehr gut. Sehr gut. Nice. Yes! Jetzt reicht. Yes! Schön. Und ich fand, das war auch verdient, weil sie war die Erste am Loch. Ich war am Loch. Sie war zwar nicht so gut im Abschleppen, aber sie war die Erste am Loch. Sehr schön. Darauf kommt's an, Nils. Und deswegen hast du dir auch diese Punkte verdient. Danke, herzlichen Glückwunsch. Wow, das war wirklich spannend. Und ich mach das noch zu Ende. Ja, das macht wie immer, macht zu Ende, ist egal. Aber wir gucken mal den neuen Punktestand an. Und da ist jetzt richtig Spannung im Kessel. Denn wir haben tatsächlich eine Situation, wer auch immer das nächste Spiel gewinnt, gewinnt die komplette Runde. Florentin 3 Punkte, Janina 3 Punkte, Krogi 4. Es ist noch nichts verloren. Selbst Krogi kann noch gewinnen. Da kann man natürlich hinterher drüber streiten. Ist das ein Sieg, den man will? Ja. Wenn man die ganze Zeit verkackt. Nein, das wäre mir egal. Ja, aber das win is win, egal, oder? Mit. Ja. Win is win. Herzlichen Glückwunsch an dich, lieber Krogi. Und ihr wollt jetzt natürlich wissen, was ist das letzte Spiel, was ihr jetzt um den Sieg bestreiten müsst. Unbedingt. Und wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen. Das hier ist das alles entscheidende letzte Spiel. Als Zoowärter hätte man es eigentlich ganz einfach. Wären da nicht nur die verdammten Tiere? Damn you! Da will man ganz entspannt seine tägliche Arbeit verrichten und plötzlich bewerfen die Affen einen mit Handgranaten? Oder der Elefant fährt in einem Golfkart Amok? Euch kommt diese Szenerie aus dem Zoo nicht bekannt vor? Dann werden wir euch nun mit dem Zookeeper Simulator ausreichend aufklären. Hoffentlich. Eine Person aus unserem Kandidatenfeld übernimmt die Rolle des Zoowärters, der im Zoo verschiedene Aufgaben bewältigen muss. Währenddessen versuchen die anderen Leute als Tiere, die Person davon abzuhalten.
Jeder spielt einmal den Zoo-Wärter und wer am Ende die meisten Aufgaben erfüllt hat, bekommt die Punkte und keine fristlose Kündigung. Das war jetzt etwas ungewöhnlich, deswegen werden wir jetzt noch mal ganz in Ruhe die Regeln erklären. Also, wir spielen abwechselnd. Jeder ist einmal der Zookeeper. Und die anderen sind die Tiere, die ihn aber an der Arbeit hindern müssen. So sieht das aus. Die Tiere wollen nicht, dass die Zoo-Wärter ihren Job richtig machen. Da fragt man sich auch, warum? Ist das nicht auch ein bisschen Selbstsabotage? Ja, aber wer kann schon in einen Affen hineinsehen, was für den, ne? Wir wissen es nicht. Wir alle sind weder Tiere noch Zoowärter in unserem Leben bisher gewesen. Wobei ich mich manchmal auch so fühle mit euch, ehrlich gesagt. Ja, ich wollte auch, das ist auf jeden Fall ein bisschen wie hier auf der Arbeit, ne? Ja. Also gerade so dieser eine Ragdoll-Elefant, der da gerade durch die Luft geflogen ist, das hätte auch eine Animation von uns irgendwie sein können. Wir sind selbst gespannt, wie es läuft, weil es ist diesmal was anderes. Diesmal können, wie gesagt, die beiden, die drei Kontrahenten gegeneinander auch kämpfen, ne? Weil, wie gesagt, die Tiere das ja aufhalten müssen. Wir wissen allerdings auch nicht, was die Aufgaben des Zoowärters sind. Das ist wahrscheinlich wieder selbst knifflig, das rauszufinden. Insofern hat ja eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, der anfängt, einen Nachteil. Wollen wir eventuell beide haben drei Punkte. Den Führenden anfangen lassen, aber wenn beide drei haben, ist natürlich schwierig. Ja, ich finde grundsätzlich das sehr fair zu sagen, dass die Führenden sich das aussuchen dürfen. Und ich würde einfach mal kackdreisten Regel etablieren, die hoffentlich auf Fairness fußt. Wir haben zwei Leute mit drei Punkten. Wir haben allerdings eine Person, die zwei Spiele gewonnen hat und eine, die ein Spiel gewonnen hat. Deswegen fände ich das fair, wenn Florentin sich aussuchen darf, an welcher Position er spielt, dann darf sich Janina aussuchen, an welcher Position spielt. Und Krogi muss nehmen, was übrig bleibt. Sehr salomonisch. Das war eine richtig gute Entscheidung, das so aufzuteilen. Also, wie sieht's aus? Florentin, wo möchtest du starten oder sein? Erster, zweiter, dritter Ende Platz? Zählt die Performance als Wert. Ich möchte was reingeben, genau, bevor wir das machen. Ja. Ja, also es geht doch eigentlich hier um die Gesamtpunktzahl am Ende, oder? Also es ist ja nicht die Regel, dein Vorschlag, Nils, fand ich nicht schlecht, aber was ist mit dem guten, alten, klassischen Schnick-Schnack-Schnuck? Also jetzt mal ganz ehrlich. Weil es wird ja klar sein, dass ich dann an letzter Stelle starten werde. Das ist jetzt ja schon klar. Ja, Michael Krugmann, jetzt schon Michael Krugmann, ich finde es fantastisch, dass du mit diesem Ehrgeiz noch versuchst, deine Ausgaben Ausgangsposition zu verbessern. Das kann ich sehr respektieren und ich fühle es und ich finde das richtig klasse. Ja, das ist dennoch gesagt, ist natürlich meine Entscheidung leider in Stein gemeißelt. I see. Weil wir natürlich ein bisschen, also so, mal, wir haben ja die Situation jetzt so, dass quasi das letzte Spiel alles, was bisher passiert ist, nichtig machen kann. Und ich bin Fan davon, dass man eben auch die Erfolge, die einen an diesen Punkt gebracht haben, auch irgendwie würdigt. Und es wäre natürlich auch ein bisschen ungerecht. Also wäre das bei dir beim Fünfkampf beispielsweise in der Leichtathletik auch so, dass die Leute, die vorher schon scheiße waren, am Ende auch den weitesten Sprung hinlegen müssten. Ja, den wird noch in Flug geschossen. Du hast ja zum Beispiel oft eine Situation bei einem Qualifying, dass die Leute, die im Qualifying gut waren, dürfen vorne starten und die, die schlecht waren, müssen hinten starten. Deiner Logik entsprechend müsste man nach dem Qualifying nochmal Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer als erster startet. Das stimmt, nur wir sind ja, okay. Krogi, wir sind hier leistungsorientiert. Es ist hier in die Tonne und Kinderquatsch. Anscheinend hat Wirt schon Machtwort gesprochen und ich bin auch schon Wächter. Oh. Ah ja, dann ist ja alles klar. Anscheinend wurde hier was entschieden. Nachdem der Nils das hier gerade so wunderbar erklärt hat, müssen wir dann natürlich eigentlich schon jetzt. Leute, können wir uns mal auf irgendwas einigen? Ja, also, Florentin wählt jetzt. Florentin, ganz kurz, ich sag jetzt noch einmal. Florentin darf entscheiden, an welcher Position er startet. Dann darf Janina das entscheiden und dann ist Krogi. Was meint ihr mit Position? Es gibt doch nur zwei Positionen. Aber wenn, dann meinst du ich, Krogi, Janina, oder? Ah, nee, Quatsch. Ich sag's jetzt auch einmal ganz kurz. Hört mir mal hinzu. Ich weiß, ich hab's verstanden. Die Frage ist, was besser ist. Es ist logisch. Es ist ganz logisch. Verständlich. Ja, es ist hundertprozentig logisch. Ich bin Skill Arena Profi. Bin der Sieger der meisten. Ich weiß genau, was du machen musst. Dir ist es auch vollkommen klar. Es ist ja so, ihr dürft auch nicht vergessen. Es ist vollkommen logisch. Ja, aber die anderen checken ja als Tiere auch mehr, was sie machen müssen. Das wollte ich gerade sagen. Also, man hat in beide Richtungen hat man was davon. Wenn man als Letzter dran ist. Wärter oder Tiere? Ey, wir was hat gespielt? Das höhere Skill-Ceiling? Also ich würde sagen, es ist immer besser, wenn du mehr weißt. Also ich habe mal an einem Theater den Wärter gespielt und das war relativ anspruchsvoll. Um Himmels Willen, Leute. Ich möchte anfangen als Wärter. Ich fange an als Wärter. Okay. Oh, okay. Florentin fängt an als Wärter. Das ist eine sehr mutige Entscheidung. Auf jeden Fall. Jetzt respektabel. Ja, wirklich. Finde ich gut. Er hat auf jeden Fall viel Selbstbewusstsein. Jetzt darf Janina sich entscheiden. Möchtest du
zweite oder dritte Wärterin sein? Dritte. Okay. Dritte. Damit ist Krogi in der Mitte. Das ist eigentlich ganz gut für dich. Mhm. Ja, besser als gedacht. Ja. Okay, und damit fängt der Florentin jetzt gleich an. Wir freuen uns drauf. Das Spiel ist hoffentlich bereit. Was muss ich denn machen überhaupt? Ich muss die Aufgaben erfüllen, ne? Du musst, ja, wir wissen nicht welche. Es wird dir wahrscheinlich angezeigt. Die anderen beiden müssen dich daran hindern. Okay. Und wir nehmen, wir dürfen uns hier aussuchen. Ich wollte gerade sagen, das ist okay. Ich denke, ja. Mhm. Okay. Ja. Sagt, wenn wir können. Okay. Ja, dann machst du mal deinen Countdown. Das machst du ja so unnachahmlich. Okay, gut. Wer hat das Echte in 3, 2, 1, 0. Da sind sie. Okay, da hat sich Krogi für den Affen entschieden. Oder der Affe für Krogi. Hab ich doch direkt den Sack. Den hat Florentin nicht gesehen. Da liegt doch direkt der Sack. Links ist der Sack. Den sieht er nicht. Das ist der Sack, den musst du aufsammeln. Aber oben links steht Finding Sharks. Ja gut, das ist schwer bei den Spinnen, bei den Amphibien. Also man sieht bei Florentin oben links unter der Bohne, sieht man die Aufgaben. Man sieht sie aber auch bei den anderen. Also man sieht sie auch bei Janina zum Beispiel. Das sind die Delfine, das ist Wasser. Okay, ich hätte also gewählt, er muss den Müll im Restaurant ein Kaffee, die verlorene Spinne, ein Modell in der Zoo Experience reparieren, eine Giraffe heilen und die Haie füttern. Und das will Janine auf jeden Fall schon im Visier den Zoowärter hat. Aber er ist natürlich so ein Elefant, ist halt auch einfach umgeschmissen am Zaun. Steffen Schieder. Der Elefant ist tot. Steht wieder auf? Der Elefant ist tot. Nee, er ist leider doch wieder da, aber er hat Zeit verloren. Kann man das nochmal wechseln, sein Tier? Darf man sein Tier nochmal wechseln? Ich denke, es ist vorbei. Aber ich würde auch beim Elefanten bleiben. Oh, 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 oh! Da, der Affe! Oh, Vorsicht, der Affe Vorsicht, und der... Oh, da haben sie... Jetzt haben sie ihn. Ram ihn um! Aber der Elefant rollt wiederum. Oh, das kleine Affe... Oh, er rollt. Das ist ja süß. Das ist ja fantastisch. Bislang hat Florentin aber auch noch nichts... Er hat zwar Dinge eingesammelt... Aber er hat noch nichts geschafft. Er ist so ein schlechter Zoki, wir müssen ihn umbringen. Los, der Affe heißt Gregor übrigens. Du bist Gregor. Ja, natürlich. Okay, auf jeden Fall ist aber der Krogi. Aber der hat keine coolen Moves, der Affen. Also, der kann sich rollen, aber wie soll er ihn umbringen? Krogi hat die Fährte aufgenommen. Ja, er kegelt den Zoowärter weg. Ah, ich hab einen Taser. Sorry, ich hab einen Taser. Aber der Affe ist auch sehr mobil, ne? Also schon schwierig, ne? Der kann ganz schön, aber der Elefant ist dafür sehr stark. Aber oh, guckt er das an. Oh, da, der ärgert er sich. Guck mal auf den Boden. Ei, ich ärgere mich. Da fliege ich wieder rum. Oh, nicht mich. Stampf ihn. Das sieht fast so aus. Stampf ihn doch einfach. Da. Liegt doch am Boden. Oh, da kommt ein Pups. Oh Gott, was auch immer da passiert ist, es hat dem Zoowärter geholfen. Vielleicht sollte der Zoowärter über die Gehege sich bewegen, weil hinter die Zäune kommt der Elefant nicht. Das stunt ihn, genau. Aber es ist natürlich ein Heimvorteil für die Zootiere in dem Fall. Ah, da haben sie ihn. Er kommt nicht weg. Er muss, glaube ich, einfach mal ins Gehege rein. Ja. Also, bald auch keine Energie mehr. Es wird auf jeden Fall immer weniger. Also der Affe ist auch imbar, weil der so schnell ist. Ja, wird ja eine Aufgabe. Aber unten links steht ein Taser. Vielleicht hätte Florentin eigentlich auch da. Da war der Taser gerade. Ja. Den hat gerade Krogi benutzt. Vielleicht könnte ihn eben auch der Florentin benutzen. Habt ihr dieses Spiel programmiert? Ja. Das ist ein Rocketball. Vielleicht sollen wir ihm das schnell sagen. Oh, er hat verstanden. Er ist über Bomben gelaufen. Wir liegen Bomben. Oh. Man kann seine eigenen Tiere mit Handgranaten außer Gefecht setzen. Das ist ja fantastisch. Er hat aber jetzt tritt er drauf. Wichtig ist, finde ich auch, dass Florentin weiß, dass er mit C tanzen kann. Was willst du mit der Handgranate, Zoowärter? Mit C kann man tanzen? Ja, meinen Schnabel kriegst du, meinen Rüssel kriegst du ins Gesicht, Florentin. Wo seid ihr hin? Okay, mit den Handgranaten, das ist gut zu wissen. Okay, die Energie geht zu Neige. Ja, hinter dir. Noch keine einzige Mission erledigt. Könnte sein, wie viel Zeit hat er denn, dass keiner hier eine Mission schafft. Oder was? Ja, dann machen wir alles nochmal. Dann wird die komplette Challenge wiederholt. Ja, null das ist Aquarium. Da ist vielleicht der Shark drin. Da sind wahrscheinlich die Haie, ne? Drei Haie füttern. Das macht ihnen aber auch Schaden. Ich glaube auch, die kommen nicht ins Aquarium rein. Also der Affe vielleicht. Dass ich wieder stehe. Oh, das ist tatsächlich nur für, oder? Hm? Ja, es ist aber, wir sind richtig. Oh, das macht mich ja vom Zusehen wahnsinnig, dieser Hallo! Affe. Der Löwe beißt mich. Geh mal weg. Guck mal, der Löwe kämpft. Oh, jetzt kämpfen die Tiere untereinander. Oh, der Affe, guck mal, der ist jetzt in dem Löwengehege und wird angenagt. Das ist das Problem, wenn keiner weiß, wer der Alpha ist. Dann ist komplettes Chaos. Tiere wollen eine Hierarchie. Ey, der Löwe ist halt schneller als ich. Wie werde ich den denn los wieder? Gleich ist er da. Affe regelt. Schön. Das war Krogi. Krogi hat auf jeden Fall mit dem Affen das richtige Tier gewählt. Kannst du mir sagen, wo ihr seid? Ist ein ganz natürlicher Ball. Schreibt doch. Ich weiß nicht, wo er ist. Achso. Oh, jetzt. Er ist in einem rosanen Golfcar. Jo, alles klar. Sehe ich.
Oh, jetzt hat sich hier Florentin hat sich ein motorisiertes Gefährt geholt. Auf jeden Fall eine gute Idee. Aber wo? Kannst du mir beschreiben, wo der langfährt? Oh, kann er eventuell jetzt... Nein! Oh, 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 was war... Ja, ne? Okay. Doch, hat er noch. Er hat Energie verloren, oh, das Auto brennt und wird explodieren. Er ist bei den Delfinen. Die Energie ist so gut wie weg. Oh, warte mal, da war noch Florentin Hai auf dem... Da bin ich auch. Ich glaube, die Haie sollen erlassen. Schon. Er müsste sich auf andere. Hier, hier ist er. Oh, oh, das ist es jetzt. Er hat sie. Oh, gut entkommen mit der letzten Energie. Ah, da kommt der Affe. Der kegelt sich, der kegelt sich ran. Ja, lauf in die Halle. Er hat keine Chance. Gibt's hier einen Hinterausgang? Kann man durch die Küche entfliehen? Nein, oh, er wollte sich das Messer schnappen. Das 100 Jahre. Hat nicht mehr so viel. Hat schon schnappt ihr das Messer, Idee. Will man ihm zuwerfen? Schnappt ihr das Messer? Ich messe halt den fucking Kaffee. Ich hab einen Kaffee getrunken. Ich hab einen Kaffee getrunken. Oh, lass ihn jetzt da. Hol ihn dir jetzt. Er ist nicht mehr da. Er geht raus, er ist nicht rausgegangen. Ich sehe ihn. Er ist auf dem Dach. Ah, wie geil. Da kommen sie nicht hoch. Kommen sie nicht hoch. Was ist denn da hochgekommen? Mit dem Kaffee halt. Alter. Ja, wütend. Da, erledige ruhig Trompete deine Mission da oben. Trompetet der Elefant. Ja, da kann man das Messer in der aber Hand. Da kann man, finde ich, auch fürs Leben lernen, weil das wäre eine gute Position, wenn mal im Chivachi Zoo die komm. Affen... Chivachichi. Okay, jetzt hat er ihn ausgetrickst, den Elefanten, und rennt auf der anderen Ecke runter. Frage ist, ich glaub, weiß er denn überhaupt, er was er machen schon, will? Da gibt's doch keinen zweiten Ausgang. Was macht der Mann? Da war er doch schon, Sackgasse. Er hat sich verlaufen. Oh. Was macht ihr so an eurem Donnerstagabend? Nein, sie haben ihn nicht gesehen bisher. Nee. Ach so, ist er wieder rein, er ist nicht halt in die Gebäude. Ja. Ein bisschen GTA jetzt hier. Ist er hier im rosanen Golfcar wieder. Oh, wir haben übrigens das Restaurant mit dem Café abgehakt. Also einen Punkt hat er schon. Oh, Hammer. Okay, das ist weißt nämlich, die Reihenfolge ist tatsächlich auch ist egal. Ich bin halt nicht so essen. Das kann man sich merken. Frage ich mich gerade, ob sich die anderen beiden das für ihren Run merken, ins Café gehen. Viele Giraffe with a bandage. Aber zum Beispiel das. Man sucht jetzt einfach die Giraffe. Das muss doch möglich sein. Ja, die muss ja noch heilen dann. Regie? Ja, aber erstmal finden. Das Einfachste müsste ja eigentlich jetzt sein, die Haie zu finden. Die müssen ja in einem Aquarium auch sein. Weißt du, wo er ist? Ich würde zum Beispiel alles, was mehr als eins ist. Ach, Feeding Sharks. Ich habe Finding Sharks. Nein, Feeding, aber. Weil ich immer links, wo das Logo ist, geguckt habe. Dann sieht's nicht, ne? Ja. Ja, das stimmt. Aber wir haben sie auch noch nicht gefunden. Bisher. Mit was kann man so ein Hai füttern? Auch mit Menschen einfach, dass man einen... Affen, Elefanten. Beides, ne? Was immer da ist. Haie fressen alles. Also, laut Chat kann man auch als Elefant mit dem Golfkart fahren. Komplett random irgendwo entlang. Da sehen wir nochmal die Missionen. Also die Giraffe könnte möglich sein, das Modell reparieren, und die Spinne ist natürlich schwierig, die kann überall sein. Aber, aber die anderen zwei sind ja lokal zu festzustellen, ne? Die anderen Missionen. Mhm. Da wird... Oh, das ist ja, also bei mir war ja, laut meinem Spiel war er gerade in so einem Auto. Da kann man einen Fake, kannst du eine Fake-Person setzen? Nein, das war er schon. Viele Leute. Aber du bist natürlich auch das Auto. Also da stand gerade nämlich sein Name. Wie kann man denn Giraffen nicht finden, ey? Das ist toll. Wie geht das denn? Ja, ich gebe auch zu, ich dachte, die Giraffen finden man einfach. Kannst du mal aus deinem scheiß Auto raus mit deinen 1 HP? Also das ist Run 1, ne? Das dauert 100 Jahre. Wirklich. Ja, gut. Aber jeder hat nur einen. Ist geil, egal. Hört dazu. Oh. Spieß geil irgendwie. Also so dumm ist es, irgendwie ist es geil. Ah, okay, jetzt hat aber der Florentin die Waffen langsam verstanden. Mhm. Also ja, genau, bleib da. Janina, ich glaube, genau da. Dass es schon eine gute Idee ist, dass er angefangen hat. Oh, der Elefant campt jetzt die Giraffen. Ich glaube immer, dass jetzt der Florentin vielleicht, wenn er die Tiere steuert, da ist sie. Oh, das ist eine gute Idee. Aber das ist ja auch, aber jetzt wenn er die tötet, können sie nicht mehr geheilt werden. Oh, er schleudert sie aber auch außerhalb, also... Also er könnte sie sogar woanders hinschleudern. Ja. Also dass der Zoogärtner sie nicht findet. Kannst du die noch füttern dann? Er muss sie ja heilen. Deswegen mache ich bei meinen Giraffen immer so einen AirTag dran. Ja. Dass ich nicht suchen muss. Das ist aber schon eine ganz schön hinterhältige Taktik, die der Elefant jetzt gerade hier versucht. Und du hast dich wirklich richtig weggewieselt. Die Giraffe zu bewachen. Du hast dich richtig weggewieselt. Wie groß ist diese Map auch? Es ist eine große Map, das stimmt. Es ist ein riesiger Zoo. Tja. Eine
Ausgrabungsstätte ist da auch. Währenddessen fährt die wirklich den ganzen Park ab. Da waren wir jetzt schon mindestens dreimal erkennbar an den Pyramiden. Ja. Ja, wir wissen ja, wo wir sind. Aber das ist auch gut für ihn, dass er jetzt sich nochmal eine Map im Kopf sozusagen zurecht fährt, weil er ja auch gleich nochmal als Tier dann orten muss, wo sich der Flieger befindet. Halt, ne? Jetzt muss ich aber auch sagen, er hat jetzt schon sehr lange keine Energie mehr. Ich bin gespannt, ob es jetzt quasi ein Schlag, ein Tritt jetzt bei ihm ausreicht. Was ist denn deine Taktik? Verlässt Florentin so. Will nach Hause fahren. Nee, Martin, scheiß nicht. Laber, schreib ihn hier an. Nee, jetzt hat er gelernt, das ist der Ausgang. Leider ist die Stechkarte noch nicht, ich darf noch nicht. Da muss er zurückfahren. Währenddessen trampelt Janina weiterhin auf der ohnehin schon ziemlich geschädigten. Ja, das Elefant ich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt, weil das natürlich eigentlich nicht im Sinne des Spiels ist. Ja, vor allen Dingen für die Giraffe kriegst du auch keinen Pfand mehr. Und ich kann dir sagen, wo die Giraffen sind. Die Spinne! Die Spinne. Das wäre natürlich genial, wenn er jetzt die Spinne findet noch. Er ist im Amphibientheater. Da sind die Spinnen. Aber er muss ja die verlorenen Spinnen noch auf. Dieses die hören uns nicht, oder? Okay. Aber können die sehen, wo Florentin ist, auf dem anderen Bild? Ah, da kam er von hinten, der Elefant, angeschlichen. Du hast kein Wort gesagt. Willst du uns deine Experience mal teilen? Das kommt ja der Schwachsinn. ich habe weder die Giraffen noch die Haie gefunden. Ich stand die ganze Zeit bei den Giraffen. Ich habe gekämpft. Aber jetzt habe ich zumindest eine Möglichkeit, die Spinnen zu finden. Ich weiß nicht, ob es so schlau war, als erster Wärter zu sein. Aber ich habe zumindest den Kaffee getrunken. Ja, also ich habe eine Sache geschafft und darauf bin ich stolz. Nochmal ganz kurz eine Frage. Janina, woran hast du gerade erkannt, dass Florentin im Amphibienbereich war? Der ist da vorne gelaufen. Ah, du hast ihn auf deinem Monitor gesehen, ne? Na, der ist doch die haben die ganze Zeit auf meinen Monitor geschaut. Die haben genau gewusst, welche Aufgaben ich habe. Das haben die auch gesehen. Ich hab schon oft Monitor gesehen, aber im Amphibienhaus habe ich ihn da in meinem Ding die Aufgaben gesehen. Stehen bei uns genauso. Ja, okay. Nein. Ich wollte nur wissen, weil das auf einmal, Janina sagte auf einmal erst im Amphibienhaus, ich wollte nur sicher gehen, dass nicht wir bei euch zu hören waren, weil wir nämlich in der Sekunde gesagt hatten, er geht ins Amphibienhaus. Und dann sagtest du, er ist im Amphibienhaus. Da wollte ich nur mal sicherstellen, dass du das bei dir auch fair gesehen hast und nicht das irgendwie durch uns verraten wurde. Gut, also Florentin hat sich. Aber ich hab schon geguckt. Hast du geguckt? Wir haben geguckt. Nein, ich. Wir gucken alle. Sag's doch nicht. Fuck it, ich guck auch. Ja, na klar. Mir ist das jetzt egal. Ich weiß. Ich will euch untergehen sehen. Natürlich. So. Aber wir haben mich nicht gehört. Wir haben die in der nächsten Schicht. Das müssen wir dann den ehemaligen Schimpansen. Quit Game, oder? Michael Krogmann, der jetzt als Wärter. Join Game. Auftreten wird. Private. Was war nochmal? Ja, aber das Spiel ist noch nicht offen, oder? Wir brauchen kurz ein Passwort. Aber deine Song. Was ist der zweite Teil? Aber des Passworts? Uns wird geholfen. Achtung, und irgendjemand muss starten. Eine Sekunde bitte. Ja. Wir sind Quit Game. Da wird kurz nochmal geholfen, ne? Was ist dein Lieblingstier? Mein was? Lieblingstier? Von denen, die wir gerade gesehen haben, also ich würde sagen, der Affe hat da ganz gut, wie der so den Zoowärter umkegeln kann, das ist ganz gut. Der Affe kann einen, der Elefant kann einen halt so richtig weit wegwerfen. Insofern, mir hat mal ein Pferd früher in die Hand gebissen. Insofern ist das nicht mein Favorittier. Aber ansonsten habe ich mit keinem Wesen aus der Tierwelt größere persönliche Probleme bisher gehabt. Warum hat das Pferd dich in die Hand gebissen? Weil ich es gefüttert habe mit der Karotte und eventuell habe ich die Karotte dumm gehalten. So mehr so. Also wenn das die Karotte ist, genau. Hast du sie so gehalten? So, ja. Ich war sehr jung und sehr dumm, aber ich habe gelernt, seitdem nie wieder Pferd. Das stimmt, ich gehe auch besser zu Fuß. Wie sieht's aus? Haben wir da schon... Genau, haben wir es jetzt für Runde 2. Da werden immer noch nicht Aufgaben erledigt. Ja, fast, glaube ich. Da werden noch so Strategien abgesprochen. So schnell werden aus Feinden Freunde. Ja, oder? Plötzlich müssen sie zusammenarbeiten. Frage mich, ob vielleicht der eine oder andere jetzt ein anderes Tier nimmt. Florentin, hast du vielleicht schon überlegt, welches Tier du haben willst? Auf jeden Fall. Ich habe vorhin die Liste der Tiere gesehen und da war das wahrscheinlich gefährlichste und aggressivste Tier, das es gibt, der Pinguin. Und werde ich ihn jetzt schnappen und zerstören. Ja? Ich bin gespannt, wie der Pinguin läuft, was seine Fähigkeiten sind, ob der irgendeinen Spezialangriff hat. Hat dir denn geholfen, dass du dich jetzt ein bisschen in dem Zoo schon auskennst? Vielleicht, das werden wir sehen. Also ich dachte, dass die Tiere schwerer zu spielen sind und ich davon profitiere, dass die noch nicht wissen, was los ist und ich schnell meine Aufgaben machen kann, bei 2 gegen 1.
ist die Frage, weil ich habe jetzt einige Sachen schon verstanden im Laufe der Zeit, die jetzt wahrscheinlich kennen, aber das gilt für beide Seiten, von daher ich bin sehr gespannt, ja, wer hier gewinnt, Mensch oder Tier. Gut ist ja auch, du weißt, wo einige der Missionen sich befinden und insofern kannst du dann schon auf die lauern, auf den Zoowärter. Ja. Ich bin sehr gespannt, der Krogi ist bereit. Yes. Okay. Sind wir so wieder Affe? Okay, los geht's. Ich war gerade Elefant. Auf was? Soll jemand zählen? Ja, Simon zählt. 3, 2, 1. Er nimmt tatsächlich den Pinguin. Ich hab das mal machen wir jetzt mit oder ohne? Oh, siehst du, genau so einen Angriff habe ich erwartet. So schlecht. Der bringt sein eigenes Eis mit. Das ist ja fantastisch. Also beide sehr schnell. Ja, beide so kleine Tiere auch. Schwach, aber schnell. Elephant-Area. Ja. Jetzt ist die Frage, finden Sie erstmal einen Elefanten. Krogi, ja, sie haben ihn schon. Weißt du, wo die Elefanten sind noch? Krogi sammelt Kot auf. Es geht darum, oh, der hat natürlich eine sehr einfache Arbeit jetzt ganz am Anfang, ne? Sechsmal Code hat er schon. Das war richtig schnell. Und ich glaube, er findet auch noch den Rest. Dann hat er einen Punkt. Zack. Und ist direkt gleich kann gezogen. Kann man den Elefanten nicht finden auch? Mit Florentin. Entschuldigung, junge Dame. Oh Mann, das sieht sehr, sehr gut aus für ihn. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass der so schnell diese erste Mission erledigt. Krass. Ja. Da das. Das war krass. Wo war denn der Starting Point überhaupt? Das muss ja da nahe da dran gewesen sein. Jetzt muss man sagen, er hat natürlich auch andere Aufgaben bekommen. Bist du im Auto? Er hat eine einfachere, er hat direkt hier gestartet. Ne? Irgendwie muss man das auch schon sagen. Das stimmt. Aber das ist nun mal das Spiel. Es ist Zufall. Ein bisschen Zufall. Es ist auch ein bisschen Glück, es ist auch ein bisschen Zufall. Was macht er jetzt hier? Ich glaub, Clean Aquariums. Oh Gott, jetzt hat er schon. Das gibt's doch nicht. Was macht der? Hat der das schon mal gespielt? Der macht ja hier einfach einen Speedrun. Da war eben noch ein Köln, den hat er übersehen, aber der ist der Köln. Und damit hat er eine, oh, er hat jetzt schon mehr Punkte. Das ist ja unfassbar. Als Florentin. Das bedeutet ja auch, er hat jetzt schon 7 Punkte, wenn er gewinnt. Und wäre damit auch der Sieger, aber wäre jeder, der jetzt gewinnt. Der Löwen, Salber. Also jetzt muss er noch. Einmal noch ins Cable Car. Also die Aufgaben sind deutlich einfacher zu erfüllen. Er weicht aber auch gut aus. Nee, wir laufen weiter. Wir sind jetzt 2 Punkte bisher für Krogi. Er weicht wahnsinnig gut aus, dem Affen. Ah, da hat er ihn. Oh, ja. Jetzt muss er dranbleiben. Aber kann ihm aber, glaube ich, nicht so viel Schaden machen. Nee, der ist ein glitscht Florentin. Aber so richtig geil auf seinem Bauch die ganze Zeit. Guck mal, jetzt muss er nur noch da rein. Jetzt hat er schon den dritten Punkt. Er muss jetzt 15 Sekunden quasi in diesem Ding da fahren. Er fährt. Also der Krogi spielt das gerade, als hätte er es schon vorher gespielt. Das ist genau, was er macht. Ja, es sind 2 pinke Autos. Okay, er muss noch den. Ist das so? Oh, da ist schon das Kamel. Oh, aber guck mal, eine der Aufgaben ist einfach nur 15 Sekunden mit dem Wagen fahren. Ja. Fährt weiter. Das ist ja krass. Guck mal, jetzt muss er noch. Das hätte ja Florentin vorhin auch einfach zweimal gemacht. Florentin, ich brauche ein bisschen deine Hilfe. Ja, ich sehe ihn da. Aber ist das ein unterwegs? Ist das hier? Das ist ja nicht das Cable Car. Tut mir leid. Ach nee, stimmt, das ist gar nicht das Cable Car. Okay, ich dachte. Oh, da ist der Affe mit dem Golfkart. Überrollt. Cable Car ist die Seilbahn. Ja, damit ist ja Tini von auch gefahren. Das heißt, bei den Affen. Ich bin da oben sieht man sie auch schon am Horizont. Ja, ja, da bin ich. Na, da ist Gregor. Da ist Krogi gut abgehauen gerade. Ich sehe ihn nicht. Florentin. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ich bin bei den Affen. Der Pinguin auf dem Scheißdingel. Jetzt sprechen einfach unterschiedliche Sprachen. Ja, ne? Die können sich nicht verständigen offensichtlich. So nutzlos, tut mir leid, aber ich sehe ihn überhaupt nicht. Wir fahren wieder weiter bei den Löwen vorbei. Immerhin hat der Pinguin den Sonntagsanzug an für den Sonntagsfahrer. Und jetzt haben sie hier so eine GTA-artige Verfolgung. Wahnsinn! Richtig gut! Aber Walking a Camel haben wir auch. Oh, also wir haben hier echt 3 von 5 Aufgaben bewältigt. Brauch dich. Der Pinguin. Der arme nutzlose Vogel. Ja. Der ist auch voll. Über die halbe Map. Da brennt das Auto. Das erste Mal, dass ein Pinguin fliegen konnte. Das ist für ihn wahrscheinlich auch eine Erfolgsmeldung. Und die Explosion hat den Zuwärter auch noch ein bisschen verletzt, aber der hält viel aus. Der hat schon anderes erlebt. Er ist Veteran. Geht jetzt. Veterinär-Veteran. Weiter zu den Klos. Oh, aber der Affe ist immer auf den Fersen. Wie hebt man denn die Sachen auf am Boden? Und jetzt geht's wieder. So ein Wettrennen mit so diesen 2 km/h schnellen Golfkarts. Ah, und dann natürlich nimmt er jedes Hindernis noch mit. Na gut, er ist ein Affe, ne? Was erwartet man? Scheiße, Alter. Oh. Währenddessen geht er in das Cable Car. Ich glaub's ja nicht! Ich glaub's ja nicht! Oh. Ah, aber jetzt kommt der nächste. Oh, aber sie haben ihn gewittert. Riesenrad denn? Das ist natürlich jetzt lustig. Tut mir leid. Er wartet auf das Cable Car.
aber sie warten auf ihn. Ich schlage ihn. Wir kämpfen jetzt gerade. Ah, okay. Ich habe mein Riesenrad. Da kommt der. Oh, da kommt das Chemiker. Ich weiß genau, was er jetzt vorhat. Jetzt will er sich so einmal ranpirschen. Ja, ja, ja. Will wahrscheinlich noch auf das Haus oben drauf, aufs kleine Dach. Das ist wieder bei Drink and Coffee. Oh. Sie sehen ihn nicht. Und er schafft es halt. Ja! Er hat drei geschafft. Ist das geil! Aus dem Ding rausgeschossen. Gut von Janina. Also, das hat sie gut gerettet. Er hat aber trotzdem die Punkte bekommen. Finde ich ein bisschen unfair, weil das waren keine 15 Sekunden, aber er hat den Punkt bekommen. Es fehlt nur noch einer, er hat 4 von 5. Fast perfekt. Gibt Bananas to Monkey. Wenn er jetzt Janina 3 Bananen gibt, hat er schon. Wir müssen dann mal schauen, am Ende, wenn Janina auch alles schaffen sollte, was ich hier, also die Krogi legt ja so dermaßen vor, dann müsste man vielleicht schauen, wer schneller war. Auf wen gehen wir nochmal? Auf Gregor? Das ist, also der Krogi, der ist ein Tier. Das ist animalisch, was er hier hat. Das ist unfassbar. Du bist richtig. Okay, oh, jetzt hat er den Affen, er füttert den Affen, die Banane kommt. Oh, er hat ihn irgendwie umgenockt und rübergestolpert. Und getasert. Geh drauf, ich meine Granate macht der Affe, ne? Janina als Doppelagent. Sie kann sich hier natürlich auch verstecken, weil Krogi sieht keinen Namen. sieht doch den Namen, oder? Sieht er den Namen über dem Affen? Kann er halt keinen Schaden machen, weil ich nichts in der Hand habe gerade dafür. Das heißt, er weiß nicht, welcher der Affen die Bedrohung ist. Ja, wahrscheinlich der ihn haut. Ja. Aber es ist, sie lässt aber auch locker, ne? Verstecken. Sie kegelt ihn um. Ja. Aber das muss ja auch. Oh, da kommt noch, jetzt haben sie vor beiden Seiten. Ja, der wird noch gefreezed. Aber er hat einfach zu viel Energie. So kennt man Krogi. Das ist wirklich wahr, denn die Tiere können ihn nicht klein machen. Ja. Alter. Währenddessen versucht. Ja, Florentin jetzt hier. Ich bin dran an ihm. Schön. Nah dran. Aber eigentlich geht es ja nur noch um die Affen. So eigentlich lockt er sie jetzt weg, um dann doch wieder zurück zu den Affen zu fahren. So sieht das aus. Und sie lassen sich auch drauf ein. Sie könnten ihn ja auch einfach entkommen lassen. Mehr Punkte kann er eh nicht machen. Aber sie sehen das nicht. Die Scheißaffen nehmen halt keine scheiß Bananen an. Die haben jetzt Tunnelblick. Mhm. Die sehen nur noch. Die sehen noch den Krogi. Aber ich meine, sie müssen ihn ja auch töten. Von daher ist das schon okay. Bei dem Card jetzt beim Burger Place. Burger dann bei den Holzbrücken. Dieser Pinguin ist. Jetzt guckt, dreht er sich auch um, wenn er rückwärts fährt. Er dreht sich so um. Ja, klar, Schulterblick. Das ist ja schlimm. Bei Elefanten. Dabei hat so ein Pinguin nicht mal wirklich Schultern. Ja, wer ist denn jetzt da schuld, wenn du als Pinguin Zoo-Leute umfährst? Wenn du als Pinguin keine Schultern hast, hast du auch keine Schuld. Missverständnisse mit den Passanten. Letztendlich müssen wir eigentlich nur zu den Affen und die abcampen. Na, siehst du, da hat Janina das Richtige gesagt. Mhm. Aber es geht ja hier nicht um taktisches Warten. Wir wollen ja auch was sehen. Wir wollen ja ein Abenteuer erleben. Währenddessen versucht das Krogi weiter mit der Bestechung. Oh, ich hab nicht einfach umhauen. Nee, erst bei den Affen, erst im Affengehege. Vielleicht fehlen ihm auch die Bananen und er muss sie erst bekommen. Ist das weggeworfen? Vielleicht muss man die erst einsammeln. Gar nicht. Ich bin ein Affe und ich komme nicht ins Affengehege. Ja, wenn der Zaun so leicht zu überqueren wäre, wäre es ja auch ein sehr ineffizienter Gehegezaun. Okay, ich bin auch am Affengehege. Gibt's mehrere Affengehege? Oh, da ist nur eine Granate. Sehr großen ist ja. Muss ein amerikanischer Zoo sein. Da war doch hier die Banane gerade in dem Korb. Okay, rotes, grünes Kart fliegt durch die Gegend. Da sind die doch. Bist du das? Da ist doch die Banane. Ist er. Auf dem Dach? Ja. Ich glaube, er könnte es jetzt schaffen. Ja. Explosion, aber er ist ja nicht mehr drin. Ah, der Zaun! Oder? Jetzt hat er es geschafft. So, die erste Banane wird abgegeben. Ich weiß nicht, geht wundervoll. Er muss sie einfach rüberwerfen. Das heißt, er muss gar nicht über den Zaun hüpfen. Er muss sie wahrscheinlich einfach reinschmeißen. Ja, da hat der erste hat sie geholt. Er muss sie nur rüberschmeißen. Aber das hat er, glaube ich, nicht gesehen. Oh, nee, die hat er leider. Ja, die Banane ist natürlich auch wie ein Bumerang geformt. Ja, also die kommt immer wieder zurück, wenn man sie schmeißt. Und jetzt einfach schmeißen. Ja, okay. Oh, und da kommt die dritte Banane. Jetzt hat er es gleich. Monitor, das Sofa. Da macht der cleart er hier das komplette Feld. Der Mann wird eingestellt. Das weiß ich. Der ist im Affengehege. Der hat seine neue Profession gefunden. Mit den Affen, da kann er. Ins Wasser geworfen. Jetzt nimm doch nicht die alte Banane, nimm eine neue. Die sind aber auch wählerisch. Ich komme als Affe nicht ins Affengehege. Du musst das als Pinguin irgendwie lösen. Ja, Türsteher, auch die lassen nicht jeden rein. Deswegen haben wir einen Pinguin im Team. Ja, komm. So, jetzt hat er es geschafft. Da hat das Gauch. Der Affe, ja! Das war ganz überragend. Wow.
Gott, super stark. Mach du gleich von auf. Von 5. Ja. Krogi. Oh, Krogi, ey. Ja. Ist es stressig, starkes ja, ne? Ding, ey. Ja. Da sind die Haie übrigens. Da sind sie, ne? Wow. Tja, wer will ich jetzt das gewinnen? Das war beeindruckend. Jetzt muss man dazu sagen, Krogi, du hattest ein bisschen leichter, weil du ganz am Anfang direkt bei den Missionen gestartet bist, ne? Das stimmt, wie war das aber, für dich? Das stimmt wirklich, aber ich war ein bisschen enttäuscht erst, weil ich dachte, dass ich die gleichen Aufgaben bekommen würde, wie Florentin sie hatte. Das dachten wir alle. Ach so. Das waren halt komplett andere Aufgaben. Und dementsprechend, ja, konnte ich mich nicht drauf einstellen, aber du hast recht, ich stand ganz gut. Und das hat sich dann so ergeben. Aber es war trotzdem tricky, alles genauso rauszufinden, wie es dann eben musste. Aber ja, du, das habe ich bei der Skill Arena gelernt. Das muss ich jetzt mal sagen. Dieses Spiel ist ein Skill Arena Spiel. Ja? Ja. Ja. Ja, wirklich. Ja, ja. Deswegen. So Aufgaben erfüllen und so. Aber ich muss auch sagen, ich hätte gedacht, dass du im Vorteil bist, wenn du das entscheiden kannst und sagst, du bist das die letzte Person, aber du hast es ehrenhaft gemacht. So. Ja, einfach dumm. Ja. Also, ja, er dachte, er hat es zu seinem Vorteil. Ich dachte, ich war schlau, aber ich war nicht schlau. Aber wer war schlau? Ja, du warst schlau. Okay, Tini, welches Vieh nimmst du? Fisch. Ganz kurz, bevor ihr sucht euch schon mal was aus, sprecht euch ab. Ich möchte noch mal ganz kurz die Dramaturgie des Momentes herausschälen und den Zuschauern auf die Essensschüssel packen. Denn wer jetzt gewinnt, gewinnt die In-die-Tonne-Challenge. Florentin als Titelträger ist raus, aber er ist jetzt noch Trittbretthalter des nächsten Königs und er kann mitentscheiden, wird es Krogi, der gerade richtig gut vorgelegt hat, alle Aufgaben als Zookeeper erfüllt hat, oder wird es Janina? Einer von euch beiden darf sich heute die neue Krone aufsetzen und ihr dürft jetzt wählen, wer seid ihr, wer ist euer Sternzeichen, welches Tier und Krogi ist der Zoowärter. Schlangenträger. Kommunikation Krogi, ne? Ja, also genau. Er ist hat schon drauf geklickt. Ne, ich habe einen Affen genommen, natürlich. Okay, dann klicke ich schon mal auf Fisch. Willst du den Fisch nehmen oder willst du den Elefanten nehmen? Nimm Fisch. Was? Gebt ihr uns einen Countdown? Was kann der Fisch? Ey, der kann viel. Okay, cool. Gebt ihr uns einen Countdown? Sammeln ja, wir machen den Countdown. Muss natürlich der Fisch werden. Okay, es geht los. Es geht jetzt ums große Finale und den Gewinner mit dieser letzten Runde. 5, 4, bist du, Florentin? 3, 2, 1. Er nimmt so ein Regenbogenfisch hier. Wie heißt das? Das ist ja mal Nemo. Das Nemo, ist eigentlich, ne? Nemo. Ja. Das sieht ja fast aus wie der Pixar-Film, mehr oder weniger, was wir da sehen. Ja. Da kriegst du doch so Schuppen. Du rubbelst dir doch die Schuppen ab. Ja, das stimmt, ja. Wenn du so rumgläst. Aber vielleicht ist das auch angenehm. Wer weiß schon, wie sich ein Fisch fühlt. Ich fände es auch lustig, wenn Fische einfach so. Ne, einfach ja, das, wenn es einfach normal wäre. Und die hätten auch so kleine Zylinder auf oder so Hütchen. So. Ja, klar. Guten Tag. Oh, guck mal, wie der Fisch. Ja, wir fahren Taxi, Uber. So, wunderbar. Okay, der Fischsteuer, es muss uns einfach jetzt egal sein. Ja, ich glaube. Der Fisch fährt rum. Also, wir können da kurz die Ziele der Zoowärterin einmal zusammenfassen. Okay, Clean da, Parkways. Was steht da? Head, Giraffe. Wieder die Giraffe heilen. With the band. Aquarium. Das sind Clean die Aquarium, ja. Walking around a camel hier und plus Pferden schwimmen. Ja. Sehr gefährlich. Oh, das ist richtig gefährlich. Hallo, guck mich. Hier haben wir also jetzt wieder 5 Aufgaben. Hier wurde vom Park eine Sache schon aufgeräumt. Siehst du sie? Zwei Sachen aufgeräumt. Mhm. Also da legt jetzt Janina auch los. Aber es sieht für mich doch auf den ersten Blick so aus, als hätte sie, sag ich mal, auch wieder kniffligere Aufgaben, die ein bisschen länger dauern könnten. Oh, ich hab jetzt die Giraffe. Das ist meine Giraffe, ist sie? Ja, sie sucht ein Kamel. Ja, nee, doch, heilen. Ja. Muss die Giraffe, aber sie macht das einfach. Ah, da. Sie muss und, sie geheilt? Giraffe sein. Oh, ist das bitter. Sie war fast so weit. Aber hat sie denn auch das richtige Item? Oder muss sie hier wie die Bananen nochmal das Medipack holen? Sind die Giraffen bei den Elefanten? Aber sie ist smart, dass sie jetzt da nicht auf Krampf bei den Giraffen verharrt, sondern sie macht direkt weiter, räumt weiter auf. Sie ist bei den Elefanten, genau neben den Elefanten. Mit dem Kamel laufen sollte schnell gehen, mit den Flusspferden sollte auch schnell gehen. Komm zum Elefantengehege. Ah, ich sehe sie, ja. Jetzt läuft sie zu den Spinnen oder Amphibien. Okay. Oh, würde mich das irre machen, wenn mich die ganze Zeit so ein rollender Affe verfolgt. Das ist so unangenehm. Richtung Berufsrisiko. Das merkst du irgendwann gar nicht mehr. So, jetzt sind wir hier wieder auch bei den Aquarien. Die können ja auch wieder sauber machen. Ja. Das schafft sie, glaube ich, schnell. Ja, aber mit dem Affen quasi. Im Gepäck, ja. Das ist schwierig. Aber es geht schnell, wie du siehst. Der Affe hat natürlich auch einen enormen Radius. Also der muss auch wenden. Der Wendekreis des Affen ist einfach zu hoch. Im Wendekreis des Affen. Irgendwie ein wunderbares Buch. Oh, da wird er aber quer durchs Aquarium gekegelt. So, du hast alle. Janina, du hast sie alle.
Das nicht im Aquarium. Das, man sollte meinen, das ist für den Fisch sowas wie ein Heimspiel. Ja. Aber er hat ihn trotzdem Aquarium? Nicht erwischt. Nee. War der Fisch eventuell doch eine falsche Entscheidung? Oh Mann, ey. Ja. Ja, sie im Vorbeilaufen sie kann da? Sie natürlich wunderbar auch aber aufräumen. Nicht, sie haben sie jetzt sie verloren, das ist super. Weil sie hat hier wären die Haie. Oh sie nein. Sie hat die Aufgabe nicht. Jetzt hat Florentin seine Mission von damals gerade verstanden. Ich sehe sie. Doch, Fisch sucht Karat. War gestern. Kaffee, bei der Kaffeebar. Sie ist bei der Kaffeebar. Das Kart genommen. Bandage. Kaffee, jetzt ist sie bei den Sharkies. Im Aquarium? Bei den Sharkies. Ne, sie fährt also, jetzt pink Janina Kart. Janina macht das souverän. Ja. Pink Kart. Sie entkommt immer wieder. Sehe ich. Nehmen die Verfolgung auf. Ja. Sie wird sehr wahrscheinlich. Oh, hier wird weiter aufgeräumt. Ja, weiter her. Ja, zu den Giraffen oder zum Kamel. 6 von 10. Das ist sehr schlau. Vielleicht findet sie dann auf dem Weg, da ist noch ein Sack. Vielleicht findet sie auf dem Weg auch das Kamel oder die Nilpferde. Das wäre wünschenswert. Sehr gut, ja. Rammen. Oh, aber sie sind ihm auf dem Hacken. Ja, wirklich wahr. Das sind die Hippos, die muss man in den Hippos baden. Lantern immer. Also einfach ins Wasser nehmen, Jan. Nilpferd, Hippo. 10 Sekunden, 15 Hippo. Sekunden. Ja, wenn es so ist. Aber jetzt muss der Fisch kämpfen im Wasser. Ah, ist das eine gute Idee? Für den Fisch der Moment, der Fisch ist gekommen. Wenn das jetzt nicht funktioniert. Ah, der Fisch ist zu langsam. Was ist denn mit dem Fisch? Aber, also, da ist jetzt ja kein... Ah, sie hat's geschafft. Ah, das gibt's ja nicht. Oh. Das ist der südasiatische Granatenfisch. Ja, Mann. Der Geilste. Er hat sie gut durchgewirkt. Steh auf, komm, Bro! Aber sie hat trotzdem den Punkt noch bekommen, ne? Sie hat jetzt also... Okay, sie ist im Wasser. 2,5. Grünes Kart. Ja. Also Walking a Camel, das ist relativ schnell gemacht. Da muss sie eigentlich nur ins Gehege rein und sich da einmal raufsetzen. Das kann sie, glaube ich, echt schnell abhaken. Das mit den Bandages ist noch tricky, weil ich nicht weiß, wo sie die herkriegt, diese Bandages. Ich denke, dass die in der Nähe liegen, so wie die Bananen. Ja. Wir wissen es nicht, aber davon kann man zumindest ausgehen. So schwer ist das Spiel dann doch nicht. Aber ich finde es eher auch knifflig, jetzt diese Müllsäcke zu finden. Da ist noch einer. Ja. Weil ich meine, der Park ist, wie wir wissen, riesig. Und ich fand es noch in dem... Oh, sie ist vom eigenen Kart überrollt worden. Das tut weh. Hast du sie? Nee. Du könntest... Also ich bin jetzt bei... Ich bin bei Kamelen. Ich also bin jetzt, bleib da. Die letzten, aber ist sie nicht. Ja, check up. Ich bin bei den Giraffen. Die letzten Müllreste finden. Das könnte richtig knifflig werden. Oh, sie macht den Wag sauber. Da werden ja mehr als die benötigten 10 Säcke rumliegen. Glaubst du? Ja, das ist so wie im Mallorca-Urlaub. Da liegen so viele Säcke drin. Such dir einen. Ja. Kannst du alle wegschmeißen. Die Regie kann ja eventuell schon mal kurz überlegen, was man machen würde, wenn jetzt, obwohl... Bist du im Grün? Ja. Nee, doch, wenn jetzt auch Janina die volle Punktzahl holt. Eigentlich müsste man dann ja ein leichtes Stechen machen können. Du, da ist noch ein Säckchen. Ich bin im Grün. Da ist der Sack. Ob sie fährt? Ich bin in Pink, aber ich sehe hier in Grün. Wo denn? Also ich glaube, das bist du, oder? Pink hier? Also die Fortbewegung mit dem Kart ist natürlich schon eine gute Idee. Mhm. Man ist einfach wirklich verloren. Jetzt muss sie nur noch die Bandages und das Kamel. Genau. Aber sie hat noch 2 Aufgaben. Je nachdem, was sie sieht. Und ich hoffe mal, dass sie jetzt einfach... Giraffen, aber sie ist bei den Giraffen. Ach, sie ist schon bei den Giraffen. Jetzt sucht sie natürlich die Bandages. Da kommt der schon, der hat sie abgelauert. Aber die campen das natürlich jetzt ab. Ey, was sind denn diese fucking Bandagen? Ja, sie hat das Problem, dass sie die Bandagen nicht findet. Ich kann es verstehen, wir wissen auch nicht, wo sie sind. Konnte sie nicht vielleicht mit dem Kamel einfach interagieren? Hat sie das probiert? Okay, ich sehe eine Giraffe, aber nicht Mal die Giraffen. Da hatte sie aber auch was in der Hand, vielleicht lief es deswegen nicht. Ah, doch, und doch, jetzt also, sie ist grün, oder? Ja, genau. Möglicherweise ich bin dran. Kann sie das... Ich weiß nicht, wo man die Bandagen findet, Leute. Ja, genau, hier fährt sie. Steif dich nicht zu sehr auf die Bandagen. Weiter her, sehr gut. Verfolgen. Schade, weil sie ist wirklich gut dabei. Ja. Das würde ich jetzt sag mal, ihr habt doch vorhin auch so eine Bandage gehabt, oder nicht? Nee. Ich hatte die gleiche Aufgabe, aber habe aber auch keine gefunden. Wirklich? Ja. Da ist das Kamel. Okay, damit hat sie jetzt... Oh, da kann niemand mehr den Zug abhalten. Siehst du an? Raus? Ich weiß nicht, wo du sagst. Bei Kamel. Der Fisch auf den Fersen, Alter. Oh. Du hast das Kamel. 4 von 5. Sie reitet ein Kamel. Ja. Nur noch die Giraffe. Das Kamel ist schnell. Geh zu den... Sie ist auf Kamel. Das Kamel ist schneller als das Auto. Ja. Zurückkommen. Ich brauche nur eine die ultimative Verfolgung. Ja, das hätte ein Michael Bay nicht packender inszenieren können. Komm zur Giraffe zurück. Auf dem Weg zur Giraffe. Ja, schneller als ein Auto, deswegen auch Kamel. Komm zur Giraffe, Florentin. Ja, aber der Affe, ne? Einfach hin, hol den Handgranate. Ist direkt hinten dran.
wegen die Giraffe. Genau, meine Handgranate. Und sie haben ihn. Bandage. Sie kreisen ihn ein. Oh, die Granate ist da. Die Granate, der Affe mit der Granate wartet bei der. Dass man solche Sätze mal so sagen wird. Hätte ich nicht gedacht. Der Affe mit der Granate wartet bei der Giraffe. Flonti, ich brauch dich doch jetzt. Flonti, ich brauch dich doch jetzt. Allein ist durch. Vor mir hat er auch nicht viel geholfen. Also diese grünen Dosen, die da bei der. Das ist nicht legitim. Bei Giraffen liegen sie, glaube ich, rauf. Woran erkenne ich eine Bandage? Versuch's mal, Janina, versuch einfach hinzugehen. Versuch's mal so. Flonti, ich brauch dich doch hier bei den Giraffen. Ich brauch dich doch bei den Giraffen. Ich kann nicht sagen, was ich auf meinem Standbild sehe. Aber das ist keine aktuelle Information mehr. Es ist nicht so, dass ich euch gerade davonrenne, weil ich finde die Bandage nicht. Ja, dann komm doch zu den Giraffen. Oh, nimm dir Toilette dabei. Ich will das Spiel jetzt nicht beenden, weil sonst bricht die Lobby zusammen. Das ist eine gute Idee. Schau einfach, was passiert. Ein fürs Team. Es gibt doch keinen damit Arzt. Bleibt fair. Ja, oder ich wäre, wenn ich ein Arzt wäre, ja, wenn ich eine Bandage wäre, wäre ich auch beim Arzt. Aber jetzt kann Krogi die letzte Aufgabe verhindern weg, und damit seinen Sieg sichern. Mm, das ist das Fazit. Das geht One-on-One. Ist gut, dass der Endkampf komplett rausgenommen ist aus der Geschichte. Einfach mal shoppen gehen mit dem Kamel, finde ich auch gut. Ihr habt mich zurückgelassen. Was eine Blamage mit dieser Bandage. Ja, das sieht gut aus, oder? Ja, da hat er, das ist ja nicht zu fassen. Ich dachte nicht, dass es wirklich woanders liegt, aber sie hat die Bandagen, sie kann endlich der Giraffe. Mann, wenn du mir jetzt helfen könntest, wäre es einfach schon, das ist schon ein bisschen kacke. Du schaffst das, Krogi. Ja, das ist schon ein bisschen kacke. Du packst das. Muss ich schon sagen. Hat er Angst um seine Punkte, der Krogi? Ja, ich glaube auch. Oh, das steht schon eine Giraffe. Nimm doch einfach die. Aber das ist doch die falsche. Oh, ich erschrecke auch immer übel. Komm, entkommt sie und schafft sie es zu heilen. Eieieiei. Wieso hattest du das jetzt auf der Schnauze? Ach so. Oh, jetzt kommen die letzten Punkte. Ja, da ist sie. Und das war's. Ich hab's doch geheilt. Nee, ich mach's nicht. Was? Ach hier. Jetzt lässt Krogi nicht mehr wie ein Hai, ne? Aber guck mal, er ist auch richtig verbissen. Guck mal, das ist das Gesicht eines Mannes, der nicht dazu bereit ist, noch den Sieg aus der Hand zu geben. Ich hab die Bandage verloren. Das Gesicht eines Mannes, der mit seinem Tier verschmolzen ist. Keine Ahnung, er ist das Tier. Er rollt. Er hat sie. Und bam! Verrollt. Und sie will doch eigentlich nur heilen. Eigentlich will sie doch was Gutes. Die Granate! Oh, das nervige Gregor. Das letzte Mal, dass ein Affe so eine Rolle gespielt hat, war bei Planet der Affen. Und was ist jetzt? Warum ist Krogi, warum haut er ab? Er holt eine Granate. Also wenn er smart ist, bleibt er jetzt bei der Giraffe, die es zu heilen gilt. Es gibt ja kein Zeitfenster. Also es ist einfach die Frage, wer traut sich zuerst? Leider weiß ich gerade auch nicht mehr, wo ich hier habe. Währenddessen hat sich Janina, glaube ich, verlaufen. Verritten, ja. Ich find's faszinierend, dass das Ding so schnell ist. Aber gut, ich habe Kamele immer irgendwie anders. Ah, jetzt hat der Affe aufgeholt! Kamele sind wirklich sehr schnell. Es gibt ja auch sogar so Kamelrennen. Das ist wahr, ja. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Da rennen die Kamele um die Wette. Man glaubt es kaum. Jetzt ist es ein Sackgasse. Nee, der Affe findet aktuell niemand. Na, da hat natürlich, ne, weil der Affe jetzt das ist natürlich interessant, das Kamel zu klauen. Aber eigentlich wer hat das Kamel geklaut? Ich dachte nur, dass das Kamel sie jetzt quasi geoutet hat, wo sie sich befindet. Aber das ist natürlich auch eine gute Idee, das Kamel zu klauen. Ja. Trotzdem, ja. Jetzt ist nämlich die Frage Granate. Ja, nein. Oh. Ja! Oh, das ist ja so geil. Die Energie jetzt wird immer weniger. Aufsteht. Also das würde jetzt mich jetzt weg. Auch kirre machen. Krogi! Der Granat kämmt an den Giraffen. Mann, sie hätte es aber auch jetzt versuchen können, ne? Sie hat sich jetzt so ein bisschen, sie rennt immer hin, dann rennt sie weg. Aber der Affe ist ja einfach auch genau, kämmt er an dem einen kranken Giraffenweibchen da. Tini, mit deiner Hilfe, das ist das Gesetz der Natur. Es tut mir wirklich leid, also ich hab Standbild, ich kann nicht. Ist nicht so, dass ich eben komplett alleine war, ne? So, und jetzt hat natürlich Janina wahrscheinlich auch keine Bandage mehr in der Hand. Ja. Obwohl da links liegt was. Ich muss es schon einfach sagen, es ist... Da, das Kamel hat die Bandage im Maul! Nein! Ja! Ich glaub's nicht. Ja. Okay, dann jetzt hier hin. Ja! Ja! Oh! Oh!
Das ist ja nicht zu fassen. Spannend, ey. Spannend. Ja, komm. Spannend. Aber nicht ehrenhaft. Nice. Nicht ehrenhaft. Nice. Nicht ja, aber da kann ich ja nichts für. Ja, da kann sie nichts für. Kann sie nichts für, aber ja, gut. Es war so spannend, Leute. Es war so spannend. Leider habt ihr jetzt einen Gleichstand erreicht. Ja, also, es ist so Usus bei In die Tonne. Wenn es am Ende einen Gleichstand gibt, dann machen die beiden, die zusammen auf dem Podest stehen, alle Spiele nochmal. Aber ohne unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ihr schreibt uns morgen SMS, wie wer gewonnen hat. Also, ganz kurz, wir müssen mal wirklich der Fairness halber festhalten, dass Fisch Florentin, obwohl er vorher äußerst effizient sich an der Tötungsaktion des Zoowärters beteiligen wollte, plötzlich durch diesen unerwarteten Crash einfach nicht mehr teilnehmen konnte. Seine Flosse war in Untätigkeit verharrt. Danke, ich habe mir Mühe alleine. Das hast du natürlich auch zu Recht bemängelt. Das Problem ist, wir können natürlich jetzt aber auch nicht sagen, Janina hat deswegen verloren, weil das wäre noch eine größere Ungerechtigkeit, weil es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass sie es auch mit Einwirken Florentins geschafft hätte. Und daher müssen wir jetzt eine Lösung finden, die halbwegs salomonisch ist. Die Regie hat aber schon was vorbereitet. Ne? So sieht's aus. Ach so. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Ich wollte noch kurz was sagen. Ich fand das so interessant. Du wahrscheinlich auch, Florentin, weil dein Fisch hat einfach unter Wasser komplett unterperformt. Absolut. Jeder dachte, das ist es jetzt. Und dann, ja. Ich musste auch nur 15 Sekunden im Wasser bleiben. Ja. Aber ich muss auch echt sagen, ich weiß nicht, ob der Unterschied so groß ist. Bei mir hat am Anfang bestimmt eine halbe Stunde auch nicht geholfen. Also nee, überhaupt nicht. Es ist so schwer, was zu finden. Aber ich verstehe schon, dass es blöd ist, voll. Ja, es ist schwierig. Es war für euch natürlich, als ich gespielt habe, für euch ein Riesenvorteil, dass ihr mich direkt hattet und von Anfang an gegängelt habt. Ja. Weil da ist, wenn man einen nicht findet, ist schwer, aber auch die Handgranate ist, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es trifft einen selbst. Ja, total. Als das Ziel, naja. Ja. Ich habe nichts zu sagen. Also Nils, du hast schon gesagt, ihr habt die ersten Spiele gut performt, muss ich sagen. Aber dieser Wettkampfgedanke, der lebt schon so ein bisschen in mir drinne, muss ich schon sagen. Was hat die Regie? Ja. Nichts anderes als das wollen wir sehen, weil jemand, der sich da hinsetzt und dann so großmütig ist und sagt, ja, Gewinn ist mir nicht so wichtig, den wollen wir gar nicht sehen. Wir wollen deine Bissigkeit. Ich möchte, dass du mit der gesetzgebenden Instanz diskutierst, hitzig wirst, Dinge nicht einsiehst, Ungerechtigkeiten witterst. Dann muss ich darauf plädieren, das ist natürlich, auch wenn es vielleicht technisch war, aber ich habe hier alleine sehr lange performt und Moment. Das Reglement hätte eingreifen können, ja. Hat's aber nicht getan. Und der Affe, ihr habt's gesehen, war ein badass Motherfucker, der ganz schön zäh war mit seinen Granaten, muss man schon sagen. Und er hätte weiter Granaten geholt. Und wäre der Fisch da gewesen und hätte einmal gestunt, wäre Granaten-Johnny wieder da gewesen. Also, ich muss dich da einmal stoppen. Ich finde das unfassbar unsympathisch, wie du jetzt hier diese Situation nicht akzeptieren kannst. Super unsportlich, habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Musst du selbst wissen. Aber fragen wir doch mal das Regelmon. Ja. Wir haben uns was ausgedacht. Und zwar werdet ihr jetzt einfach noch eine Minute gegeneinander Refund Me If You Can spielen, weil das ist das Spiel, wo wir am schnellsten durchkommen. Ja, alternativ wäre nochmal Abschleppen angesagt, aber ich nehme Ja, ist gut. Machen wir das. Okay, dann startet bitte das Spiel und dann darf jetzt. Wollen wir einzeln machen? Aber dürfen jetzt alle? Nein. Es ist schon zwischen den aktuell führenden euch beiden, Janina und Krogi natürlich. Ja, und ihr habt ein Sudden Death. Aber es ist ja nicht. Ja, okay. Also ihr habt eine Minute, über die Minute hinaus zählt das letzte Leben. Ja? Habt ihr zugehört? Später kann keiner zugehört sagen. Ich starte es gerade. Ja, muss Sudden Death, eine Minute. Also sobald hinaus, man einmal gestorben ist, ist es vorbei. Nein, eine Minute und dann aber zählt das aktuelle Leben. Und wer am weitesten insgesamt gekommen ist. Genau. Eine Minute, all you can. Und noch was, wenn ihr beide wieder bis zu diesem Loch kommt, ne? Dann machen wir eine Entscheidung abschleppen. Bitte mal jetzt eine klare Entscheidung. Ja, und ich sag's noch einmal, ihr könnt diese Ragdoll-Physik aktivieren und ich glaube, so soll man durchs Loch. Ja, das wissen wir. Du hast recht, ich sag's Simon. Extra für dich. Und weißt du, Simon, jetzt ist es einfach. Danke dafür. Jetzt ist es ein Game Changer. Dann gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt. Okay. Es war bisher auf jeden Fall super spannend. Sag gut. Jan? Ihr müsst reinziehen. 3, 2, 1, go. Da ist die Wolke. Es gilt ja am Anfang, nicht direkt in der Minute direkt so weit wie möglich zu kommen, sondern einfach sein Leben
sinnvoll einsetzen. Dein Leben zu leben, einfach dein Leben zu leben. So weit auch mal ein Auslandssemester einbringen. Und ihr achtet auf den Minutenzähler. In der Sekunde, in der die letzte abläuft, dürft ihr nicht mehr sterben. Ja, man kann auch nicht absichtlich sterben. Das ist ein bisschen die Sache. Ja, einfach irgendwo runterlaufen. Ne? Ja, aber manchmal liegt die halt und du musst warten so und deswegen. Was versucht der Krogi da? Aktuell führt natürlich noch Janina, weil sie jetzt einen. Ah, nee, jetzt sind sie beide gleich. Und jetzt führt wieder ein bisschen Janina. Und jetzt kommt sie immer noch weiter. Kann man die wieder leise schalten? Guck dir das an. Jetzt stehen sie vor dem Loch. Krogi ist vor dem Loch. Er führt aktuell. Jetzt ist die Frage, schafft er es? Ja, nein! Okay, dran geklatscht. Ist das, ist das überhaupt die richtige Lösung? Also, acht Sekunden noch. Janina hat jetzt die Chance. Das könnte jetzt ihr letztes Leben sein. Oh, sie riskiert alles. Das ist jetzt ihr letztes Leben. Ja, okay, was jetzt? Oh, 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 letzte Chance wie Janina. Oh, wie ist das? Achtest du auf Krogi, wie das da ist? Ja, ich habe aufgehört, weil es gepiept hat. Also du hast es bis zum Loch geschafft. Dann ist jetzt Janina tatsächlich. Gratulieren, Michael Krugmann. Spektakuläre Aktion, das habt ihr wirklich ganz sahnemäßig gemacht. Es war hart, es war lang, es war ausdauernd, es war am Anfang sogar scheiße. Ist das unangenehm? Ich kann nicht mehr, Leute. Das ist ja absolut unangenehm, diese ganze Situation. Ehrlich, ja, dankeschön. Ich find's gut. Hattest du nicht Führung die ganze Zeit? Ja, gut, ne, das ist geil. Schwierig, ja. Aber das ist in die Tonne. Man weiß nie, wer am Ende drinsteckt. Ich bin wirklich fertig. Ich hatte morgen früh Pläne, alle abgesagt. Vorbei. Alle wie spät abgesagt. Ich muss richtig dringend zum Klo. Ich auch. Ey, ich sag's, wie es ist. Ich muss so dringend schiffen. Können wir es schnell machen? Das ist in die Tonne. Okay. Gibt's einen Preis? Selbstverständlich. Also, dass wir nach Hause können. Wir haben ja gesagt, der Preis ist, der Gewinner darf das nächste Mal wiederkommen. Also, wir freuen uns auf dich bei In die Tonne 4. Herzlichen Glückwunsch. Hast du dir für den Krogi. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank an euch, dass ihr so zäh und durchhaltungswillig warst. Gerade in den Situationen, das möchte ich nochmal sagen, wenn ein Spiel ein bisschen länger geht, ihr habt Ehrgeiz bewiesen und das ist das Allerwichtigste. Ihr habt nicht irgendwie rumgemosert, Dinge haben nicht funktioniert. Das war außer eurer Verantwortung. Ihr habt das sehr gut ertragen, auch wenn es technische Probleme gab, Hardware-Probleme gab. Und ihr habt bis zum Schluss Ehrgeiz und Biss bewiesen und das trägt dieses Format und das ist euer Verdienst. Ihr seid alle für mich diesbezüglich Champions. Aber einer mehr als andere. Einer mehr als andere. Und das ist Michael Krugmann. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns auch was überlegt für euch. Und zwar hat Florentin noch eine Rede vorbereitet für euch als Kommentator. Oh ja. Was wären wir ohne euch? Was wäre Müll ohne derjenigen, die darin wühlen und die kleinen Juwelen rauspicken, die man dann noch genießen kann? Ihr beiden seid die wahren Champions dieses Formats, denn ihr habt Müll erstmal wieder auf den Teller gehoben. Wegen euch können wir diese herrlichen Spiele genießen, die unsere Rechner malträtieren, die unsere Augen malträtieren, aber vor allem unsere Seele. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns auf diese Reise mitgenommen habt, dass ihr uns härter gemacht habt, dass ihr uns gezeigt habt, was Videospiele sein können. Und so können wir doch zu Hause an unseren Konsolen und dem PC wieder ein wenig mehr Freude haben, wenn wir wissen, ciao, was wir schönen nicht Abend spielen euch. Müssen jeden Tag. Das war Indie Arena. Vielen Dank an euch, an Nils und Simon. Die waren Mach's gut. Ja. Tschüss, Leute. Da wollen sie alle heim. Wir die Mülltonnen machen da. Wir werden auch beim nächsten Mal wieder was für euch finden. Macht's jetzt erstmal gut. Guckt euch den Kram an und jetzt viel Spaß mit Mara oder wo wir euch hinschicken. Wo wir euch hinschicken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.